Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen, Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Kongress Landwirtschaft in Deutschland, Wege in die Zukunft. Wir sind sehr positiv angetan, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und diese und Ihre zahlreiche Teilnahme zeigt ja auch, wie stark die Zukunft der Landwirtschaft viele Menschen bewegt. Und wir dürfen ja, ich sage auch bewusst wir, als Branche sehr selbstbewusst sagen, wir sind ja auch wer, wir haben eine besondere Bedeutung, nicht nur, weil wir wesentlich für die Kulturlandschaft in unserem Land zuständig sind, meine Damen und Herren, sondern auch, weil über 4,5 Millionen Familien in Deutschland in, an oder von der Landwirtschaft letztendlich leben. Und deshalb möchte ich auch deutlich sagen, dass gerade deshalb wir uns als Unionsfraktion, als CDU-CSU-Fraktion uns dem landwirtschaftlichen Berufsstand, dem ländlichen Raum in besonderer Weise verpflichtet fühlen. Bei der Planung dieses Kongresses, und die Planung geht auf das letzte Jahr zurück, war nicht unbedingt absehbar, in welch schwierige Marktsituation wir uns aktuell befinden. Für viele landwirtschaftliche Betriebe, ich kenne das zu Hause auch aus dem eigenen Wahlkreis, stellt sich die Situation dramatisch dar. Und wir wissen auch insbesondere als Agrarier, meine Damen und Herren, dass wir schon teilweise Gefahr laufen, dass wir, ja, dass Strukturbrüche auch tatsächlich passieren können. Wir haben als Politik, als Bund, als Bundesregierung, als Bundesparlament im letzten Herbst versucht zu helfen mit europäischen Maßnahmen, mit nationalen Maßnahmen. Ich will mir nur erlauben, an die 78 Millionen für die Sozialversicherung daran zu erinnern, darauf hinzuweisen. Und das sei mir dann auch gestattet, meine Damen und Herren, solche Maßnahmen, das wird manchmal vor Ort so gesehen, solche Maßnahmen sind kein Selbstläufer. Und ich will an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, solche Maßnahmen dann in den Haushaltsberatungen durchzusetzen, das funktioniert nie ohne unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Aber ich nenne gleichzeitig dabei genauso herzlich Gerda Hasselfeld als Chefin der CSU. Gemeinsam ein starkes Team und vielen Dank dafür. Wir haben augenblicklich zu viel Mängel. Wir müssen in der Liquidität weiterhelfen, das wissen wir, das wollen wir. Wir müssen uns mit anderen Marktinstrumenten beschäftigen. Wir machen ja das Agrarmarktstrukturgesetz, eine kleine Novellierung, damit auch genossenschaftliche Molkereien über Mengen kartellrechtlich sprechen dürfen. Wir brauchen vielleicht auch Möglichkeiten, Dinge zu glätten, Jahresergebnisse. Wir wollen keine weitere Belastung. Es gibt ganz viele Themen, das ist ein komplexer, bunter Strauß. Da will ich mich jetzt in der Begrüßung nicht verlieren. Das wird Thema sein im Laufe des heutigen Tages. Aber meine Damen und Herren, auch das ist mir wichtig in der Begrüßung. Was die Landwirtschaft mindestens so bewegt wie die aktuelle Marktlage, ist diese besondere, besonders kritische auch gesellschaftliche Diskussion, die wir haben. Wir haben höchste Standards, das wissen wir. Aber die Akzeptanz und auch das Vertrauen in die Art und Weise, wie wir Lebensmittelerzeugung als Ganzes in der Landwirtschaft, aber auch in der gesamten Produktionskette betreiben, die schwindet. Und dieser Situation müssen wir uns stellen. Persönlich bin auch hier in Berlin zum Beispiel mal gefragt worden, ist im Produktivitätswettlauf vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen? Vielleicht auch ein bisschen Werte bewerten, aber wir sind gefragt, dass wir uns dieser Situation stellen, dass wir uns dieser Situation offen stellen, damit wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen können. Und von daher befinden wir uns in einer Art, ich sag mal, Transformationsprozess. Der Bauerntag im letzten Jahr, Herr Präsident Ruckwied, hatte das Motto, Veränderungen gestalten. Also wir sind mitten in diesem Prozess
und wir müssen ihn proaktiv angehen. Dazu gehört auch Kommunikation dazu, vollkommen richtig. Aber es gehört auch dazu, dass wir uns Veränderungen stellen, dass wir Dinge, die wir vielleicht immer getan haben und für richtig befunden haben, dass wir bereit sind, diese Dinge auch in Frage zu stellen. Was aber entscheidend ist, dass wenn es zu Veränderungen kommt, dass diese Veränderungen bezahlt werden müssen. Und zwar nicht als Almosenempfänger, das will kein Bauer, sondern sie müssen tatsächlich am Point of Sale dann leistungsgerecht auch bezahlt werden. Und um in diesen Fragen, meine Damen und Herren, weiterzukommen, mehr Erkenntnisse in diesen Fragen zu gewinnen, haben wir diesen Kongress letztendlich schon Ende letzten Jahres geplant, weil uns die Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft als auch die zentrale Säule, wenn man so will, der Nukleus des ländlichen Raumes in besonderer Weise am Herzen liegt. Und uns freut sehr, dass wir hierzu viele hochkarätige, namhafte Persönlichkeiten gewinnen konnten und damit auch begrüßen dürfen, die hoffentlich mit ihren Impulsen später hier im Podium die angesprochenen Erkenntnisse, die wir brauchen, am besten steigern, eben damit die Zukunft unserer wichtigen Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland zukunftsfähig und zukunftsträchtig gemacht wird. Ich darf meine sehr verehrten Damen und Herren an dieser Stelle ganz herzlich hier in der Fraktion meinen Chef sozusagen, den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Herrn Volker Kauder, begrüßen und willkommen heißen. Volker Kauder ist ein Freund der Landwirtschaft, ein Freund des ländlichen Raumes, das sage ich ganz bewusst. Wir persönlich, Volker, haben verschiedene Gespräche, gerade auch im Laufe des letzten Jahres, darüber geführt, wie wir in eine bessere Zukunft auch letztendlich kommen. Und er unterstützt uns nach Kräften. Und ich möchte ihm ein herzliches Dankeschön sagen, dass er sich für diesen Kongress heute Zeit nimmt und auch bereit ist, eine Einführung zu machen. Herzlich willkommen und vielen Dank, Volker. Aber nicht weniger herzlich, und das ist mir ein persönliches Anliegen, möchte ich sozusagen die Co-Vorsitzende, wenn ich das so formulieren darf, in unserer Unionsfraktion begrüßen und willkommen heißen, die ein tolles Gespann bilden, Volker Kauder und Gerda Hasselfeld. Frau Hasselfeld, seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, so ein Kongress geht natürlich nicht ohne die Exekutive. Und die Exekutive beginnt natürlich immer mit einem Minister, so wie sich das gehört. Und deshalb freue ich mich und begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Christian Schmidt. Christian. Er wird auf einige Dinge in seinem Impuls etwas konkreter eingehen. Ich bin angehalten, in der Begrüßung mich kurz zu fassen, sonst wird das immer so eine Veranstaltung letztendlich sprengen. Ich möchte aber an dieser Stelle noch gerne namentlich begrüßen meine Kollegin, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Sie ist CDU-Fraktionsvize für Landwirtschaft, in dieser Funktion mit zuständig. Sie hat mit ihrem Team und ihrem Büro diesen Kongress auch wesentlich mit vorbereitet. Und ich möchte deshalb ganz herzlich begrüßen Gitta Konnemann, wie schon gesagt, die viel tut für unsere Landwirtschaft, für den ländlichen Raum. Herzlich willkommen und vielen Dank für die vorbereitende Arbeit. Ich möchte weiterhin begrüßen, stellvertretend auch für alle Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, die auch zahlreich unter uns sind, vielen Dank dafür. Ich möchte drei Persönlichkeiten an dieser Stelle, sonst würde es wirklich den Zeitrahmen sprengen, noch namentlich begrüßen, nämlich zunächst meinen Kollegen Johannes Röhring. Er wird das erste Podium
moderieren. Johannes, herzlich dir auch ein herzliches Willkommen. Dann will ich natürlich es nicht unterlassen, den Agrarausschussvorsitzenden, der von unserer Fraktion gestellt wird, Alois Gehrig, ganz herzlich willkommen heißen. Alois, herzlich willkommen. Und natürlich, und das ist mir dann eine ganz, ganz besondere Freundin, die Agrarchefin der CSU, Marlene Mortler. Marlene, auch dir persönlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen. So, meine Damen und Herren, damit wollen wir jetzt in die Veranstaltung einsteigen. Das Thema gute Ernährung steht immer stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist gut so. Daraus ergeben sich Chancen. Und wir sollten darüber reden, was denn geht, wo sich Dinge entwickeln können, die wir beeinflussen, gestalten können, anstatt nur darüber zu reden, was nicht geht. In diesem Sinne wünsche ich unserem Kongress einen guten Verlauf und freue mich jetzt auf die Einleitung unseres Fraktionsvorsitzenden, Herrn Volker Kauder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in unserem Fraktionssitzungssaal. Und wenn wir zu einem Kongress einladen und schon bei den Anmeldungen sehen, wie stark der Zuspruch ist und dann nachher auch wie heute hier sehen, wissen wir, dass wir ein Thema getroffen haben. Entweder weil die Menschen, die zu uns kommen, uns freudig zustimmen oder weil sie kommen, um uns Sorgen vorzutragen. Und ich glaube, hier bei diesem Thema Landwirtschaft wird beides der Fall sein. Sowohl Ja zu dem, was wir auf den Weg gebracht haben, aber auch Sorgen zu formulieren. Wir haben uns das Thema Landwirtschaft, Ernährung zu einem der wesentlichen, wichtigen Themen in dieser Legislaturperiode für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erklärt. Wir haben in unserer letzten Klausurtagung im September uns mit dem Thema Landwirtschaft und Ernährung als einem der Spitzenthemen unterhalten und haben uns da auch mit Experten besprochen. Warum? Weil wir auf der einen Seite sehen, dass Landwirtschaft ein Bereich ist, der nicht nur eine enorme Wertschöpfung in unserem Land hat, sondern dass natürlich auch die Produktion von Lebensmitteln, Grundlagen von Lebensmitteln in unserem Land eine Zukunft haben muss. Und zweitens, weil wir sehen, dass die Menschen immer intensiver sich mit der Frage nach Lebensmitteln, nach gesunden Lebensmitteln auseinandersetzen. Es ist nicht mehr so, dass nur ein paar wenige Freaks die Fragen stellen, sondern dass sehr viele Menschen Fragen stellen, wie entstehen unsere Lebensmittel und was ist drin in diesen Lebensmitteln. Und da war bei manchem Landwirt die Sorge, wir würden eine Diskussion über Landwirtschaft per se führen. Überhaupt nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen der Landwirtschaft mithelfen, dass sie Qualitätsprodukte produziert und darüber auch reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wollen natürlich auch einen Beitrag dafür leisten, wenn wir über Qualität reden, dass mancher Unsinn, der in der Öffentlichkeit verbreitet wird, eben nicht so weiter verbreitet werden kann. Und wir müssen natürlich auch ganz offen über das ein oder andere Problem reden und nicht so tun, als ob es nicht bestünde und dann sagen, wir suchen nach einer Lösung. Also zu behaupten, es gäbe kein Problem, was mich als Mann besonders natürlich trifft, mit männlichen Küken, dass die jetzt noch geschreddert werden, das können wir einfach nicht bestreiten. Da muss man sagen, da haben wir ein Thema und dem müssen wir uns intensiv widmen. Und wenn große Berichte kommen, wie am Wochenende, darüber, wie mit Schweinen umgegangen wird,
dann müssen wir darauf eine Antwort geben und nicht nur sagen, stimmt alles gar nicht, sondern müssen wir sagen, Freunde, das ist so und so. Das heißt, wir werben von der CDU-CSU-Fraktion dafür, uns den Themen zu stellen, dort, wo es Probleme gibt, sie ganz offen anzusprechen und zu sagen, was wir vorhaben, um das ein oder andere zu lösen. Beispielsweise Antibiotika, wo wir einen Vorschlag gemacht haben. Ich bin geprägt davon, in meinem früheren Leben, wenn es ein Problem gibt, nützt es nichts, es nicht anzusprechen. Wir hatten mal eine problematische Situation im Grundwasser und im Trinkwasser. Daraufhin habe ich dem Bürgermeister gesagt, weil ich zuständige Wasserbehörde bin, wir müssen die Wasserversorgung, die Eigenwasserversorgung stoppen bei dir und du musst woanders angeschlossen werden. Hat er gesagt, das kostet mich ein Schweinegeld, das mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir eine Bürgerversammlung und darüber reden wir. Dann hat der gesagt, also das machen wir. Und dann habe ich einen Experten eingeladen und der hat dann dargestellt, wie das mit dem Wasser sei, dass da natürlich ein bisschen Chlor, Kohlenwasserstoffe drin seien. Das sei nicht so tragisch, man sterbe daran nicht, aber es sei auch nicht in Ordnung. Und dann hat sich eine Mutter gemeldet und hat gesagt, sagen Sie mal, muss ich das Wasser für meine, wenn ich mein Baby damit was mache, abkochen? Dann hat der gesagt, das wäre ratsam. Und damit war entschieden, dass es die Eigenwasserversorgung abgestellt wird und was anderes gemacht wird. Das heißt also, auf sowas darf man es erst gar nicht ankommen lassen, sondern muss man im Vorfeld sagen, da haben wir was, schauen wir, wie wir es hinkriegen und wie wir weitermachen. Und in dieser Situation unterstützen wir auch unsere Landwirte. Eines ist aber auch klar, und da bin ich sehr froh, dass der Bundeslandwirtschaftsminister das auf den Weg gebracht hat. Wenn wir Qualität wollen und wenn wir wollen, dass in unserem Land die Qualität auch gemacht wird, dann ist dies nicht zum Nulltarif möglich. Dann muss dies auch entsprechend finanziert werden. Und deswegen ist die Tierwohlaktion, die man von mir aus gerne noch ein bisschen ausweiten kann, genau der richtige Weg, damit wir helfen, auf diesen Bereich weiter voranzukommen. Und wir sehen die Leistungen der Landwirtschaft in der Landschaftspflege. Völlig in Ordnung, dafür gibt es auch einen Ausgleich. Aber der Landwirt ist nicht in erster Linie für die Landschaftspflege da, sondern er ist dafür da, Nahrungsmittelproduktion zu machen und uns mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und natürlich ist der Landwirt auch eingebunden in eine marktwirtschaftliche Situation. Er will ja gar nicht Staatsbauer sein, sondern er will freier Unternehmer sein, aber er will faire Chancen haben. Und deswegen muss er sich auch mit der Frage auseinandersetzen, und wir müssen das thematisieren, dass natürlich ein hohes Angebot bei nicht gleichzeitig steigender Nachfrage den Preis mitbestimmt. Und deswegen kann man nur sagen, ja, wir müssen mit den Milchbauern darüber reden, dass eine ständige Ausweitung des Milchangebotes bei nicht steigender Nachfrage den Preis nicht verbessern wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie wir das hinbekommen, darüber müssen wir miteinander reden. Herr Präsident Ruckweg, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Sie haben es auch nicht leicht, wie wir alle auch nicht. Das ist halt so. Und trotzdem danke ich Ihnen für Ihren Einsatz für die Landwirtschaft. Aber wir müssen miteinander die Dinge offen ansprechen und dann sagen, wie wir darauf reagieren können. Unser Ziel bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist, wir wollen auch in Zukunft Landwirtschaft. Wir wollen, dass junge Bauern sagen, ich mache diesen Beruf gerne, weil ich darin eine Chance sehe. Wir wollen,
dass Familienbetriebe auch in Zukunft erhalten werden können. Und wir wollen, dass der Landwirt nicht nur Energielandwirt ist, dass nicht nur Mais erzeugt wird, um ihn in die Biogaserzeugung zu werfen, sondern wir wollen, dass auch Landwirte eine Chance haben, die gute Nahrungsmittel produzieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und um dies alles voranzubringen, haben wir heute diesen Kongress, wo wir natürlich vertreten durch unseren Bundesminister sagen, was wir getan haben, wo wir aber auch auf Sie hören wollen, wo wir auch Ihre Sorgen anhören wollen und miteinander besprechen wollen, wo können wir helfen und wo muss die Landwirtschaft auch selber ihren Beitrag leisten. Das alles war in unserer Bundestagsfraktion kein einfacher Weg. Und ich bin dankbar, Franz Josef Holzenkamp und auch Gitta Connemann, die sich dem Drängen des Fraktionsvorsitzenden, Landwirtschaftspolitik zum Schwerpunkt zu machen und auch die Herausforderungen einmal neu zu formulieren und auch die Produktion von Lebensmitteln und Qualität in den Vordergrund zu stellen und nicht bloß weitermachen wie bisher, dass dies gelungen ist und dass wir jetzt auf diesem Weg sind, da kann ich nur sagen, herzlichen Dank dafür. Und eins muss ich auch sagen, es ist niemandem, ich schaue jetzt nicht Sie bewusst an von den Grünen, zumal Sie jetzt ja in Baden-Württemberg unser Koalitionspartner werden, also halte ich mich da sowieso zurück. Aber ich sage mal, es ist, und das meine ich ernst, ganz ernst, es ist niemandem gedient, wenn wir bei uns ein Problem erkennen und es dann ohne Berücksichtigung der Möglichkeiten, die wir haben, an das Problem heranzugehen, mit Schnellschüssen reagieren und dann genau das, was wir nicht wollen, im europäischen Ausland gemacht wird und produziert wird. Ich kann nur sagen, ich habe das nicht als einen großartigen Erfolg betrachtet, dass die Hühnerställe, die wir bei uns nicht mehr gemacht haben, abgebaut worden sind und dann irgendwo in den Ostblockstaaten von Europas verschwunden sind, die Eier von dort herkommen. Also es hat keinen Sinn, es hat überhaupt keinen Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem Motto zu arbeiten, Hauptsache bei uns findet es nicht statt und wo es sonst stattfindet, ist mir wurscht egal. Das ist keine Politik, die mich überzeugt, sondern wir müssen dafür sorgen, dass zumindest mal innerhalb unserer EU die Bedingungen gleich sind und nicht ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Bei uns höchste Qualität und wenn es nicht geht, schlechtere Qualität nebendran. So machen wir von der Union keine Landwirtschaftspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich wäre jetzt gerne dabei. Sie merken sicher, dass mich das Thema beschäftigt und umtreibt. Auch deshalb, weil ich aus dem ländlichen Raum komme. Und da kann ich nur sagen, ländlicher Raum ohne Landwirtschaft, das ist Provinz. Das ist Provinz. Ländlicher Raum und Landwirtschaft gehören zusammen. Und deswegen will ich, dass wir da auch weiter vorankommen. Ich wäre gerne geblieben, aber Sie haben es in den Zeitungen entnommen. Wir haben heute noch Koalitionsausschuss. Da geht es mal nicht um die Landwirtschaft, um andere Fragen. Und da muss ich heute noch ein paar Dinge vorbereiten. Deswegen kann ich nicht länger bleiben. Bitte Sie um Nachsicht. Aber Gitta Connemann und Franz Josef Holzenkamp werden mir schon berichten, worum es hier gegangen ist und zu welchen Ergebnissen wir kommen. Herzlichen Dank und ich glaube, wir sollten bei allen Problemen doch auch zuversichtlich sein. Niemand will in einem Bereich arbeiten, wo diejenigen, die da drin arbeiten, schon sagen, dass alles Mist sei. Und deswegen sage ich, ja, wir haben Herausforderungen und wir haben Probleme. Aber wir dürfen auch stolz darauf sein, was deutsche Landwirtschaft in unserem Land leistet. Herzlichen Dank. Ja, lieber Volker, herzlichen Dank auch vor allen Dingen für die klare Positionierung,
Das ist auch das, was ja, viele landwirtschaftliche Familien sich wünschen, nämlich einfach nur ein bisschen Anerkennung und Würdigung, was sie jeden Tag machen. Und das haben sie auch verdient. Und danke auch dafür, dass du im Prinzip klar gesagt hast, wir wollen als Unionsfraktion nicht irgendeinen Zeitgeist hinterherlaufen, weil das nicht lösungsorientiert ist. Schon Konrad Adenauer sagte, glaube ich, früher, da war ich ja noch nicht geboren, wer heute einen Zeitgeist heiratet, ist morgen schnell Witwer. Also hilft uns das so oder so nicht weiter. Aber deshalb ist unsere Leitlinie auch klar als Unionsfraktion. Wir müssen uns den Dingen stellen. Wir suchen nach Lösungen, aber wehren uns gegen willkürliche Verbote. Und das hat auch Volker Kauder ausdrücklich und deutlich, finde ich, für uns alle zum Ausdruck gebracht. Ich will einen kurzen Punkt in der Begrüßung nachholen. Kleiner Fauxpas meinerseits. Ich schaue auf die linke Seite zu einer hochgeschätzten Kollegin. Nämlich, ich möchte ganz herzlich begrüßen die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Wir haben uns schon 3 oder 4 Mal heute getroffen in unterschiedlichen Veranstaltungen, Maria, dann geht das mal unter. Aber herzlich willkommen und schön, dass du dir auch heute Nachmittag für diesen Kongress die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Ich darf jetzt überleiten zu dem Impuls des Bundesministers Christian Schmidt. Lieber Christian, das Mikrofon gehört dir. Ja, herzlichen Dank, lieber Franz Josef, liebe Gitta, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Maria, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, stellvertretend für den Berufsstand des Präsidenten, lieber Ruckwied. Meine Damen und Herren, das Thema ist alt und neu und wir sind eigentlich trotzdem in einer Situation, obwohl für Sie es sein mag, dass manche Diskussion wiederkehrt, dass wir doch auch neue Antworten finden müssen. Und wenn jetzt Volker Kauder noch da wäre, hätte ich ihm gesagt, ja, also Politik produziert kein Mist, aber der Mist und die Düngeverordnung, die jetzt gerade wieder in diesen Tagen ein intensives Thema ist, zeigt, dass der lebensumfassende Anspruch der Landwirtschaft auch bei uns in der Politik über das Ressort hinausgehen muss. Und das ist vielleicht neu, dass die früher war die Vorstellung, der Helmut Kohl, ich sage es nicht, zu welchem meiner Vorgänger er das gesagt hat, er hatte etwa die Statur, ich darf mal den Präsidenten des Bauernverbandes ansprechen, hat er gesagt zu dem betreffenden Minister, hör mal, ein Landwirtschaftsminister muss ein bisschen Statur haben, der muss ein bisschen auch was zu bieten haben an Gewicht und der muss mal ansehen, dass ihm das Essen schmeckt. Da sind jetzt Ruckwied und ich jetzt nicht unmittelbar die Protagonisten dafür. Aber das war so ein Bild, in dem das sich auch irgendwo wiedergespiegelt hat, das aber auch sortiert hat. Das gesagt hat, okay, das sind jetzt mal die Bauern und der Minister und der Präsident und alle miteinander und der Berufsstand und die werden dann ihre Sachen schon regeln. Konnten sie auch, haben sie auch. Heute sind wir mittendrin in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in gesellschaftlichen Chancen für die Landwirtschaft. Und das ist uns selbst, wenn ich uns jetzt sage, im landwirtschaftlichen und Ernährungsbereich, auch in der Politik und vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung oft gar nicht bewusst. Natürlich ist in unserer sehr, sehr zuspitzenden Zeit, in der sie ja nicht mehr wie zu den Zeiten von Adenauer, als die Zeitung noch gedruckt werden musste, ja jetzt in Sekunden schauen, was online irgendwo dann steht. Die, ja, ich sage durchaus die manchmal sogar Verhetzung, Vergällung bzw. Skandalisierung, lass es mich so sagen, von einzelnen Tatbeständen unwahrscheinlich schnell. Die Reaktion, auch die politische, die gesellschaftliche Reaktion, wird überhaupt nicht abgewartet. Das schnelle Wort, das wird gewünscht und der Widerspruch zum schnellen Wort, der wird dann kaum
mehr wahrgenommen. Das soll nicht kontemplativ sein, das heißt, man muss mit dem Thema umgehen. Wir sind in die Gesellschaft hineingestellt und da müssen wir uns bewegen. Deswegen bin ich auch sehr der Meinung, dass wir gut daran tun, nicht Nabelschau zu betreiben, im Sinne dessen, ach, was geht schlecht, was geht gut, sondern was ist schwierig und was können wir daran ändern. Da bin ich bei dem Punkt, der auch neu in gewisser Weise ist. Ich bin Jahrgang 57, ein Jahr war ich alt, als bei der Konferenz in Stresa die drei Prinzipien der europäischen Landwirtschaft festgelegt worden sind. Das war die Einheit des Marktes, die Gemeinschaftspräferenz und die gemeinschaftliche Finanzierung. Lassen Sie mich das mal aus heutiger Sicht anschauen, damit kommen wir auch zu den aktuellen Fragestellungen. Die Einheit des Marktes, ja, die ist für uns ganz wichtig. Ein Produkt, das in der Europäischen Union produziert wird, muss überall dort verkauft werden können, wo es Verbraucher und Kunden gibt. Auch dieses ist im Augenblick ein klein wenig in Gefahr. Es gibt eine Tendenz zu sagen, wir nehmen in Mitgliedstaaten sozusagen nur noch das, was bei uns selbst produziert worden ist. Wir als ein Land, ja, das auch vom Export lebt, auch in der Landwirtschaft, können das nicht gutheißen. Und das widerspricht auch den grundlegenden Erkenntnissen der Europäischen Union. Die Gemeinschaftspräferenz, die gibt es nicht mehr. Die Gemeinschaftspräferenz hieß, europäische Produkte werden durch Preisbeeinflussung, durch Außenschutz etc. so geschützt, dass sie zuerst und allererst verkauft und vermarktet werden können. Spätestens seit dem Wegfall der Außengrenzen durch die Welthandelsrunden, Sie erinnern sich an den Begriffe der Greenbox und der Yellowbox, in der Greenbox war nicht so viel drin, hat sich das verflüchtigt. Und in Wahrheit hat es vorher schon erhebliche Einbrüche gegeben. Das heißt, wir müssen uns nicht zurücksehnen nach der Gemeinschaftspräferenz. Natürlich war manches einfacher, sondern wir müssen in der jetzigen Situation des globalen Marktes uns überlegen, wie wir eine gewisse Form von einer freiwilligen Präferenz für unsere Produkte auf unserem Markt etablieren können. Das heißt, wir sind bei der Frage der Qualität und auch bei der Frage, was der Verbraucher davon hält. Lassen Sie mich da beim Verbraucher ein Stück bleiben. Der Verbraucher des Jahres 58, auch bestimmt ein bewusster Verbraucher, aber möglicherweise keiner, der bei Verpackungen hat er so oft nicht gekriegt, da nachgelesen hat, was ist da drin, wie sieht das aus, wie ist das zustande gekommen. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht drum herum, dass wir mit politischen, mit anderen Mitteln unterstützen, was wir als Wünsche, Erwartungen der Verbraucher sehen, ja, und das, was wir im Bereich der Werte für unsere Gesellschaft auch halten und erhalten wollen. Der Johannes Röhring-Kollege kann vermutlich als Moderator nicht sehr viel zu seinen Themen sagen. Deswegen will ich es kurz ansprechen. Das Ihnen gut bekannte Ansatz der Initiative Tierwohl, die die Branche mit dem Handel auf den Weg gebracht hat, das ist ein richtiger Ansatz, an dem wir weiterentwickeln müssen. Ich kenne und weiß alle Haken und Ösen, die da sind. Aber ich glaube, das ist das Zeichen des Bewusstseins der Produzenten, zu sagen, ja, wir gehen mit guter Qualität auf den Markt. Und wenn das Thema angesprochen wird, dass wir Tierwohl oder das eine oder andere nutzen sollen oder verbessern sollen, dann widmen wir uns dem. Nur da habe ich Da ist das kleine Problem auch gleich dabei, das können Sie mit Gemeinschaftspräferenz lösen. Ich wusste gar nicht, dass der Kollege Kauder sich um die männlichen Küken kümmert. Ich weiß, dass er sich kümmert, aber dass er das so prioritär sieht. Aber ich bedanke mich bei ihm. Nur da können Sie das natürlich fest sehen und lesen. Drüben sitzt der Kollege Röpke, der hat nun einiges gemeinsam mit uns zur freiwilligen Vereinbarung für Geflügelzuchtkraft Rexel getan. Aber man kann nicht etwas tun, was
die Marktbedeutung und die Ökonomie vergisst. Und ich muss das sagen, das ist eine Diskussion, man spürt es, die nicht nur den Fraktionsvorsitzenden sehr stark bewegt. Wie gehen wir mit dem um? Das sind Lebewesen, die uns anvertraut sind, die uns dienen und die wir nutzen. Ja, wenn ich jetzt den einfachen Weg sage, kann der Kollege Ostendorf genau hören, der weiß, dass wir da einen Disput haben, und sage, weg damit, Gesetzänderung. Ja, glaubt denn einer, dass ich nach Verfassung das Gesetz bei uns von einem Tag auf den anderen ändern kann? Ich habe gerade im Bereich der Hühnerkäfige eine Übergangsfrist über 10 Jahre nochmal hinein, gemeinsam mit dem Bundesland hineingeschrieben. Das heißt, wir müssen uns eine gewisse Frist von schon nehmen. Und wenn ich sage, ich will nie und nicht mehr sowas sehen und biete keine technischen Möglichkeiten oder Ansätze, ja, auch in der Zucht, auch in der Entwicklung etwas anders zu tun, was wird denn das Ende vom Lied sein? Dass die von Volker Kauder genannten Länder, die ich einzeln nicht nennen will, die sich möglicherweise nicht so einen großen Kopf wie wir darum machen, ob ich jedes Ei aufschneide, reinschaue, ob es männlich oder weiblich wird, wenn es weiblich wird, wieder zuklebe und bebrüte und das andere den Weg allen Eidotters gehen lasse. Sondern es gibt vielleicht Länder, die sagen, was ist denn das wieder für eine deutsche Spezialität? Und dann wird die Produktion von woanders herkommen. Sie werden aber nicht erleben, dass die deutschen Verbraucher dann entscheiden können noch, sondern dann wird es nur noch dieses geben. Das einzige Resultat wird sein, dass die Geflügelwirtschaft in Deutschland keine Basis mehr hat. Deswegen muss ich beide Wege gehen, die beschwerlich sind und übrigens in dem Falle sogar glaube, dass sie zeitlich näher umsetzbar sind als eine gesetzliche Änderung, die verfassungsmäßig Übergangsfristen braucht. All diese Punkte, die bedarf es anzusprechen. Wir kommen auch damit zu den Fragen der Struktur des Marktes. Der Struktur des Marktes in den schwierigen Bereichen, die gegenwärtig, sei es Fleisch, Schweinefleisch insbesondere, sei es die Milch, sei es auch der Getreidebau, in einer erheblichen Schwierigkeit mitstecken. Es ist nicht leicht und es wäre zu einfach zu sagen, der Weltmarkt hat das verursacht. Ja, ich habe gesagt, der Außenschutzkonferenz von Stresa ist Historie. Das gibt es nicht mehr. Trotzdem ist ein Ziel der europäischen Agrarpolitik nicht richtig ausgebildet und umgesetzt. Das ist auch schwieriger. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wenn wir einerseits sagen, Freiheit, Markt, allerdings dem Marktteilnehmer durch Hilfemöglichkeiten, wie er am Markt auftritt, auch die Möglichkeit zu geben, dass er am Markt besteht. Markt bestehen heißt dann, dass die Größe der Produzenten eine Frage ist und wenn ich nicht super große Produzenten haben will, Zusammenschlüsse organisieren können muss. Ich will jetzt nicht zu Friedrich Wilhelm Raiffeisen zurückkommen, aber das, was wir im Agrarmarktstrukturgesetz jetzt, was ich nächste Woche im Bundeskabinett haben werde, in der Veränderung der Möglichkeit, dass sich auch Genossenschaften und der Branchenverbände zusammenschließen können, um bei Preisverhandlungen besser zu sein, das ist einer dieser Aspekte. Ich darf aber gleichzeitig davor den Hinweis geben, die Vorstellung, die ich auch verstehen kann und zugegebenermaßen selbst ab und zu nochmal habe, können wir denn nicht Preise beeinflussen? Da muss ich sagen, da sehe ich bitte, wenn mir einer eine Lösung geben kann, bei der jetzigen Situation der Weltmärkte und der europäischen Agrarpolitik fehlen uns die Instrumente. Also die Vorstellung, man möge zur Milchquotenregelung zurückkommen oder der Staat solle derjenige sein, der die Milchproduktion steuert. Wir kennen ja und wissen ja, dass das wohlfeil und diskutiert wird. Der geht von einigen fehlenden Positionen aus. Das eine ist, wenn ich es national mache, dann ist die Gefahr, dass die Milch, die flüssig ist, dorthin fließt, wo weniger Milch ist, aus anderen Bereichen so evident, dass ich bei der Preisbildung wohl wenig erreichen könne. Ich muss also einen mindestens europäischen Ansatz fahren und da hört es gegenwärtig leider schon bei der Solidarität auf, weil wir manche Länder haben, die ganz gezielt
auf die Ausweitung ihrer Produktion gehen. Das heißt, es ist nicht nur Überredungskunst gefragt, sondern es ist die Frage, mit welchen Instrumenten kann ich den, der auf dem Markt auftritt, am besten helfen. Natürlich wäre es schön, wenn die Milchpreise nicht bei 27 Cent, sondern bei 37 Cent wären. Ich hoffe und ich denke, wir müssen da auch wieder hinkommen. Das kann man, aber für die Zeit zwischendrin sind warme Worte allein zu wenig. Und da komme ich bei dem Punkt der Frage der Marktbeeinflussung beziehungsweise nicht des Preises, sondern den Markt zu und Marktteilnehmer zu unterstützen. Wir müssen über Fragen der Gewinnglättung reden. Der Deutsche Bauernverband hat hier mehrfach die Vorschläge vorgebracht im Hinblick auf steuerliche Fragen. Wir müssen die Fragen der Unterstützung bei der Liquidität haben. Und wir müssen auch versuchen, Abpufferungswege auf europäischer Ebene zu suchen. Daran arbeiten wir. Das will ich nur ganz kurz jetzt angesprochen haben. Zum dritten und letzten Punkt der gemeinschaftlichen Finanzierung komme ich damit auch ein Stück. Ich komme bei der gemeinschaftlichen Finanzierung dazu, dass der Kern und das, was wir fortgeführt haben, seit 1958, gemeinsame Agrarpolitik, vielen Wandlungen unterlegen ist. Aber es war im Kern immer relativ ein hohes Finanzvolumen da, das dann verteilt oder ausgeteilt worden ist, unter viel Schmerzen, immer wieder geändert, zuerst am Produkt, dann an der Fläche und dieses und jenes. Jetzt sind wir bei der gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020 in einer sehr fordernden Situation. Meine Damen, meine Herren, meine Sorge ist, dass wir nicht in der Verteilung von erster und zweiter Säule, dass wir aber insgesamt in der Frage des Volumens noch deutlich machen müssen auf europäischer Ebene, dass Landwirtschaft nicht deswegen seit vielen Jahrzehnten eine besondere Beachtung in der Politik hat, weil sie irgendwie besonders gerne vom Staat abhängig wäre, sondern weil sie, das kommt doch jetzt deutlich raus, mit einem verknüpft ist, nämlich mit der Umwelt, mit der Natur, mit der landwirtschaftlichen Produktion, die Urproduktion ist. Wenn Sie einen Betrieb zumachen, einen Handwerksbetrieb, eine Schlosserei, schlimm genug, dann ist die Schlosserei zu. Wenn der Bauernhof zu ist, dann sind Flächen da, die nicht bewirtschaftet oder von anderen bewirtschaftet werden müssen. Das heißt, unsere Kulturlandschaft ist, um das zu übersetzen für die, die jetzt in Berlin vielleicht nicht unmittelbar bei der Landwirtschaft sind, ist in Gefahr. Das ist ja auch der große Diskussionspunkt, den wir im Hinblick auf Klimawandel, COP21 haben. Welche Rolle spielen wir da? Nur da bitte auch ein klarer Satz. Die Landwirtschaft ist nicht die abgeleitete Funktion der Umweltpolitik. Deswegen wird sich auch die Frage nach gemeinsamer Agrarpolitik nicht definieren lassen, von der Vorstellung, ich messe mal, was ich für meine Umwelt brauche. Das ist Teil, aber auf Augenhöhe muss das Verständnis sein, dass Landwirtschaft nicht eine Form von Liebhaberei ist, sondern dass sie in allererster Linie Nahrungsmittelproduktion und Ökonomie ist, im besten Sinne des Wortes. Ich weiß, es ritzt sich leichter zu sagen, also da und da muss das Umwelt und so weiter machen. Da sind wir ja gar nicht dagegen. Ganz im Gegenteil. Über die zweite Säule und über vieles andere können wir das tun und werden das auch tun. Aber wir müssen die Priorität auch für die Produktion haben. Wenn einer noch ein Argument braucht, weswegen wir das auch dann in der Umsetzung der Regulierungen und vor allem der neuen agrarpolitischen Finanzierungsphase auf europäischer Ebene, jedenfalls von unserer Sicht, ich darf das für die CDU/CSU sagen, insgesamt sehr prominent und aktiv machen werden, das ist, dass wir 9 Milliarden Menschen im Jahre 2050 nach Berechnungen der Vereinten Nationen als Menschen haben, die jeden Tag was essen. Im Schnitt trifft der Mensch in wohlhabenderen Gebieten mehr, das sind es 200, in anderen Gebieten vielleicht etwas weniger Essens- und Trinkensentscheidungen. Beobachten Sie sich selbst. Das ist Unmittelbarkeit
Und der Mensch, der ohne Essen auskommt, der ist noch nicht erfunden und nicht geboren worden. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir zurückkehren in der Diskussion auf das Bewusstsein der Nahrungsmittelerzeugung als der Kernaufgabe. Eingebettet in eine Gesellschaft und eine Umwelt und eine Situation, die sehr viel mehr fordert. Und da müssen wir uns dann überlegen, wie wir die Leistungen dann wohin steuern und wie verteilen. Ich kann aber nur sagen, im Augenblick sehe ich noch nicht, dass wir bei der Diskussion zwischen erster und zweiter Säule da die Prozentzahlen verändern sollten. Das ist vor allem in der jetzigen miserablen Lage der Landwirtschaft, was die Einkommenssituation betrifft, nicht verantwortbar. Wir müssen trotzdem uns für die Zukunft Modelle überlegen, die diskutiert werden. Gegenüber sitzt jetzt mir, und jetzt höre ich dann auch schon auf, Professor Grete, der für das Gutachten meines wissenschaftlichen Beirats mitverantwortlich war und der ja erhebliches Aufsehen erregt hat. Zwischenzeitlich haben viele, die es damals noch gar nicht so richtig gelesen hatten, ganz gelesen und gesagt, Sie gestatten, wenn ich das jetzt so zitiere, also nicht jede Seite ist unbedingt jetzt also für den Gesetzesstein des Hammurabi vorgesehen, aber es sind Überlegungen drin, die wir gerade, sei es über die Frage der Tierhaltung und andere Fragen, diskutieren müssen und annehmen müssen. Und ich sehe ja gerade den Weg, den wir in dieser Richtung begehen. Nur ein letztes, regulative Vorstellungen. Man könne dieses alles in Gesetz und Verordnung leiten. Das wird dem Markt nicht gerecht. Die Vorstellung, der Markt ließe sich kanalisieren durch Gesetze und Verordnungen, nein. Die Leitplanken für Gesundheitsschutz, die Leitplanken für Natur und für Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft selbst, die müssen wir und die können wir setzen, bis hin zur Sicherheit für den Produzenten. Aber die anderen Fragen, und da ist meine Sorge, dass das Verständnis auch in der Öffentlichkeit noch nicht so weit ist, die ist, dass der Markt dann aber auch auf das, was ihm angeboten wird, reagieren muss. Meine Umfragen sagen, Menschen sind bereit, mehr für Milch, mehr für Fleisch zu zahlen. Und wenn ich jetzt nicht noch enden würde und müsste, was ich gerne tue, dann muss ich Ihnen sagen, dass leider die Abstimmung an der Ladenkasse immer noch nicht dazu führt, dass diese Meinungsumfragen Realität geworden sind. Ich glaube, da liegt die wirkliche Aufgabe. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, lieber Christian. So ist es. Von Umfragen können wir nicht leben. Also müssen wir organisieren, wenn wir dann mehr machen sollen, wie man ein System schafft, das dann auch verlässlich Sicherheit für den landwirtschaftlichen Betrieb schafft. Und das wird die eigentliche Herausforderung sein. Und das ist alles andere als ein triviales Unternehmen. Wir machen jetzt weiter mit dem ersten Podium und ich übergebe das Wort meinem Kollegen Johannes Röhring. Er wird dann auch die Begrüßung der entsprechenden Persönlichkeiten vornehmen, die an diesem Podium teilnehmen. Johannes, bitte. Ja. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Franz Josef Holzenkamp. Franz Josef Holzenkamp ist der Agrarsprecher der CDU/CSU, der Union. Und ich kann Ihnen, das ist vielleicht keine gute Erklärung, nur sagen, wenn er nicht so statthaft und standhaft kämpfen würde, liebe Bäuerinnen und Bauern, sind viele im Saale, für uns, für unsere Anliegen, dann würde manches noch düsterer aussehen. Ich habe jetzt die Ehre, das erste Podium zu moderieren und möchte in der Reihenfolge oder die Herren, die auf dem Podium zugesagt haben, freundlicherweise bitten, hier oben Platz zu nehmen. Herrn Karl Albrecht Bartner, Herrn Professor Dr. Grete, Herrn Plagge und Joachim Ruckwied. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Johannes Röhring, seit 4 Jahren Präsident des Westfälischen Bauernverbandes und habe die Aufgabe, im Deutschen Bauernverband für das Thema Veredelung Verantwortung zu zeigen. Bin Vorsitzender des Bundesmarktverbandes und auch in den Gremien von QS tätig für die Qualitätssicherung.
seit 10 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU-CSU-Fraktion, die hier jeden Mittwoch 15 Uhr als Fraktionssitzung, jeden Dienstag tagt. Sie sitzen quasi auf unseren Stühlen und hier oben ist der Vorstand, Karl Albrecht Bartner sitzt auf dem Platz von Frau Merkel. Ja. Meine Damen und Herren, Volker Kauder hat es uns gesagt, wir sollten zuversichtlich sein und auch die Themen, die uns drängen und die Herausforderungen annehmen und benennen, um am Ende Lösungen zu erarbeiten. Genau das ist unser Thema heute und das wollen wir versuchen, heute hinzukriegen. Ich begrüße als erstes auf dem Podium Karl Albrecht Bartner. Er ist seit 2006 Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, also der Gesellschaft, die sich auch um den wissenschaftlichen Background Landwirtschaft, Land- und Ernährungswirtschaft kümmert. Zuletzt wurde er 2015 wiedergewählt. Karl Albrecht Bartner bewirtschaftet seit 1991 in Sachsen-Anhalt einen großen Ackerbaubetrieb, den die Familie seit 1735 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Familienbesitz hatte und er ist wieder dort am alten Standort begonnen. Herzlich willkommen, Karl Albrecht Bartner, hier Position zu beziehen. Ich will auch gerne den Impuls mit einer Frage begleiten. Herr Bartner, die Anforderungen an die Landwirtschaft sind in den 10 Jahren, die Sie die DLG als Präsident führen, gleichbleibend hoch. Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und auch gesellschaftliche Akzeptanz. Wie kann es der Landwirtschaft gelingen, dieses Anforderungsdreieck zu gewinnen? Herr Bartner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Röhring, für die freundliche Begrüßung. Der Platz gibt mir natürlich nun eine besondere Herausforderung, den Standard zu halten. Ich will mich bemühen. Lieber Röhring, die Frage, die Sie aufgeworfen haben, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Akzeptanz, lassen Sie mich erstmal einmal grundlegend antworten und sagen, jedes dieser drei Achsen unseres Handelns ist gleich wichtig. Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Wettbewerbsfähigkeit, ohne wirtschaftlichen Erfolg. Und alles hilft nichts, wenn man es hätte, aber hätte keine gesellschaftliche Akzeptanz, denn dann wäre der Rahmen nicht dafür gegeben, dass wir das, was wir können, auch verwirklichen können. Wettbewerbsfähigkeit hat viel mit Wirtschaft zu tun und Wirtschaft ist der Ausdruck von Knappheit. Der Minister hat eben noch mal deutlich gesagt, wir leben nicht in einer kleinen, isolierten europäischen oder deutschen Welt, sondern in einer großen globalen Welt und die Herausforderungen für Landwirtschaft sind klar definiert. Ein Standort, der so begünstigt ist wie der deutsche in Europa, einer der Gunststandorte dieser Welt, hat ein hohes Maß an Ernährungsverantwortung, also von daher spielt das eine große Rolle. Wettbewerbsfähigkeit hat viel damit zu tun, wie die Rahmenbedingungen auch derjenigen sind, die sich ebenfalls um Märkte bemühen. Wir leben in einer offenen Volkswirtschaft, das sagen wir uns zwar immer wieder, es gibt nicht mehr die Welt von Streser, aber wir müssen auch danach leben, dass es diese Welt nicht mehr gibt. Das heißt, marginale Verschiebungen der Rahmenbedingungen haben unmittelbar erhebliche Konsequenzen auf die Wirtschaft. Das heißt, ich muss immer bei all diesen Dingen sehr sorgfältig überlegen, wie meine Aktivitäten bezüglich eines Sektors diesen Sektor selber trifft. Erfolg eines Sektors, Erfolg einer Landwirtschaft ist die Voraussetzung, um die Ziele, die ich auch habe, nämlich besonders nachhaltig zu wirtschaften, um besonders sozial verantwortlich zu wirtschaften und damit gesellschaftliche Akzeptanz zu erzielen, in gleichem Maße zu erzielen. Das heißt, dass eine dieser Achsen, Wettbewerbsfähigkeit, bedingt auch den Erfolg der anderen Achsen. Sie brauchen nur in die Landschaft zu gucken. Dort, wo wir besonders schützenswerte Landschaften identifizieren, sind sie dadurch entstanden, dass Menschen dort besonders erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Das sind die Dinge, die wir erhalten müssen. Meine Damen und Herren, der zweite Teil ist die Nachhaltigkeit. Ja, das ist eigentlich ein Urgesetz, in dem Landwirtschaft stattfindet. Das steckt in Worten wie Goethe, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das heißt, wir leben auf einer Scholle für eine Zeit lang und diese Scholle wird dann einem unserer Nachkommen übergeben, in der Hoffnung, dass er diesen besser noch bewirtschaften kann als wir. Das ist für mich Ausdruck von Nachhaltigkeit. In keinem Sektor ist es so lebendig,
dass wir sprechen lange Familientraditionen an einem Standort wie in der Landwirtschaft. Und trotzdem müssen wir sagen, ja, es ist jedes Mal eine natürliche Konsequenz von ökonomischen Notwendigkeiten, dass wir auch von der Nachhaltigkeit unserer Produktion herausgefordert werden. Das heißt, wir müssen selber reflektieren, dass auch bestimmte Teile unserer Produktion nicht immer naturgegeben nachhaltig sind. Dafür haben wir die Intelligenz und die Fähigkeit, die Qualifikation. Ich will Ihnen nur Stichworte nennen, die wir gerne in der Diskussion vertiefen können. Ja, es gibt Regionen mit Nährstofffrachten, die sind so nicht für die Zukunft zu erhalten. Ja, es gibt eine Entwicklung, auch unter dem Stichwort Biodiversität, Fruchtfolgevielfalt, die uns an dem einen oder anderen Standort vor große Herausforderungen stellt und die wir laufend auch wieder bearbeiten müssen. Ja, auch wenn ich auf meinen Nachbarn schaue und sein Gutachten, auch beim Thema Tierwohl ist die Logik der Ökonomie nicht immer allerhöchstes Tierwohl. Also auch hier sind wir herausgefordert, diese Ziele sehr präzise zu bearbeiten. Meine Damen und Herren, es sind wir Landwirte als Experten, die an erster Stelle auch sich Gedanken machen müssen, die Nachhaltigkeit ihrer Betriebe zu verbessern. Wir haben als DLG ein Gutachten angefertigt, vor 2 Jahren das erste Mal, in diesem Jahr erneuert. Und Sie können bei allen sichtbaren Herausforderungen, die sich dort abbilden, feststellen, dass sich die Nachhaltigkeitswirkung der Landwirtschaft in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verbessert haben. Aber ich will eins sagen, dieser Effekt konnte nur dadurch erreicht werden, dass wir immer innovativer, immer moderner gewirtschaftet haben. Mit den Konzepten der Vergangenheit, mit den Konzepten von vergangenen Produktionssystemen, mit Konzepten von Regionalität. Herr Minister, wir waren am Wochenende im Iran. Dort wartet man auch auf die Produkte, die qualitativ wertvollen Produkte hier aus Deutschland, möchte auch gerne nach Deutschland importieren. Regionale Welten sind nicht die Antwort, sondern eine sorgfältige, risikobewusste und bewährte, ich sehe Professor Hensel, Innovationsstrategie eines Agrarsektors ist bedeutsam. Und meine Damen und Herren, dann wird uns die dritte Achse unserer Herausforderung auch gelingen, nämlich gesellschaftliche Akzeptanz zu erzielen. Dann nämlich, wenn wir innovativ sind, aber Risiken adäquat und sorgfältig beschreiben und zugleich als Landwirte verstehen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Nicht-Landwirte von sich aus verstehen, was wir auf unseren Feldern machen. Wir haben als Landwirte eine kommunikative Bringschuld. Früher waren es unsere Mitarbeiter, die es weitererzählt haben. Heute müssen wir es selber tun. Wir sind die glaubwürdigen Botschafter dessen, was wir tun. Und wir sollten diese Kommunikationspflicht auch als eigene, und zwar Unternehmeraufgabe, auch Chefaufgabe wahrnehmen und sie öffentlich auch umsetzen. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, es gibt nicht nur eine Bringschuld der Kommunikation, es gibt auch eine Hohlschuld. Eine Hohlschuld, so verstehe ich heute hier unsere Tagung, nämlich derjenigen, die Rahmenbedingungen definieren für Politik. Aber es gibt auch eine Hohlschuld der Öffentlichkeit, die ja ganz häufig über Medien sich informieren. Und auch dort, lasse ich das mal sagen, wünschte ich mir, dass Medien diese Hohlschuld auch verantwortungsbewusster ausüben und nicht nur unter dem Blickwinkel, wie kann ich meine Botschaften ideal in einer Nachfragewelt von Informationsbeziehern platzieren. Soweit, Herr Rögering, mein kurzes Statement und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Bartmor. Professor Dr. Harald Grete ist Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung an der Humboldt-Uni hier in Berlin, also hier in der Nachbarschaft. Vorher leitete er ab 2008 das Fachgebiet für Agrar- und Ernährungspolitik der Universität in Hohenheim. Seit 2013 ist Harald Grete Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sehr geehrter Herr Professor Grete, Sie sind Vorsitzender dieses Gremiums, also Beirat beim Bundesministerium für Landwirtschaft. Und dieses Gremium hat im März 2015 mit seinem Gutachten Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung, die Haltungsbedingungen eines Großteils unserer Nutztiere als nicht zukunftsfähig bezeichnet und damit in der Landwirtschaft und in der Branche insgesamt eine intensive und auch kritische Debatte ausgelöst. Klar ist,
dass die Landwirtschaft und insbesondere die Tierhaltung gesellschaftliche Akzeptanz brauchen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Die Frage ist, Herr Professor, wenn Sie davon ausgehen, dass die Tierhaltung derzeit nicht zukunftsfähig aufgestellt ist, wo sehen Sie Ansätze zu Verbesserungen, die im Sinne der Tiere sind und gleichzeitig die ökonomische Stabilität der Betriebe sichern können und damit auch den Standort Deutschland? Herr Professor, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Röhrig. Ganz wichtige Unterscheidung. Die gegenwärtigen Haltungsbedingungen in weiten Teilen nicht zukunftsfähig. Nicht etwa die Nutztierhaltung, die halten wir durchaus für zukunftsfähig. Das wäre auch vermessen zu meinen, sie sei das nicht. Aber eben die gegenwärtigen Haltungsbedingungen. Und Sie fragen nach den Ansatzpunkten für Verbesserung. Und das eben insbesondere die Haltungssysteme im Bereich der intensiven Mast. Und wenn man das so ein bisschen auf einen Punkt bringen will, sagen kann, ja, da geht es darum, mehr Fläche bereitzustellen für die Haltung, die Haltungseinheiten stärker zu strukturieren, mehr Beschäftigungsmaterialien einzubringen, mehr Abwechslung zu schaffen in den Klimabedingungen, mehr Abwechslung in den Bodenbelägen. Das sind so die wesentlichen Punkte. Und da hat man auch eine ziemlich große Einigkeit zwischen den Nutztierethologen und auch dem, was weite Teile der Bevölkerung wahrnehmen, wenn man sie reinschauen lässt in solche Haltungssysteme. Und das kostet eben Geld, solche Veränderungen vorzunehmen. Das war ja auch schon angesprochen vor mir. Es kostet so viel Geld, dass man nicht einfach nur ordnungsrechtlich vorschreiben kann. Wir brauchen, das haben wir grob abgeschätzt, in Deutschland für eine deutliche Verbesserung im Bereich Tierwohl etwa 3 bis 5 Milliarden Euro jährlich, jedes Jahr wieder. Und das sind so ungefähr 13 bis 23% dessen, was wir heute an Produktionskosten in der Nutztierhaltung haben. Das sind also keine Peanuts. Wenn wir das einfach nur ordnungsrechtlich aufdrücken, dann führt es zu den angesprochenen Verlagerungseffekten. Es ist nicht gleich so, dass alles weg ist, aber unser Selbstversorgungsgrad würde eben deutlich sinken. Und natürlich ist es auch aus Sicht des Tierschutzziels überhaupt nicht sinnvoll zu sagen, jetzt ist bei uns alles in Ordnung und unser Fleisch importieren wir in wesentlichen Teilen. Das ist also die Ausgangssituation, das Problem, was wir haben. Nun kann man sich fragen, ist das eigentlich viel, 3 bis 5 Milliarden Euro? Lassen Sie uns schon einmal im Hinterkopf vermerken, dass wir in Deutschland jedes Jahr etwa 5 Milliarden Euro ausgeben für Direktzahlungen. Wir könnten jetzt hier eine lange Diskussion führen, warum wir die eigentlich haben. Die Statements wären sehr unterschiedlich und das Fazit wäre, dass wir das eigentlich so recht genau gar nicht wissen, warum wir die haben. Nun muss man sich fragen, wo man die 3 bis 5 Milliarden Euro eigentlich herbekommt. Und ich glaube, die wesentliche Schlussfolgerung des Beiratsgutachtens ist zu sagen, es gibt nicht nur ein Finanzierungsmodell, sondern wir brauchen verschiedene Modelle. Und da geht es auch nicht um entweder oder, man braucht sich auch nicht gegenseitig ausspielen, sondern man braucht sie alle, weil die Herausforderung groß ist. Und ein Finanzierungsmodell ist die Kennzeichnung eines Premiumsegments, wo man an der Ladenkasse deutlich macht, wem Tierschutz wirklich viel Geld wert ist, der kann es dort auch direkt umsetzen, der kann das kaufen, das Produkt. Da darf man nicht zu unrealistisch sein, da erwischt man immer nur einen Teil der Bevölkerung. Wir meinen, das zeigen Konsumentenstudien, dass man etwa 20 bis 30% der Bevölkerung erwischen kann an der Ladentheke. Die wären bereit, mehr zu zahlen, wenn man das deutlich kennzeichnet und bewirbt. Die zentrale Empfehlung des Beiratsgutachtens an der Stelle ist, ein staatliches Tierwohl-Label zu schaffen. Es wird häufig gesagt, das könne man doch auch privatwirtschaftlich tun. Wenn es das denn gäbe, wäre das prima. Ich sehe das allerdings nicht, dass das privatwirtschaftlich passiert. Und da hätte insofern die Politik eigentlich die Möglichkeit, das, was an Präferenzen da ist in der Bevölkerung, zu befördern, dass das auch umgesetzt wird und konkretes Kaufverhalten. Dann haben wir eine zweite Möglichkeit. Man kann auch dafür sorgen, dass alle an der Ladenkasse, die tierische Produkte kaufen, das mitfinanzieren, weil sie nun mal Fleisch essen. Und das macht im Grunde genommen die angesprochene Brancheninitiative Tierwohl, weil es natürlich nicht so, dass der Lebensmitteleinzelhandel ganz tief in seine Schatullen guckt und das sozusagen privat auf den Tisch legt. Nein, der Lebensmitteleinzelhandel holt sich das zurück von den Verbrauchern, was er abfühlt, an die Brancheninitiative. Und das ist eigentlich wirklich ein faszinierendes Modell. Man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch denjenigen, die dieses Modell vorbereitet haben und die dafür gesorgt haben, dass der Lebensmitteleinzelhandel immer noch so weitgehend geschlossen im Boot ist. Und jetzt kommt das aber da sind nur 85 Millionen Euro drin. Nochmal die Herausforderung, die wir haben, wir brauchen 3 bis 5 Milliarden, das sind also 85 Millionen.
Deswegen sollte man das nicht diskreditieren. Das ist ein guter Anfang, aber das muss dringend ausgebaut werden, das Budget. Und dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit, und das ist die staatliche Finanzierung von Tierschutz. Da könnte im Rahmen der zweiten Säule könnten Tierwohlprämien sehr viel stärker umgesetzt werden, als das schon heute der Fall ist. Da haben wir heute 40 Millionen Euro etwa jährlich in ganz Deutschland. Also wir haben 85 Millionen Euro Brancheninitiative, 40 Millionen staatliche Tierwohlzahlung in der zweiten Säule und wir haben etwa 1% Marktanteil gelabeltes Fleisch. Also wir sehen, da ist viel zu wenig, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass das weitergehen könnte. Ein starkes Label mit einem Marktanteil von 20-30% könnte etwa 1 Milliarde Euro hineinspülen in die Kassen. Eine starke Brancheninitiative, wo nicht 4 Cent eingesammelt werden pro Kilo, sondern 40 Cent, mit einer Beteiligung, mit einer Einbeziehung von Rindfleisch, könnte auch einen ähnlichen Betrag in die Kasse spülen. Und dann könnte der Staat einen Beitrag leisten. Deswegen sehe ich das auch sehr kritisch, die Diskussion um die erste Säule. Wir haben das heute schon gehört, man sollte nicht an die erste Säule kommen. Im Grunde genommen braucht man das ja technisch gar nicht verknüpfen. Die eine Säule ist eine Sache und der Tierschutz ist eine andere Sache. Aber wenn wir für den Tierschutz Geld brauchen, wir wissen, dass wir Geld brauchen, dann müssen wir auch sagen, woher wir das Geld nehmen wollen. Wenn wir nicht sagen, woher wir das Geld nehmen wollen, dann sind wir im Grunde genommen nicht glaubwürdig. Das heißt, man muss entweder dafür stehen, neues Geld zu generieren. Das könnte man tun. Das meine ich finanzpolitisch nicht einfach in der Situation, in der wir uns befinden. Wenn man kein neues Geld generieren kann, dann wird man nicht drum herum kommen, an diese erste Säule heranzugehen. Ich würde das auch für sinnvoll halten, weil die Gefahr, dass dieses Geld sonst irgendwann weg ist, weil andere Ressorts bzw. andere Generaldirektionen in der Europäischen Kommission darauf zugreifen, weil sie sagen, ihr verquirlt da in Deutschland etwa 5 Milliarden, auf europäischer Ebene über 40 Milliarden Euro im Kreis, eine große Verteilungsmaschinerie. Aber eigentlich könnt ihr uns nicht genau erklären, warum ihr das tut, weil es ist kaum zielorientiert. Dann ist es Zeit, dass dieses Geld woanders hingeht. Das ist die Gefahr, in der wir uns, meine ich, befinden. Insofern ganz wichtig, eigentlich dieses Geld zielorientierter einsetzen. Und damit könnte man, zurück zu Ihrer Eingangsfrage, vereinbaren das Ziel von mehr Tierschutz und auch andere gesellschaftlichen Ziele mit einer ökonomischen Tragfähigkeit, weil man das eben auch finanziert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Grete, das hat sicherlich Fragen provoziert. Deswegen der Hinweis ans Publikum. Merken Sie sich oder schreiben Sie sich Fragen auf. Die 4 Diskutanten stehen gleich alle für eine Diskussion bereit und für Fragen. Und das machen wir gleich im Anschluss. Deswegen, meine Damen und Herren, begrüße ich jetzt Herrn Jan Plagge. Herr Plagge ist seit 2011 Präsident von Bioland und erst vor wenigen Wochen für 5 weitere Jahre wiedergewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Plagge. Gleichzeitig sind Sie Mitglied im Vorstand des Bundes für ökologische Lebensmittelwirtschaft und im Vorstand der entsprechenden europäischen Vereinigung. Herr Plagge, Bioland hat mit der Verbandsbasis vor kurzem ein Leitbild für die Landwirtschaft der Zukunft diskutiert und dabei 7 Kriterien oder Prinzipien von der Kreislaufwirtschaft über die artgerechte Tierhaltung bis hin zur Förderung der biologischen Landwirtschaft und den Erhalt einer lebenswerten Zukunft für die Menschen entwickelt. Bisher kann der biologische Landbau noch nicht all diese Prinzipien ausfüllen. Ich denke da, und das war ja auch Thema bei der Diskussion in Europa um die ökologischen Bedingungen der ökologischen Landwirtschaft, wenn ich zum Beispiel an den Einsatz von konventionellem Saatgut oder auch Jungtiere aus konventionellen Betrieben, Ferkel in diesem Falle, denke. Mich interessiert deshalb Ihre Einschätzung zur Zukunft der Landwirtschaft. Sehen Sie den biologischen Landbau als allein zukunftsweisend an oder geht es nicht vielmehr darum, in allen Wirtschaftsweisen zu einer besseren ökologischen und ökonomischen und sozial vertretbaren nachhaltigen Landwirtschaft zu kommen? Herr Plagge, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Röhring, für die Frage und auch für die Einladung hier zu dem Kongress. Die Frage nach dem Leitbild der Landwirtschaft oder auch die Landwirtschaft der Zukunft beschäftigt uns ja schon länger. Und die Frage, ob wir glauben, dass dieses Leitbild die Lösung für die gesamte Landwirtschaft
ist, kann ich so beantworten, die Prinzipien, auf die dieses Leitbild beruht, diese 7 Prinzipien, vom Kreislauf über die artgerechte Tierhaltung bis zu unserem 7. Biolandprinzip, dass man als Betrieb, als bäuerlicher Familienbetrieb oder auch als sonstige Betriebsform ein gutes Einkommen und Entwicklungschancen von einem landwirtschaftlichen Betrieb haben kann, dass das zu diesem Leitbild gehört. Ich glaube, diese Prinzipien sind ziemlich universell. Und wenn man sie durchliest, auf unserer Homepage kann man das tun, ist auch bebildert und beschrieben, sind auch unsere Schwachstellen beschrieben, an denen wir noch arbeiten wollen, als Biolandhöfe. Die sind eigentlich ziemlich deckungsgleich mit den aktuellen Diskussionen, was eigentlich eine gute, nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung und Entwicklung von Höfen ist. Entstanden sind ja diese Prinzipien, und warum ich glaube, dass sie ziemlich universell anwendbar sind, aus einer Debatte aus den 60er, 70er Jahren, ganz ähnlich wie heute. Allerdings hatten wir da noch viel mehr Höfe in Deutschland und Europa als heute. Damals, also Bioland ist ja gegründet worden von Bauern, von konventionellen Bauern, die sich große Sorgen gemacht haben um die Zukunft ihrer Höfe und der Landwirtschaft und vor allen Dingen den Abhängigkeiten im vor- und im nachgelagerten Bereich. Das war der Gründungsimpuls. Die Ökologie und auch der Tierschutz, ganz ehrlich, kam später dazu. Man hat das abgeleitet davon, wie kann ich denn als landwirtschaftlicher Betrieb in einer globalisierten Welt und in einer immer stärkeren Konzentration des vorgelagerten Bereichs und einer immer stärkeren Konzentration des Handels als Bauernhof, als bäuerlicher Familienbetrieb überleben. Diese Debatte unter Bauern hat zu diesen Biolandprinzipien geführt, und seitdem beobachte ich, dass wir uns als Land, wir betrachten uns nicht als Insel der Landwirtschaft, wir Biobauern sind Teil der gesamten Landwirtschaft mit unseren konventionellen Kollegen zusammen, deswegen wird es auch keine isolierte Entwicklung geben. Aber was wir beobachten, ist, dass wir immer weiter auseinanderdriften in 2 Parallelwelten, die Landwirtschaft insgesamt, nicht in konventionell und bio, sondern auch von der Politik über Jahrzehnte propagierte Weltmarktorientierung auf der einen Seite und die Gesellschaftsorientierung auf der anderen Seite. Jetzt werden manche sagen, und vielleicht auch die Wissenschaft und die Politiker, das sind doch gar keine Widersprüche. Ich habe selber in meiner Ausbildung vor über 20 Jahren, ich habe in Neuseeland gearbeitet, ich habe in Kalifornien gearbeitet und ich war beruflich in China für landwirtschaftliche Betriebe unterwegs. Ich habe an all diesen 3 ganz unterschiedlichen Agrarsystemen eines gelernt für meine landwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Dass die Wettbewerbsbedingungen, die Produktionsbedingungen und auch die gesellschaftlichen Standards, die in Neuseeland, in Kalifornien oder auch in China gesetzt werden, völlig andere sind, wie die Debatte, die wir in Deutschland haben und die politischen Rahmenbedingungen, die bei uns gesetzt werden. Wenn ich meinen Hof in Niedersachsen oder wir unsere Höfe an einem, ich war auf einem 15.000 Hektar Möhrenbetrieb in Kalifornien, im Sacramento Valley, ich war auf einem riesen Milchviehbetrieb in Neuseeland. Wenn wir das als Maßstab nehmen für Produktionskosten oder auch für gesetzliche Standards bei uns, ja, dann wird es wirklich interessant in der Debatte, was wir für Betriebsstrukturen hier in Mitteleuropa bekommen. Das war für mich nie kompatibel, nicht in der Ausbildung und auch nicht heute in meinem Engagement im Bereich der landwirtschaftlichen Verbände. Diese Parallelwelten, die politische und auch die ökonomische Orientierung auf die Wettbewerbsfähigkeit im Weltmarkt, die produziert einen Kostendruck, eine Austauschbarkeit der landwirtschaftlichen Rohwaren und einen Benefit vor allen Dingen bei denen, die mit diesen Rohwaren handeln und die am Ende der Wertschöpfungskette sind und nicht bei den Bauern. Wir sind dann Opfer dieser volatilen Märkte und im Grunde der globalen Austauschbarkeit. Und wir müssen die Politik aufrufen, den regulativen Rahmen zu minimieren, weil wir sonst überhaupt nicht überleben können. Weil der regulatorische Rahmen, der bedeutet für uns Produktionskosten, die können wir aber nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. Wir brauchen Liquiditätshilfen, wir brauchen Direktzahlungen, um überhaupt noch Einkommen zu erwirtschaften. Das schnürt uns den Hals ab. Und aus diesem Teufelskreis wollten die Biolandbauern und die auch heute dazukommen, aussteigen. In einer Welt, die natürlich abhängig ist und die auch stark vernetzt ist mit der gesamten Land- und Lebensmittelwirtschaft. Also haben wir versucht, aus der Bauernschaft heraus die Gesellschaftsorientierung als Leitbild in den letzten 45 Jahren zu entwickeln und auch immer wieder zu hinterfragen und zu erneuern. Das ist auch nicht immer ganz einfach, weil in dieser Gesellschaftsorientierung, in den Forderungen auch an uns
oft sehr, sehr widersprüchliche und auch in der Praxis nicht immer zu erfüllende Forderungen gestellt werden. Aber wir haben versucht zu beschreiben, was wir Bauern nicht können und was die Politik lösen muss. Nämlich, das ist der Markt, um die Werte, die der Markt um Rohwaren nicht erfüllt. Und da geht es schon um die Landschaft, da geht es um die Artenvielfalt, da geht es aber auch um soziale, kulturelle Werte, was es noch heißt, wenn es überhaupt noch Landwirte in den Dörfern gibt, die unentgeltlich, sei es eben für die Wegepflege, für die Heckenpflege oder eben auch für den Bestand von Feuerwehren und anderen ganz wichtigen Einrichtungen im ländlichen Raum arbeiten. Es gibt so viele unentgeltliche Werte, für die wir Landwirte stehen und arbeiten. Und wir haben gesagt, es gibt einen Markt, der global nicht austauschbar ist, der global nicht funktioniert, derzeit nicht funktioniert. Und für den brauchen wir einen Rahmen, vom sauberen Trinkwasser bis eben zu den kulturellen Werten im ländlichen Raum. Und davon ist Bioland ein Teil dieser Entwicklung, zu versuchen, das nicht abzuwarten, bis die Politik uns diesen nicht funktionierenden Markt löst, sondern wir haben versucht, daraus einen eigenen Markt zu schaffen und bekommen aktuell dafür kostendeckende Preise in ganz vielen Bereichen. Aber wir wissen auch, dass wir da in einem Gesamtrahmen stecken, wo wir die Politik brauchen, insgesamt brauchen, diese Parallelwelten zwischen reiner Wettbewerbs- und Weltmarktorientierung und Gesellschaftsorientierung, dass wir aus diesem Dilemma herauskommen. Und meine Empfehlung an die Politik ist es, dass das, was jetzt auch mit diesem Kongress hier durchgeführt wird, Ziele und Leitbilder der Gesellschaft für unsere Landwirtschaft in der Heimat zu diskutieren und auch das Dilemma ganz offen ansprechen, Weltmarktorientierung und die gesellschaftlichen Anforderungen in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu erfüllen, das geht nicht. Und über diese Koexistenz und auch den Transformationsprozess, den Herr Holzenkamp angesprochen wird, über die müssen wir nun offen diskutieren. Aber wir müssen schnell sein, weil sonst haben wir kaum noch Höfe, mit denen wir diesen Transformationsprozess gehen können. Vielen Dank. Als letzten Redner begrüße ich neben mir Joachim Ruckwied. Joachim Ruckwied ist seit 2012 Präsident des Deutschen Bauernverbandes, nachdem er schon seit 2006 Präsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg ist. Er betreibt Landwirtschaft seit 1994 auf seinem elterlichen Familienbetrieb, wo er sich um die Ackerfrüchte, Getreide, Feldgemüse und Weinbau insgesamt kümmert. Ich will das noch einmal deutlich machen. Präsident des Deutschen Bauernverbandes heißt der Repräsentant der deutschen Bauernfamilien. Und zwar von Ost nach West und von Nord nach Süd, für Groß und Klein, von der Zuckerrübe bis zum Masthähnchen. Fast 100% der Bauern in Deutschland sind Mitglied freiwillig in den Landesbauernverbänden und damit im Deutschen Bauernverband. Lieber Präsident Ruckwied, die derzeitige Lage, Herr Kauder hat sie angesprochen und Franz Josef Holzenkamp, vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist dramatisch. Wo sehen Sie Licht am Ende des Tunnels und wer ist jetzt gefordert? Die Politik? Die Wirtschaft selber oder wir beide? Bitte. Vielen Dank, Herr Röhring, für die Begrüßung und für die Einladung zum heutigen Kongress und der damit verbundenen Möglichkeit, aus Sicht des Bauernverbandes Stellung zu nehmen und auch Ihre Fragen zu beantworten. Ja, es sind beide gefordert. Politik und Wirtschaft ist gefordert und nicht nur die Wirtschaft allein, die Landwirtschaft, der Lebensmittel, Einzelhandel, die Ernährungswirtschaft in Summe ist gefordert. Die Situation ist im Moment sehr schwierig auf den Betrieben. Wir werden das neue Agrarkonjunkturbarometer vorstellen. Wir haben im Moment die Situation, dass 21% der Betriebe nicht mehr über die notwendige Liquidität verfügen und dass 27% der Tierhalter, Milchviehhalter, aber auch Fleischerzeuger, Ferkelerzeuger erhebliche Liquiditätsprobleme haben, sprich auch hier keine Liquidität mehr da ist. Wenn nun Ende
das Licht am Ende des Tunnels zu sehen wäre, gäbe das ein Stück weit Hoffnung. Wenn wir uns aber mit den Marktteilnehmern, den Marktpartnern unterhalten, müssen wir davon ausgehen, dass die Situation, die im Moment keine Kostendeckung für die Landwirtschaft bringt, auch im Ackerbau, wenn ich die aktuellen Preisprognosen für die Ernte 2016 heranziehe, auch keine Kostendeckung bringen wird. Wenn jetzt die Anzeichen eben die sind, dass wir mindestens noch ein halbes Jahr, möglicherweise noch länger in dieser schwierigen Situation sind, dann ist Handlungsbedarf angesagt. Und hier Handlungsbedarf in erster Linie, was schnelle Erleichterung bringt, Handlungsbedarf seitens der Politik. Ein erstes Liquiditätsprogramm ist ja auf den Weg gebracht, auch fast gänzlich abgerufen. Die Zuschüsse für die Berufsgenossenschaft sind erhöht worden, auch insbesondere dank des starken Einsatzes der CDU-CSU-Fraktion. Das will ich an dieser Stelle außerordentlich betonen. Dann sind weitere Maßnahmen notwendig und wir haben das auch deutlich an die Politik, auch an Herrn Minister Schmidt adressiert. Dann ist es unumgänglich, dass schnellstens Bürgschaftsprogramme, Bundesbürgschaft, Landesbürgschaft auf den Weg gebracht werden, damit die Betriebe die notwendige Liquidität erhalten. Auch muss unseres Erachtens erneut das Thema Zuschuss zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung, Erhöhung um 100 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro für das Jahr 2017 und 2018 umgesetzt werden. Perspektivisch gesehen hat die Politik meines Erachtens einen weiteren Schlüssel in der Hand, für die Landwirtschaft den entsprechenden Rahmen zu setzen, den sie braucht. Hier haben wir als Deutscher Bauernverband auch entsprechende steuerpolitischen Vorschläge jetzt auf den Weg gebracht und an die Politik adressiert. Was ganz wichtig ist für die Landwirtschaft, und das hat beispielsweise auch mein Vorredner Herr Plagge angesprochen, das ist das Thema Ordnungsrecht. Ein weiter verschärftes Ordnungsrecht kostet Wettbewerbsfähigkeit und letztendlich landwirtschaftliche Existenzen. Ich möchte hier nur stellvertretend das Thema Düngeverordnung, das Thema NEC-Richtlinie aufrufen. Ich könnte hier weitere Beispiele anfügen. Was ganz entscheidend ist für die Landwirtschaft in Deutschland, ist auch in der Zukunft eine stabile erste Säule, und ich kann nur davor warnen, hier massive Umverteilungsschritte auf den Weg zu bringen. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, wir haben sehr hohe Standards, Standards, die weltweit kaum anzutreffen sind. Und allein schon diesen hohen Standards in Verbindung mit den entsprechenden Kosten rechtfertigen eine erste Säule. Nichtsdestotrotz sind wir gewahr der Diskussion um dieses Thema und gehen diese auch offen an. Was ich als keinen zielführenden Ansatz seitens der Politik sehe, ist beispielsweise die Einführung eines staatlichen Tierwohls. Möchte ich die Ausführung von Herrn Professor Dr. Grede gleich aufnehmen und Ihren zweiten Punkt, Herr Professor Grede, natürlich unterstützen, Ausbau der Initiative Tierwohl und hier insbesondere auch Ausbau im Budget, die paar Cent, die im Moment jetzt zur Verfügung stehen, reichen bei weitem nicht aus. Wir brauchen mindestens eine Verdreifachung und ich freue mich über jeden Betrieb, der hier bereit ist, weiter mitzumachen. Und was die Initiative Tierwohl ist, das ist für mich stellvertretend der richtige Ansatz für die Zukunft. Privatwirtschaftliche Initiativen, der Markt muss letztendlich auch und über den Markt, über den Preis hier honorieren, wenn Landwirte nachhaltiger, noch nachhaltiger wirtschaften auf dem Feld
und im Acker. Ich kann nur davor warnen, diese Nachhaltigkeit über staatliche Zuwendungen zu finanzieren. Das ist für mich der falsche Weg. Was auch wichtig ist, und auch da hat der Deutsche Bauernverband jetzt konkrete Vorschläge an die Politik adressiert, das ist eine Überarbeitung des Kartellrechts im Rahmen der 9. Novelle. Die Konzentration im Markt ist absolut zu hoch. Ich sage das sehr deutlich. Sie ist im Moment zu Lasten der Landwirtschaft. Das müssen wir einfach feststellen. Und hier ist meines Erachtens Handlungsbedarf angesagt. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Was im Moment immer wieder diskutiert wird, das sind Markteingriffe, Markteingriffsmaßnahmen seitens der Politik. Die Vergangenheit hat sehr deutlich gezeigt, dass diese nicht zielführend waren, dass sie nicht hilfreich waren im Hinblick auf Preis- und Marktstabilisierung. Die Politik hat in den letzten 20, 25 Jahren einen ganz konsequenten Weg, und ich meine hier Europa, der Marktöffnung beschritten. Ich kann nicht erkennen, dass hier neue Überlegungen anstehen. Und insofern ist der Markteingriff schon deshalb, weil wir den entsprechenden Außenschutz nicht mehr haben, nicht hilfreich. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt darüber, dass jetzt auch seitens des EU-Kommissars Maßnahmen vorgeschlagen werden, mit finanziellen Mitteln Menge aus dem Markt zu kaufen, wo gerade sein Heimatland beispielsweise bei der Milch mit einer Ausdehnung von 13% an der Spitze derjenigen steht, die die Milchproduktion seit Auslaufen der Quote erhöht haben. Die deutsche Landwirtschaft war hier, ich sage war hier im Jahr 2015 sehr diszipliniert. Wir haben in etwa die gleiche Produktionsmenge wie in 2014. Im Jahr 2016 sieht dies anders aus, und deshalb ist hier, und jetzt komme ich zur Wirtschaft, auch die Wirtschaft gefragt, sind insbesondere auch die Molkereien gefragt, hier entsprechende Modelle gemeinsam mit den Landwirten zu erarbeiten, beispielsweise Differenzierungsmodelle im Hinblick auf den Preis. Die sind für mich zwingend notwendig, auch zwingende notwendige Signale in Richtung Landwirtschaft. Wenn die nicht kommen, wird der Landwirt das tun, was er betriebswirtschaftlich machen muss, nämlich Kosten auf mehr Menge zu verteilen, und das würde zusätzlichen Marktdruck erzeugen. Deshalb ist hier meines Erachtens die Branche gefragt. Die Branche ist auch dahingehend gefragt, neue Märkte zu erschließen, und ich sehe das ein bisschen differenzierter, wie es zum Teil Vorredner gesehen haben. Die Landwirtschaft in Deutschland produziert natürlich hauptsächlich für den heimischen Markt, den deutschen Markt, den europäischen Markt. Aber es gibt Marktchancen außerhalb Europas. Nicht unter dem Aspekt, jetzt das billigste Produkt anzubieten, sondern Qualitätsprodukte anzubieten. Die sind gefragt, und diese Marktchancen sollten wir und müssen wir nutzen. Und da ist für mich eine Exportinitiative hilfreich, und beispielsweise auch Reisen, wie jetzt am vergangenen Wochenende seitens des Bundeslandwirtschaftsministers gemeinsam mit der Branche jetzt hier beispielsweise in den Iran, dort wo unsere Produkte gefragt sind, sollten wir dann auch entsprechend hinliefern können. Entscheidender Aspekt ist für mich nach wie vor der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft. Wir haben nun mal offene Märkte, die meines Erachtens in Zukunft auch nicht geschlossen werden, und deshalb darf dieser Aspekt auch nicht aus den Augen verloren werden. Letztendlich, und das ist meine abschließende Bemerkung, ist die Branche, und ich meine hier die Gesamtbranche natürlich, gefordert, noch mehr zu kommunizieren, sich der gesellschaftspolitischen Diskussion zu stellen, die offenen Fragen zu diskutieren und auch Antworten zu geben.
Herr Kauder hat das Thema des Kükenschredderns angesprochen. Hier ist Wissenschaft gemeinsam mit der Branche, mit den Brüdereien gefordert, Lösungen zu präsentieren. Diese Lösungen gibt es aber, zumindest ist das meine Bewertung aus heutiger Sicht, noch nicht in der Form, dass sie praxisreif sind. Auch solche schwierigen Themen und Aussagen müssen wir kommunizieren. Ganz entscheidend für mich auch im Hinblick auf die Zukunftssicherung in der Landwirtschaft ist hier, dass man Konsens mit der Gesellschaft findet, um dann gemeinsam unter Berücksichtigung der Interessen der Landwirtschaft und der Notwendigkeiten der Landwirtschaft hier die Branche zukunftsfähig zu erhalten und den Bauernfamilien eine Zukunftsperspektive zu geben. Im Moment sehen viele schwarz. Ich kann das nachvollziehen, ich bin selbst Landwirt. Nichtsdestotrotz abschließend, Landwirtschaft ist nach wie vor die Zukunftsbranche schlechthin, weil wir die Grundlage für menschliches Leben, nämlich die Erzeugung von Lebensmitteln, schaffen. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, aus dieser schweren und schwierigen Situation herauszukommen. Herzlichen Dank an die vier Diskutanten, gerade auf dem Podium. Es juckt natürlich jetzt bei mir. Ich könnte jetzt alle möglichen Nachfragen und Diskussionen liefern, aber ich bin ja nur der Moderator. Ich schlage Ihnen jetzt Folgendes vor. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, dass das Publikum sofort gefordert ist. Sie haben mitgeschrieben, Sie haben Fragen. Hier ist übrigens ein Saal, wo man fleißig diskutiert. Das machen wir jede Woche, aber über andere Themen, Finanzkrise, Flüchtlinge. Heute reden wir über ein ganz praktisches Thema Landwirtschaft. Meine Damen und Herren, Sie haben rechts und links an den Gängen Mikros stehen. Da können Sie sich gerne hinbewegen, wenn Sie eine Frage haben. Ich würde bitten, kurz den Namen zu nennen und wo Sie herkommen und zu benennen, an wen Sie die Frage stellen wollen. Und an die Diskutanten auf dem Podium, wenn Sie noch eine dringende Statement loswerden wollen zu Ihren Kollegen, das können Sie mit einbauen, würde ich vorschlagen. Deswegen, ich weiß, dass Sie schon brennen auf Fragen. Feuer frei, wer hat Fragen an die vier Personen? Bitte sehr. Kurz anschalten. War an, ne? Ist an. Mein Name ist Hentis, ich komme aus Braunschweig und ich vertrete Landwirte, ich bin selber auch Landwirt. Meine Frage bzw. mein Statement geht an Herrn Professor Grete. Herr Professor Grete, Sie sagten ja innerhalb Ihrer Ausführungen, dass Sie so recht nicht wissen, wofür die erste Säule, das Geld aus der ersten Säule noch notwendig ist, überhaupt notwendig ist. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Ich möchte Sie recht herzlich zu uns nach Braunschweig einladen. Dort können wir in unserem grünen Zentrum bei Landvolk und auch Kammervertretern Ihnen diese Dinge auseinander oder dort also erklären. Im Jahr 2014, vor zwei Jahren im Wirtschaftsjahr, ist aufgrund der Auswertung des Testbetriebsnetzes in einem sehr guten Jahr 30% der Direktzahlungen als Gewinnbeitrag gewesen. Im letzten Jahr sind es 75, quer durch alle Betriebe in Niedersachsen. 75% der Direktzahlungen aus der ersten Säule haben bei den Betrieben, die überhaupt noch Gewinn gehabt haben, die Zahlungen aus der ersten Säule dort also den Beitrag geleistet. Und ich möchte Ihnen noch dazu sagen, dass wir sehr wohl, und Herr Plagge sagte ja, wie international er bereits sich also aufgestellt hat, wir haben hier ganz einfach andere Verhältnisse. Das heißt also, wir haben andere Umweltstandards, die jetzt durch wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt den achten grünen Landwirtschaftsminister dort also jeden Tag kolportiert werden, Auflagen, die wir erfüllen müssen, wo uns ein Arm, eine Hand auf den Rücken gebunden wird und gesagt, nun kämpft mal schön gegen die internationale Konkurrenz. Das ist der Grund, warum es einen Ausgleich geben muss aus der ersten Säule. Und eine kleine Sache am Rande noch, mir kommt hier eigentlich viel zu kurz die Ursache. Warum ist das eigentlich so? Warum sind die Betriebe so unter Druck?
die Verantwortung, vielleicht kommen wir, wir haben ja einen Vertreter des Handels noch da, die Verantwortung des Handels. In Niedersachsen kaufen noch 3 Leute Kartoffeln und Schweinefleisch ein. Wie kann es sein, dass Landwirte so unter Druck gesetzt werden, dass die Politik zuguckt, wie wir uns den Gepflogenheiten des Lebensmitteleinzelhandels einfach beugen müssen? Wie kann die Politik zulassen in Form des Bundeswirtschaftsministers, dass er das Zusammengehen von Tengelmann und Rewe dort also mit Arbeitsmaßnahmen bzw. mit Arbeitsplätzen, die in 3 Jahren sowieso wegfallen, im Grunde genommen begründet und dort also weiteren Druck durch die Marktkonzentration aufbaut? Das ist für mich unverständlich. Vielen Dank. Es ist ja nicht so, dass man mir nicht schon seit vielen Jahren probieren würde zu erklären, warum die Direktzahlungen unbedingt notwendig sind. Kein Mensch plädiert dafür, sie von heute auf morgen abzuschaffen, sondern wir würden sprechen über einen Prozess, dass sie über 10 oder 15 Jahre hinweg schrittweise abzubauen. Wenn wir das täten, dann hätten wir gleichzeitig auch erhebliche wegfallende Überwälzung auf die Inputpreise, ganz wesentlich natürlich der Bodenpreis. Ja, das wäre also einiges, würde sich in sinkenden Bodenpreisen dann ausdrücken und insofern bei dem hohen Pachtanteil auch deutlich Produktionskosten verringern. Wenn man die Sie sagen, nee, das ist keine Spekulation, da gibt es endlose Studien dazu. Man kann sagen, wir wissen nicht genau, wie viel das ist. Ja, einige Studien kommen zu dem Schluss, dass das 70% sind, andere kommen zu dem Schluss, dass das 40% ist. Aber dass ein wesentlicher Teil dieser Zahlung auf Bodenpreise überwälzt wird, kann man empirisch zeigen und das ist auch logisch. Sie sagen jetzt, wir laufen mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand und im Prinzip sind diese Zahlungen dafür, dass wir höhere Standards zu erfüllen haben als das Ausland. Das ist natürlich auch nicht generell so. Ja? In vielen Bereichen gibt es auch öffentliche Dienstleistungen für die Landwirtschaft, wenn man denkt an gute Infrastruktur, Ausbildung und so weiter, wo man sagen kann, die armen Chinesen, die haben das alle in dem Umfang nicht, oder die Brasilianer. Aber das Argument ist ja durchaus ernst zu nehmen. An vielen Stellen, Umwelt und Tierschutz, gehen unsere Auflagen über das hinaus, was wir im nicht-europäischen Ausland im Durchschnitt haben. Aber dann muss man schon bereit sein, diesen direkten Link herzustellen zwischen den Zahlungen und dem, was an Leistung erbracht wird. Da kommt man nicht sehr weit, wenn man sagt, na, wir haben 300 Euro. Der eigentliche Grund, warum wir die haben, ist, dass wir irgendwann mal bei McSherry-Reform Preissenkungen kompensiert haben. Und das entspricht so ungefähr dem, was wir hier an mehr Kosten haben für Auflagen. Weil das ist regional ganz, ganz unterschiedlich. Und letztendlich ist es auch eine Sache auszuhandeln in einer Gesellschaft, was man den Landwirten zumutet, was sie zahlen, was sie machen müssen, ohne dass man es kompensiert. Und wo man sagen muss, nein, wenn wir das wollen, dann müssen wir dafür zahlen. Und das würde auch regional ganz unterschiedlich ausfallen. Denn wir haben ja ganz andere Herausforderungen. Ich sage mal, im Hochschwarzwald, wo wir vielleicht Prämien dafür zahlen würden, dass überhaupt Flächen offen gehalten werden, oder in intensiven Bördelandschaften, wo wir Geld dafür zahlen würden, dass eben Landschaftsstrukturelemente angelegt oder gepflegt werden. Und das ist eben nicht zu leisten mit der ersten Säule, ja? Weil wir nicht in Deutschland sagen können, wir haben ja überall so ungefähr 300 Euro mehr Kosten aufgrund unserer inländischen Gesetzgebung. Deswegen lassen die sich auch so schlecht verteidigen. Und deswegen meine ich, wären Zahlungen in der zweiten Säule, das müssen im Gesamtumfang ja nicht mal unbedingt weniger sein, aber die eben an konkrete Leistungen gebunden sind, sehr viel besser verteidigen, weil man dann sagen kann, wofür es das Geld auch gibt. Dann wäre es auch keine Subvention mehr, sondern es wäre die Honorierung einer gesellschaftlich gewollten Leistung. Herr Präsident, der DLG brennt auch da etwas zu sagen. Herr Wartmann. Ja, Herr Grete, vielen Dank. Ich glaube, dass in Ihrem Gutachten da interessante Ansätze gemacht worden sind, an welchen Stellen Tierwohl besser erreicht werden kann. Das ist ja ein durchaus auch ernstzunehmendes wissenschaftliches Gutachten. Aber an der einen Stelle, an der Sie gerade gesagt haben, Gesellschaft honoriert dann über Zahlungen, Leistungen der Landwirtschaft, unterstellt ja, dass diese Gesellschaft rational abwägt, was ist Tierwohl. Mal ganz ehrlich, Tiere, die hier in Berlin in Etagen gehalten sind, sind ein Ausdruck der Art und Weise, was ein Mensch, der in Städten lebt, für Vorstellungen hat, was Tierwohl sei. Ich glaube, dass wir
dass wir, wenn wir Pech haben, am Ende nicht das Tier fragen, sondern den Menschen fragen, was er sich unter Tierwohl vorstellt und damit möglicherweise Dinge tun, die dem Tier gar nicht so besonders nutzt. Das ist nämlich in Ihrem Gutachten an der Stelle nicht beantwortet. Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, dann will ich das auch noch finanzieren mit öffentlichen Geldern, von denen ich weiß, wir kennen die Debatten auch hier in diesem Raum, wenn nicht über Agrarpolitik gesprochen wird, dass diese öffentlichen Gelder alles andere als sicher sind. Dann manövriere ich langsam aber sicher einen Sektor heraus aus der Wettbewerbsfähigkeit, von der wir alle wissen, dass die wirtschaftliche Basis ist, hinein in einen Dienstleistungssektor für laufend sich verändernde Wünsche einer Öffentlichkeit, die mit dem Tier möglicherweise nicht viel zu tun haben. Da halte ich es doch eher mit Anforderungen, die in Ihrem Gutachten gestellt sind, die ich dann einer innovativen Wirtschaft zuwerfe. Und ich sehe Herrn Meerpol da hinten, der jedes Jahr neue Ställe baut und alle zwei Jahre sie auf eine Eurotier ausstellt. Ich glaube, dass wir da sehr viel mehr leisten können für verbessertes Tierwohl, wissensbasiert, als durch einen kollektiven Anhörungsprozess einer Öffentlichkeit, die am Ende etwas schafft, was Tiere nicht nutzt, sondern nur eine Öffentlichkeit vermeintlich befriedigt. Das können Sie gleich machen, oder? Ich muss die Diskutanten drin. Also bevor ich die nächste Frage zulasse, kurzer Hinweis, je kürzer die Frage gestellt ist, je mehr Diskutanten haben eine Chance. Bitte. Mein Name ist Helmut Kokumer, ich bin Landwirt und Landwirtschaftsberater und komme aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Dass wir uns in Sachen Landwirtschaft und Tierwohl in Summe weiterentwickeln müssen, das ist amtlich, das ist gar keine Frage. Nur was ist die Grundlage unseres Handelns? Und da finde ich das gut, was der Herr Bartner schon mal vorangeschoben hat. Und ich möchte ein paar Einzelheiten dazu darstellen. Wenn wir uns über Tierhaltung unterhalten, dann muss man erstmal erkennen, dass Schweine und Geflügel keine Vegetarier sind. Also muss man eine artgerechte Fütterung mal wieder zulassen, damit wir da nicht ins Defizit geraten. Der Wunsch von Professor Grete zu sagen, wir brauchen mehr Beschäftigungsmaterial. Ich darf Ihnen als Jäger sagen, wenn ich ein Wildschwein brechen sehe auf der Wiese, dann tun die das nicht, weil die Nase juckt, sondern weil die nach tierischem Eiweiß suchen. Das ist also weit an der Realität vorbei, was man dort auf der Ebene tut. Ich will dann noch weitere Beispiele nennen. Die Schlitzbreiten haben wir verändert beim Spaltenboden. Das heißt, die Schweine sind nicht mehr so sauber. Das hat sich auf den Schlachthöfen so ausgewirkt, dass wir früher 3% in Cut 3 hatten, was den Salmonellenbefund anbelangt hat. Heute sind wir bei 6,3%. Und wenn wir den Tieren noch mehr Platz geben, dann sage ich Ihnen, das Desaster wird größer. Das Ganze ist nicht gut. Verstehen Sie, man hat nichts am Tier orientiert, immer nur Ideologen das Thema überlassen. Um Thema Licht. Die Holländer haben festgestellt, dass neugeborene Ferkel bei über 8 Stunden Licht am Tag psychologische Probleme haben. Also man kann alles übertreiben, man sollte sich mehr am Tier orientieren. Das ist meine Forderung. Und was, wenn es dann heißt, das Ganze ist durch Auflagen in irgendeiner Form zu tun, dann darf ich daran erinnern, dass im letzten Jahr in Deutschland wir 38% Einkommenseinbuße hatten, in Europa bloß 4%. Die Differenz dazwischen ist hausgemacht mit der Politik in Deutschland und in den Bundesländern. Dann einmal, das tut mir leid, dass der Herr Kauder nicht mehr mit dabei ist. Er sprach die Situation von wegen Antibiotika-Einsatz an. Das wird immer viel zitiert, aber kommen wir mal auf die Zahlen. Wir haben dann in der Größenordnung von 1400 Tonnen 2013 gehabt. Statistisch, wenn wir das umlegen auf das, was produziert wird, nehmen wir damit in Europa die Position 26 ein. Nur die Holländer und die Litauer haben weniger Antibiotika verbraucht. Seitdem haben wir schon wieder eine deutliche Reduzierung und ich sage Ihnen, man kann noch weniger einsetzen. Aber zu glauben, Deutschland wäre dann führend in zu viel Antibiotika, das ist Nonsens. Und wenn wir auf TTIP achten, dann müssen wir wissen, die Amerikaner haben 3,5 bis 4 Mal so viel Antibiotika wie hier. Wie wollen wir das alles miteinander vereinbaren? Danke. Ja, zum Tierwohl sowohl an die Frage gerichtet wie auch an Herrn Bartmer. Wir plädieren ja überhaupt nicht dafür, zu sagen, man solle das auf Zuruf machen. Was auch immer irgendwelche Gruppen rufen, solle man dann tun. Sondern wir plädieren ja für den intensiven Dialog mit der Gesellschaft, aber natürlich unter Einbeziehung von Wissenschaft. Und bevor wir Gelder in der zweiten Säule einsetzen für die Förderung von Tierwohlmaßnahmen, müssen wir natürlich auch gucken, ob die wissenschaftliche Evidenz da ist, dass das gut ist für das Tierwohl, und zwar messbar gut ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir da gar nichts wissen würden. Natürlich gibt es Forschungsbedarf, aber dass es Viechern im Allgemeinen gut geht, wenn sie mehr Platz haben, mehr Abwechslung, mehr Beschäftigungsmaterialien,
Das sagen Nutztierethologen zwar mit einem wesentlich wissenschaftlicheren Vokabular, als ich das jetzt tue, aber die sagen ungefähr das Gleiche. Und da gibt es sehr vieles, was unstrittig ist. Und ich verstehe Ihre Bedenken, dass staatliche Zahlungen unsicher sind. Ja, und dass das insofern etwas ist, worauf man sich einlässt, wo man nicht so recht weiß, man ist das eigentlich dauerhaft. Aber das ganze Leben ist unsicher und die Märkte sind auch unsicher. Und auch die Direktzahlungen sind unsicher. Und letztendlich geht es darum, in einer Gesellschaft dafür zu werben, was man sozusagen braucht, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Und da ist, meine ich, Tierschutz ein Thema, wo es durchaus eine große Bereitschaft gibt. Und dann ist das, meine ich, unsicherer als Direktzahlung, wo man sich immer wieder fragen lassen muss, wofür man die eigentlich kriegt. Insofern sehe ich bei allem, auch Herr Ruckwied, Sie hatten gesagt, wir haben noch die Brancheninitiative Tierwohl. Das ist das Modell der Zukunft. Ich finde das auch ein fantastisches Modell. Aber nochmal, 85 Millionen Euro jährlich, jedes Jahr zurzeit. Und wir wissen, dass einzelne Lebensmitteleinzelhändler sich zurzeit fürchterlich schwer tun, schon nur von 4 auf 6, geschweige denn auf 18 zu gehen. Ja? Und insofern können wir uns ausmalen, wie dieser Prozess verlaufen wird in den nächsten Jahren. Das wird ein langsamer Prozess sein, man kann nur allen Erfolg wünschen, aber wir sind noch weit entfernt von dem, was wir eigentlich brauchen. Also insofern kann ich es schwer verstehen, wenn man so rundherum sagt, wir wollen die staatlichen Zahlungen da gar nicht drin haben. Denn auch das ist eine Möglichkeit, sich das, was man ja auch verdient, weil man etwas leistet, dann eben auch zu holen. Ja? Danke. Dazu möchte ich noch kurz präzise Stellung nehmen. Wir diskutieren in Deutschland, wenn es um Maßnahmen der zweiten Säule geht und Erhöhung, diese immer im Kontext Umverlagerung der Mittel der ersten Säule in die zweite Säule. Sprich, beim Landwirt kommt nicht mehr an. Und das ist für mich der fatale Ansatz, insbesondere wenn ich das im europäischen Kontext sehe. Ich habe viel zu tun mit Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und da wird eher darüber diskutiert, die erste Säule zu stärken, respektive zu erhöhen. Und insofern kann ich vor solchen Diskussionen, insbesondere auch unter dem Aspekt Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft innerhalb Europa, nur warnen und nochmals unterstreichen, was wir zusätzlich an Tierwohl machen sollen, was wir zusätzlich im Bereich der Nachhaltigkeit leisten sollen. Das muss über die Wirtschaft und letztendlich über den Verbraucherpreis honoriert werden, sonst laufen wir als deutsche Landwirtschaft in eine Sackgasse. Herr Röhring, kann ich dazu noch kurz? Weil ja auch vorhin angesprochen wurde, also zu dem regulatorischen Rahmen oder den Wettbewerbsunterschieden und den Zahlungen aus der ersten Säule, möchte ich auch ganz kurz, dass ich hier nicht missverstanden werde. Ich halte es nicht für zukunftsfähig, die Wettbewerbsunterschiede im regulatorischen Rahmen weltweit durch dauerhafte Zahlungen aus der ersten Säule zu kompensieren. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch eine Illusion, weil auch die, eben wie Herr Ruckwied sagt, die Situation in Europa ist so unterschiedlich, was tatsächlich ein fairer und gerechter Ausgleich wäre. Und wir reden auf europäischer Ebene immer mehr über eine Renationalisierung und Refokussierung auf das, was wirklich vor Ort notwendig ist, was man auch mit den Bauern vor Ort bewegen kann, anstatt jetzt eben wie beim Greening in der ersten Säule das Wohl über die gesamte europäische Landwirtschaft auszugießen. Das wird nicht funktionieren. Was aber funktionieren kann, ist, dass wir, und deswegen plädiere ich ja nicht für die Weltmarktorientierung, ich habe nichts dagegen, nach Teheran oder Peking oder sonst wo exportieren. Wir exportieren auch unsere Produkte in die ganze Welt, also die veredelten Produkte, die uns viel Wertschöpfung brauchen. Aber eben das Problem sind ja die Rohwarenmärkte, die uns die Preise absenken. Deswegen plädiere ich für eine Art neuen Gesellschaftsvertrag, auch zur Erhaltung bäuerlicher Existenzen. Dafür brauchen wir einen Markt für die öffentlichen Güter, die unsere Bürger interessieren. Und da ist Tierwohl nur eins von. Es ist auch das Landschaftsbild, es ist auch das Trinkwasser und es ist auch die Biodiversität. Da sind die gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich. Und wir Landwirte haben einen Riesenmarkt vor uns. Herr Ruckwied hat es auch gesagt, wir haben einen Großteil unserer Lebensmittel setzen wir in Deutschland oder auch im angrenzenden, wohlhabenden Europa ab. Das sind unsere Märkte. Und wir haben die Märkte unserer Bürger vor Ort, dort, wo wir Landwirtschaft betreiben, nämlich hier in Deutschland um die öffentlichen Güter. Und das könnte eine Zukunftsperspektive für das Geld aus der ersten Säule sein. Das muss den landwirtschaftlichen Einkommen erhalten bleiben. Da haben wir, denke ich, vollkommenen Konsens. Aber dass dieses Geld
als Honorierung und nicht als Ausgleich eingesetzt wird. Da krankt unser System, wir kriegen Subventionen, Ausgleichszahlungen. Ich kenne keinen Berufskollegen, weder bio noch konventionell, der gern Subventionen oder Ausgleichszahlungen erhält. Wir wollen honoriert werden für unsere Leistung. Und wenn wir Hecken erhalten und wenn wir Nahrungsmittel in unserer Region produzieren oder wenn wir das Trinkwasser sauber halten, das sind Leistungen, die verdienen einen Preis. Und einen Teil davon können wir über eine umgestaltete Agrarpolitik leisten. Herr Plagge, ich habe noch drei Berufskollegen, die eine Frage haben. Wir wollen Sie gern zusammenfassen. Ich sehe den Hubertus Beringmeier, aber Hubertus, sehe es mir nach. Ich nehme zunächst die Dame und dann bist du dran und dann nehmen wir rechts noch den hinzu, damit wir die drei Fragen zusammenfassen und würde dann vorschlagen, dass jeder im Publikum noch mal ein Abschlussstatement macht zu den Themen, die noch... Im Podium. Entschuldigung. Bitte sehr. Ja, Ursula Mohle, ich komme aus Seppenrade, Kreis Coesfeld, also Münsterland. Und ich bewirtschafte mit meinem Mann zusammen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben auch oft Schulklassen bei uns auf dem Hof. Und da bekomme ich immer sehr viel Verständnis, auch von Seiten der Lehrer, wenn wir genau erklären, was wir tun. Und da können wir auch sehr gut darüber diskutieren, welche Sachen wir verändern müssen. Und zwar gut gemeinsam. Und ich frage mich, wie bekommen wir das hin, dass wir in der Öffentlichkeit nicht immer nur diese Bilder in den Sendungen wie Panorama hinbekommen und wir über diese dramatischen Zustände diskutieren, sondern dass wir über das diskutieren, was wir wirklich täglich machen. Und dann darüber diskutieren, welche kleineren Veränderungen wir brauchen. Größere vielleicht in einigen Dingen, ja, aber auch viele kleine Dinge, die wir auch mit relativ wenig Aufwand und dann auch mit Herzblut machen. Wie kriegen wir das hin? Ja, mein Name ist Hubertus Beringmeier, ich bin Landwirt, komme aus dem Kreis Paderborn. Professor Grete, ich habe eine konkrete Frage an Sie. In der letzten Runde ist die teilweise beantwortet worden. Ich bin Verfechter der Initiative Tierwohl, wohlwissend, dass wir auf 760 stehen auf der Warteliste. Aber meine konkrete Frage an Sie, wie bekommen wir es hin, dass wir mehr Geld in die Töpfe bekommen? Erstmal die 2.500 Betriebe, die wir auf der Warteliste haben, um die zu bedienen. Sie wissen, wie schwierig das ist. Wir waren vor der Edeka, haben um 2 Cent gekämpft, mit wenig Erfolg. Und wie bekommen wir da mehr Geld in den Topf rein, damit wir auch die Akzeptanz in der Landwirtschaft behalten für die Initiative Tierwohl, um eben nochmal die 2.500 Betriebe von der Warteliste zu bekommen? Vielen Dank. Ja, guten Tag, mein Name ist Volker Riehl. Ich komme aus Stade bei Hamburg, bin aber nicht Landwirt, aber zumindest Landwirt-Schwiegersohn. Ich arbeite für Miserior, das internationale Hilfswerk hier in Berlin, und bin zuständig für Afrika und Ernährung. Ich habe eine kurze Frage an Herrn Ruckwied. Sie haben von Agrarexporten gesprochen, von Produkten, gerade Milchprodukten, die exportiert werden sollen, vor allen Dingen nach Iran und andere Länder. Ich möchte kurz hinweisen, dass europäische Milchpulverexporte, zum Beispiel nach Burkina Faso, großes Unglück verursachen, weil nämlich dort durch diese billigen Exporte die Milch nur 30 Cent kostet und die lokal produzierte Milch 1 Euro. Das heißt, wir haben in Zukunft, das haben unsere Berechnungen gezeigt, 1 Million arbeitslose Familien dort. Ich rede auch von Flüchtlingsprävention. Welche Antworten können Sie mir auf dieses Dilemma geben? Wir wollen natürlich gesunde Höfe, bäuerliche, landwirtschaftliche Betriebe hier in Deutschland. Wir wollen aber auch, dass es in den Entwicklungsländern weiter vorangeht. Vielen Dank. So, jetzt nehmen wir das Podium noch einmal durch. Plagge, wenn Sie anfangen möchten. Zu den drei Fragen. Was Sie sonst noch auf dem Herzen haben. Ja, das waren jetzt keine direkten Fragen an mich, aber jetzt vielleicht als abschließendes Statement nehme ich den letzten Kommentar. Ich denke, der auch meine Argumentation nochmal untermauert. Wir haben parallele Systeme in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Die Rohstoffmärkte
und die Qualitätsmärkte, die sich vor allen Dingen vor Ort, dort wo die Landwirte sind und diese Qualitätsmärkte bedienen. Das fängt an vom Direktvermarkter, konventionell wie Bio, Schulbauernhöfe, direkter Bezug, Landwirtschaft und Bevölkerung und Städter. Dort haben sich die Qualitätsmärkte entwickelt oder dort, wo die Sorge nach der Lebensmittelqualität besonders groß ist. Das ist auch in den großen Ballungszentren dieser Welt. Das ist dort, wo auch sehr viel Geld und Kapital und Einkaufskraft ist. Und dort kauft man immer mehr qualitätsgesicherte Nahrungsmittel, auch aus Deutschland, aber eben entsprechend auch verarbeitet und gesichert. Auf den Rohwarenmärkten, gerade Milchpulver, Afrika ist angesprochen, aber eben auch andere Märkte, die wir hier eben auch produzieren, wo wir zu viel produzieren, da haben wir doch eigentlich ein ganz leicht aufzulösendes Dilemma heute. Wir produzieren zu viel, das hat Herr Holzenkamp eingangs richtigerweise gesagt, und wir haben, wenn wir die gesellschaftliche Akzeptanz messen und auch objektiv eben unseren Status bei den Umweltgütern und bei anderen Gütern angucken, haben wir viel vor uns, also viel Veränderungsarbeit vor uns und können diese beiden Dilemmas zusammenbringen. Wir können unsere Qualitätsmärkte hier mit weniger Rohwaren zu besseren Preisen vermarkten und brauchen dafür einen gemeinschaftlich gestalteten Umbauprozess. Und der muss von uns Landwirten ausgehen. Und den müssen wir aktiv mitgestalten. Können wir nicht allein auf die Politik warten. Wir müssen die Dialogangebote annehmen. Und dafür müssen wir auch die Instrumente, die wir haben, das ist die gemeinsame Agrarpolitik, aber das ist auch ein ganz offensiver Umgang mit unseren Markt- und Handelspartnern, dass wir aus der Austauschbarkeit herauskommen, dass wir erkennbar sind als heimische Landwirte auf den Produkten, haben wir ganz viel selber in der Hand in den nächsten Jahren. Ich möchte konkret auf die Frage des Herrn von Miserio eingehen und dazu ein paar Zahlen nennen. Vorab, die Europäische Union hat mit den Least Developed Countries, mit den am wenigsten entwickelten Ländern, intensive Handelsbeziehungen in der Form, dass wir der Wirtschaftsraum sind, der die meisten Produkte von dort zollfrei importieren lässt. Und das lässt sich auch konkret in Zahlen ausdrücken. Jahr 2014 hat die Europäische Union mit Entwicklungs- und Schwellenländern hat dort 62,8 Milliarden Euro an Wert Lebensmittel exportiert, aber für 81 Milliarden importiert. Wir haben mit diesen Ländern ein Handelsdefizit und 69% der Importe von Lebensmitteln in die EU kommen aus diesen Entwicklungs- und Schwellenländern. Und das ist für mich eindeutiger Beweis dafür, dass wir einer der wichtigsten Absatzmärkte sind und dass wir das Gegenteil dessen tun, was Sie jetzt vorgeworfen haben, dort Arbeitsplätze vernichten, sondern im Gegenteil Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt ist die EU-Agrarhandelsbilanz ausgeglichen. Und am Schluss möchte ich doch ein bisschen provozieren, und zwar mit der Frage, sollen wir beispielsweise in den Südsudan, wo die Hälfte der Menschen hungert, zukünftig kein Milchpulver mehr liefern, um Hunger abzumildern. Das hierzu. Ja, zu der ersten Frage, zu der Kommunikation, wie man das eigentlich hinbekommt. Was Sie da leisten, ist ja schon ein ganz wesentlicher Beitrag dazu. Also wirklich zu erklären, das, was Herr Bartmann am Anfang die kommunikative Bringschuld nannte, ja, der Branche, sich zu erklären, moderne landwirtschaftliche Produktionsmethoden zu erklären, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Auch die Hohlschuld, die Sie angesprochen haben, gilt natürlich, dass auch Gesellschaft bereit sein muss, zuzuhören, sich darauf einzulassen, verstehen zu wollen. Also nicht nur zu beklagen, dass die armen Kühe jedes Jahr kalben müssen, sondern zu verstehen, dass wenn man Milch produzieren muss, man eben auch Kälber produziert, dass das technologisch, sozusagen biologisch zusammengehört. Ein Punkt, der dabei, glaube ich, ganz wichtig ist, ist persönliche Glaubwürdigkeit. Und da ist natürlich noch ein Teil, der fehlt. Ja, wir haben die Bringschuld, wir haben die Hohlschuld, wir haben natürlich auch die Notwendigkeit,
das Eichner Handeln in Frage zu stellen. Das hatte Herr Holzenkant am Anfang einmal gesagt. Und eben nicht nur immer zu sagen, wir haben ja die höchsten Standards, neben der Tatsache, dass das falsch ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt über die Düngegesetzgebung weiter reden würden, würden wir feststellen, dass sowohl die Niederlande wie auch Dänemark in bestimmten Bereichen viel weiter ist als wir und wir noch immer Übergangsfristen für Technologien diskutieren, die es dort nicht mehr gibt. Ja? Also es stimmt gar nicht immer, aber es ist eben auch eine Art, etwas defensiv pauschal abzuwehren. Letztendlich muss man natürlich wirklich in den Dialog treten, sich erklären, aber auch zuhören, was da kommt. Und da gibt es, glaube ich, bei der landwirtschaftlichen Basis viele gute Initiativen, auch viele gute internetbasierte Initiativen. Fragt auch mal den Landwirt, MyQTube, Stallbesuch.de, solche Sachen, ja, wo man wirklich von der Basis her sich auch erklärt, das kann auch eine Berufsstandsspitze alleine gar nicht leisten. Ja, das muss auch von der Basis kommen. Mein Eindruck ist auch, dass die Basis da häufig erfolgreicher ist, weil sie auch diskussionsbereiter ist und nicht so schnell geneigt ist, pauschal abzuwehren. Das ist dabei, glaube ich, ganz wichtig. Wie bekommt man das hin, um das Budget in der Brancheninitiative aufzustocken? Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich am liebsten sofort loslegen. Das ist natürlich fürchterlich schwierig. Und ich glaube, man kriegt es nur dann hin, wenn man möglichst breite Koalition schmiedet. Erstmal muss man feststellen, es ist ja gut, dass man schon mal so weit ist, wie man ist. Alle, die eingestiegen sind, sind noch dabei. Obwohl manche manchmal suggerieren, dass wenn es jetzt noch schlimmer wird, sie auch wieder raus wären vielleicht, sind bisher alle dabei. Und die Brancheninitiative erreicht einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und es wird immer schwieriger auch auszuscheiden, weil man sich dann halt vorwerfen lassen muss als Einzelhändler, dass man anscheinend nicht mitmachen will, wenn es um Tierwohl geht. Und das muss man sich vorher gut fragen, ob man sich das leisten kann, als einzelner Lebensmitteleinzelhändler dort auszuscheiden. Und das muss man im Prinzip nutzen und weiter ausbauen, diese Brancheninitiative bekannt machen und Koalitionen suchen in der Breite der Gesellschaft, die mit appellieren an diejenigen, die noch nicht dabei sind, doch dazu zu kommen und auch mit appellieren an diejenigen, die dabei sind, sich zu bekennen zu einem höheren Budget. Ich kann mir da langfristig durchaus interessante Koalitionen vorstellen von Nichtregierungsorganisationen, NGOs und Deutschem Bauernverband, die wir so in der Vergangenheit eher nicht beobachtet haben, wo einfach das Interesse ein gemeinsames ist, auf diesem Weg mehr Tierschutz umzusetzen. Auch an der Stelle ist aber auch wieder Glaubwürdigkeit ganz wichtig, denn wenn man die Brancheninitiative vor allen Dingen defensiv betreibt. Wir haben ja die Brancheninitiative, deswegen brauchen wir kein Ordnungsrecht, deswegen brauchen wir kein Label, deswegen brauchen wir keine zweite Säule. Dann ist man für die NGOs kein interessanter Gesprächspartner, weil man sich im Grunde genommen der Realität verwehrt, dass wir eben auf vielen Kanälen etwas tun müssen. Wenn man aber sagt, natürlich brauchen wir auf vielen Wegen eine Verbesserung des Tierwohls und unser Beitrag ist die Brancheninitiative und wir diskreditieren nicht die anderen Wege, aber wir wünschen uns die Unterstützung auch bei unserem Weg, dann kann man, meine ich, bestimmte NGOs auch mitkriegen. Und wenn man dann gemeinsam auftritt, dann wird es noch mal schwieriger für bestehende Mitglieder der Brancheninitiative, sich dann rauszuziehen und zu sagen, nein, wir wehren uns gegen eine Erhöhung des Budgets. An mancher Stelle würde man sich auch die Politik noch etwas öffentlichkeitswirksamer mit im Boot wünschen. Das ist natürlich nicht ganz leicht, weil es ist eine privatwirtschaftliche Initiative und gleichzeitig kann man natürlich auf informellem Weg schon deutlich machen, für wie wichtig man das hält angesichts der großen gesellschaftlichen Aufgabe, dass dort möglichst alle dabei sind und auch bereit sind, ihr Budget auszubauen. Ganz kurz, ich würde davor warnen, in der Handelsdebatte mit Entwicklungsländern zu schnell dabei zu sein, die Entwicklungsländer zu Opfern zu erklären und die europäischen Landwirte zu Tätern. Wir kommen aus einer Situation in den 80er Jahren, da haben wir massive Exportsubventionen gehabt. Da stimmte das. Da kann man sagen, wir haben den Weltmarkt zugeworfen mit Subventionen, mit unseren Produkten. Das ist aber heute nicht mehr die Situation. Manchmal ein klein bisschen und die sind immer noch schlecht, die Exportsubventionen, aber sie sind beinahe weg. Und da, wo wir wirklich marktgetriebenen Wettbewerb haben, da ist es, meine ich, nicht vor allen Dingen in der Verantwortung der Produzenten, die exportieren, dafür in die Einzelheiten reinzugucken, was das in den Ländern verursacht, wo das hingeht. Das ist nämlich kaum zu machen, denn wir exportieren einerseits in Gebiete, wo wir ein Hungerproblem haben, das ist ein großer Segen, dass dort importiert wird. Und manchmal ist es eben auch so, dass Länder ihre Hausaufgaben nicht machen, eine schlechte inländische Agrarpolitik machen, ihre Märkte nicht entsprechend entwickeln und dann können diese Produkte auch Schaden anrichten. Das liegt aber häufig auch gerade in der Verantwortung der agrarpolitischen Akteure in Entwicklungsländern. Und da muss man aufpassen, meine ich, nicht zu einseitig zu sein in den Schuldzuweisungen. Danke.
Vielen Dank. Kurzer Kommentar nochmal zu der Landwirtin aus Coesfeld. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie haben gefragt, was können wir machen? Genau das, was ich vorhin sagte, selber handeln. Es ist Unternehmeraufgabe, es ist Ihre eigene Aufgabe, zunächst über das zu berichten, was Sie tun, und zwar in Ihrem lokalen Umfeld. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man dabei nicht sagen wir, Einzelkämpfer bleibt, sondern dass man sich vernetzt, dass man erfährt von den Erfahrungen anderer, von den Konzepten, die andere haben, auch indem man moderne Medien nutzt. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, da gibt es viele Initiativen. Eine, von der ich glaube, dass sie besonders erfolgreich sein wird und Ihnen besonders helfen wird, ist das Forum Moderne Landwirtschaft. Und lassen Sie sich davon auch inspirieren, was da stattfindet, und stecken Sie mit denen, die auch Kommunikation machen, die Köpfe zusammen. Das ist der Ansatz, um über das glaubhaft zu berichten, was Sie in Ihrem Betrieb tun. Ja, der Beitrag von Ihnen, von Miserio, ist ja schon, wie ich finde, sehr gut von Herrn Grete kommentiert worden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich verstehen, dass in dem internationalen Warenaustausch, gerade bei Agrarprodukten, ganz viel Ursache zur Lösung der großen Herausforderungen von morgen liegen. Wir haben die Botschafter der Knappheit auf dem Balkan und am Mittelmeer. Und wir haben auch die Botschafter von Instabilitäten in diesen Ländern, die mitunter mal mit Zusammenhängen zu koppeln sind, die Sie geschildert haben. Aber darauf dürfen wir nicht mit Zurückhaltung, mit nicht mehr Export reagieren, sondern wir müssen sehr sorgfältig nachdenken, an welchen Stellen welcher Export hingehört. Und wenn ich zum Beispiel nach Afrika Milchpulver exportiere, auch sehr preiswert exportiere, ich exportiere virtuelles Wasser an Standorten, die ohnehin schon häufig in ariden Zonen liegen, also große Wasserknappheit haben, dort eine Milchproduktion mit Grundfutter aufzubauen, ist einfach nicht besonders sinnvoll, sondern das ist dann sinnvoll, wenn es aus Regionen kommt, die natürliches Wasser in großem Maße haben, Kompetenz in großem Maße haben und die dann diese Produkte auch preiswert anbieten. Also das ist ein sehr viel komplexeres Thema, als es, aber Sie haben es genannt. Und lieber Herr Plagge, jetzt bin ich ein bisschen in der vorteilhaften Situation, nein, aber Sie haben ja gesagt, wir wollen unser Gespräch ohnehin vertiefen, aber ich möchte noch einmal auf Ihr Eingangsstatement ein wenig zurückkommen und ich möchte Ihnen sagen, Ihre Erfahrungen, von denen Sie geschildert haben, wie Sie sie international gesammelt haben, Ihre Konsequenzen daraus für einen Standort Deutschland, Familienbetriebsstrukturen, kleinere Betriebsstrukturen, haben Sie gesagt, Strukturwandel wollen Sie nicht haben, sondern Sie wollen sogar Schutz vor Strukturwandel haben. Aber dieses Bild liegt einem ja im Herzen nahe und alle haben wir eigentlich große Sympathien dafür. Aber wir müssen ehrlicherweise mal gucken, wenn wir in die Welt schauen und wenn wir in der Welt uns angucken, in welchen Regionen erfolgreiche Landwirtschaft, auch wohlhabende Landwirte unterwegs sind, dann sind das solche, die sich auch in ihren Strukturen ständig verändert haben, angepasst haben an Rahmenbedingungen, auch an globale Handelsbedingungen und sich laufend dynamisch weiterentwickeln. Wir sollten vorsichtig sein, ideale Bilder, die wir haben, die wir schön finden, als Maßstab zu definieren und da, wo der Markt sie nicht hergibt, sie mit öffentlichen Geldern dann zu produzieren. Wenn Sie sich mal ein Beispiel eines, ja, wenn Sie ein, ich will Ihnen noch mal sagen, es gibt ein, wie ich finde, auch übertragbares Beispiel. Keiner würde, ja, Sie können, aber vielleicht lässt Ihnen ja Herr Rögen noch mal eine Antwort, aber wenn Sie sich das Beispiel eines Automobilkonzerns in Deutschland angucken, von dem wir alle wissen, der ist so erfolgreich, weil er auch weltweit seine Produkte vermarktet, weil er sich in globale Warenströme integriert. Ich glaube, keiner wird in Europa argumentieren, dass die Arbeitsbedingungen bei VW besonders schlecht sind. Und in Ländern, wo man geglaubt hat, man könne sich von diesen großen globalen Märkten abkoppeln, indem man seine eigenen Strukturen schafft, wie zum Beispiel unsere französischen Nachbarn, erleben wir im Moment, wie sich eine Automobilwirtschaft da vollkommen aus dem Markt verabschiedet. Und das ist eine Vision, die ich für Agrar hätte, wenn man ihr solche Ideale aufhängt. Und von daher, bitte lassen Sie diesen Sektor sich in Märkten bewegen, lassen Sie Standards halten, die wir hier im Land für möglich halten, lassen Sie modern sein, risikobasiert, das prüfen wir sorgfältig, aber lassen Sie sich innovativ entwickeln, auch in den Strukturen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zukunft unserer Landwirtschaft. Ja. Vielen Dank an die Diskutanten. Franz Josef Holstenkamp wollte noch kurz ich will auf einen Punkt vorhin, war eine Frage zu Antibiotika.
Und da wurde geschildert, dass, ja, Sie haben die Frage gestellt. Also vollkommen, ich wollte, weil das ein elementar wichtiges Thema bei uns in der Öffentlichkeit, also in der Gesamtgesellschaft ist. Volker Kauder hat nicht gesagt, keine Antibiotika. Dann ist er vielleicht missverstanden worden. Nur wir arbeiten an einer Strategie. Es geht um das Thema, wie vermeiden wir Resistenzen in unserer Gesellschaft in den humanen Bereich. Das ist ein Thema, was alle Menschen in unserem Land und auch darüber hinaus bewegt. Aber damit gehen wir konstruktiv und vernünftig um. Unsere Fraktion geht das Thema so aus, an, dass man einmal das Thema angeht im Rahmen der sogenannten One Health Strategie. Das heißt, wir sehen das Thema Gesundheit im humanen Bereich und im Tierbereich. Ganz wichtig, dass man beides sieht, weil auch im humanen Bereich, da wird bei jeder Grippe ein Breitbandantibiotika verschrieben. Das muss geändert werden, da ist viel Handlungsbedarf. Aber auch in der Tierhaltung haben wir das Arzneimittelgesetz novelliert und versuchen über Beratung in jedem einzelnen tierhaltenden Betrieb, der über die Durchschnittsmenge liegt, beratend zu helfen und um zu Reduktionsmaßnahmen zu kommen. Und das ist ein vernünftiger Weg, wie ich finde, beratend da auf den Weg zu machen, ohne und damit um Verbote letztendlich drum herum zu kommen. Und ein abschließender Satz zu der Diskussion gerade. Wir stehen im Wettbewerb, selbstverständlich, alles richtig. Aber wir haben mit höheren Standards zu tun. Und hier in Berlin beispielsweise, aber an vielen Orten mehr in Deutschland, sind wir permanent mit diesen Fragen unserer Gesellschaft konfrontiert. Und ich werde beispielsweise gefragt, wollen wir denn Größenordnung haben? Also ich bin marktorientiert, aber wollen wir Größenordnung haben? Meinetwegen wie in Amerika, dann brauchen wir noch 1.000 oder 2.000 Schweinebauern als Beispiel. Also die Frage, wir müssen den Dialog führen, meine Damen und Herren. Darauf kommt es letztendlich an und diese Auseinandersetzung auch letztendlich mit der Gesellschaft suchen. Ansonsten sage ich für mich persönlich herzliches Dankeschön, weil dieser Kongress soll dazu dienen, dass wir als politisch Agierende lernen und Erkenntnisse gewinnen. Hierfür ein herzliches Dankeschön. So, meine Damen und Herren, zunächst einmal Herr Bartmoor, Herr Grete, Herr Ruckwied, Herr Plagger, herzlichen Dank fürs Diskutieren, für Ihre Impulse. Sie haben das sehr ausführlich gemacht, auch gewünscht so vom Publikum, aber die Pause ist um 5 Minuten gekürzt, sie ist nur noch 10 Minuten, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Der Kaffee kann auch anschließend mit hineingenommen werden. Ich mache jetzt keine Zusammenfassung, ich habe nur 2 Punkte festgestellt. Es gibt zwischen Ruckwied und Plagge keine Gräben, die können miteinander. Und Herr Bartmoor hat uns aufgefordert, offener zu sein. Herr Grete, ich will mitteilen, ich glaube, die Landwirtschaft ist offener, auch für Ihre Vorschläge. Das ist herausgekommen. Nur ich habe die Bitte an Sie als Ökonom, dass wir so diese Wege dieser 2 bis 5 Milliarden so ein bisschen von Ihnen auch gesteckt bekommen, wie können die Gelder fließen, und zu Ihrer Frage, Initiative Tierwohl, NGOs, ja, der Deutsche Bauernverband ist in intensivem Gespräch mit dem Deutschen Tierschutzverband, wie wir unter dem großen Dach der Initiative auch den Herrn Schröder mit seinem Label leben lassen können. Das ist unterwegs, also noch einmal herzlichen Dank fürs Diskutieren. Wir sehen uns in 10 Minuten in diesem Raum wieder. Es bleibt interessant. Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt um Ruhe für einen aus meiner Sicht zwar kurzen, aber sehr beeindruckenden Film, Herr. Dankeschön. Neben der aktuellen schwierigen marktwirtschaftlichen Situation bereitet vielen Landwirten aber auch die kritische Haltung in der Gesellschaft und unter den Verbrauchern große Bauchschmerzen. Denn der Verbraucher möchte sich an der landwirtschaftlichen Produktion mit seinem Wissen bzw. mit seinem fehlenden Wissen beteiligen und möchte den Landwirten vorschreiben, wie sie ihre Lebensmittel zu produzieren haben. Auf der anderen Seite sind sie dann aber nicht bereit, in Supermärkten und in Lebensmittelmärkten angemessene Preise für diese erzeugten Lebensmittel zu bezahlen.
Die Futtermittelpreise sind hochgegangen, die Flächenpreise sind hochgegangen und die Milch geht immer weiter runter. Man muss jetzt ja immer mehr Milch melken, um zum Beispiel die Rechnung an den Lohnunternehmen Futtermittel bezahlen zu können. Und wenn man immer mehr melkt, bekommt man auch immer mehr Arbeit. Und die ganze Arbeit muss irgendwie erledigt werden. Und das ist eine sehr große nervliche und psychische Belastung für die Landwirtschaft. Wir haben immer weniger Tiere pro Quadratmeter. Und hier ist es uns wichtig, dass da auch was gemacht wird. Ich möchte, dass meine Tiere, die ich so erzeuge, wie ich sie erzeuge, wo ich auch vollkommen hinterstehe, was in Ordnung ist, an der Ladentheke auch dementsprechend honoriert werden. Ich möchte keine Hilfen, ich möchte keine Beihilfen. Ich möchte, dass die Sachen ordentlich vermarktet werden. Gerade in der letzten Zeit haben wir sehr viel Negatives erfahren müssen in der Landwirtschaft. Zum Beispiel über die Diffamierungen unserer Kinder. Sie mögen in der Schule nicht mehr erzählen, dass sie von einem Hof kommen. Sie werden dann ausgelacht, sie werden beschimpft, ihre Eltern werden als Tierquäler dargestellt. Und das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist und wo wir dringend was machen müssen. Aber auch die negativen Schlagzeilen der Presse machen uns Familienbetriebe zu schaffen, aber auch die radikalen Aktionen der Bürgerinitiativen. Im Moment ist es hier bei der Landwirtschaft, habe ich den Eindruck, so wie beim Fußball, man hat 80 Millionen Trainer an den Bildschirmen sitzen und jeder weiß es besser als die Leute auf dem Platz. Ein großes Problem haben wir als Landwirte damit, dass nicht nur die NGOs, auch die Politik jetzt anfängt, uns unterschwellig Misstrauen entgegenzubringen. All diese Verordnungen, die uns drohen, sind ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber der Landwirtschaft. Dabei sollte man eigentlich von der anderen Seite anfangen, auflisten, was wir schon alles geleistet haben. Wir haben die Kühe nicht mehr in Anbindung. Wir haben große, helle Laufställe. Diese Positivauflistung, dass der Landwirt sich auch mal geehrt fühlt und sich damit identifizieren kann, die fehlt im Moment komplett. Es ist Usus in Deutschland, alles schlecht zu reden. Und das macht uns kaputt. Das zermürbt uns. Unser Selbstverständnis, Dinge, für die wir wie selbstverständlich stehen, werden in Frage gestellt. Wir behandeln unsere Tiere gut. Wenn es einem Tier schlecht geht, muss es natürlich Antibiotika bekommen. Kriegt ein kranker Mensch auch. Aber bei den Tieren darf es nicht. Die sollen so gesund bleiben. Das passt nicht. Da muss man auch die Ideen, die man hat, mal zu Ende denken. Vielleicht muss man dann auch, wenn man was entwickelt, die Landwirte mitnehmen, die Landwirte fragen und nicht nur irgendwelche Experten, die studiert haben. Wir haben vielleicht nicht alle ein Dippel Ink davor, trotzdem haben wir Erfahrung. Und unsere Erfahrung, die können wir einbringen in Gremien, bloß wir müssen gefragt werden. Neben der Wirtschaftlichkeit ist der bedeutendste Punkt, der mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, dass politischen Parteien, oder einige politische Parteien, NGOs und andere Gruppierungen doch sehr das Thema Tierhaltung emotionalisieren und mit einer Ideologie dort herangehen, wie die Tierhaltung zukünftig sein soll. Ich hoffe, dass die Politik bei Gesetzesänderungen, die wahrscheinlich in Zukunft auch anstehen werden und auch müssen, sich darüber Gedanken macht, dass nicht nur die emotionale Schiene betrachtet wird, sondern auch vor allen Dingen die Erfahrung aus der Wissenschaft, der Forschung, der Beratung und von der Landwirtschaft selbst da Beachtung finden. Denn ansonsten wird die Landwirtschaft überfordert werden und viele Betriebe werden einfach aufgrund der Überforderung die Schweinehaltung oder auch andere Tierhaltung aufgeben. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn nur nach Ideologie gehandelt wird, dass die Tierhaltung aus der Region verschwindet, dass die Produkte nur noch aus dem Ausland importiert werden müssen. Und, und dann nicht nur das Produkt geht in der Region geht uns vor, und die Regionalität geht uns verloren, auch die Wertschöpfung in der Region mit Wertschöpfung auf den landwirtschaftlichen Betrieben, in dem vor- und nachgelagerten Bereich, es geht alles verloren. Und die ganze Region leidet runter, wenn die Landwirtschaft untergeht. Und ich hoffe einfach, dass viele Betriebe noch die Schweinehaltung auf den Betrieben halten können. Denn es ist auch viel schöner, wenn die Schweine im Stall sind, anstatt nur als Deko im Garten. Ich denke, auch in Zukunft wird es Landwirte geben. Schwierige Zeiten haben wir immer schon gehabt. Aber in der letzten Zeit ist es so, dass diese Durststrecken länger sind. Ich sehe die Zukunft für meinen Betrieb gut. Ich muss mich auf starke Preisschwankungen einstellen. Ich brauche für meinen Betrieb aber eine gewisse Planungssicherheit, damit ich mir gewährleistet ist, dass ich bestimmte Erweiterungen auch finanzieren kann und dass sie auch möglich sind. Ich bin auch noch gerne Landwirt, aber im Moment kommen da so Momente, wo man an sich zweifelt, hast du es richtig gemacht? Und ich bin jetzt auf dem Weg, wo die nächste Generation vielleicht in 5 Jahren die Richtung einschlägt, Landwirtschaft oder nicht Landwirtschaft. Im Moment sage ich ganz klar, lass die Finger davon.
Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe diesen Film jetzt häufiger gesehen. Ich kenne alle diejenigen, die sich dort zu Wort gemeldet haben. Anders als bei anderen Branchen, die demonstrieren lassen, gegebenenfalls unter Einsatz von Schauspielern, waren das echte Betroffene. Und zwar nicht Betroffene, die politisch daherreden oder in irgendwelchen höchsten Positionen sind, sondern Betroffene, die uns teilhaben lassen an der Situation, wie sie sie zum Teil erfahren. Zwei dieser sind übrigens heute hier. Ich möchte sie begrüßen, weil ich es wunderbar finde, dass diese sechs Interviewpartner, die wir dort hatten, sich für uns auch geöffnet haben. Und stellvertretend dafür möchte ich begrüßen Agnes Rösing und Thomas Korte. In dem letzten Beitrag, der endete mit dem Satz eines Landwirts, der sagte zu der Frage seines Sohnes, soll ich unseren Hof übernehmen? Und ich zitiere ihn, Landwirtschaft oder Nichtlandwirtschaft? Im Moment sage ich ganz klar, lass die Finger davon. Ich komme selbst von einem Hof, mein Bruder ist Bauer, mein Vater war Bauer, mein Großvater, mein Urgroßvater. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn Sie aus einer solchen Tradition kommen, tatsächlich der nächsten Generation zu sagen, hör auf. Landwirtschaft ist am Ende immer mehr als ein Beruf, es ist am Ende auch eine Lebenshaltung, eine Philosophie. Egal, wie man übrigens arbeitet oder ackert, das vereint am Ende alle. Deutlich geworden an diesen Filmbeiträgen ist, dass es hierbei nicht nur um Fragen des finanziellen Ausgleichs geht, sondern insbesondere auch der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und deshalb war es uns wichtig, im ersten Podium auch Fragen der gerechten Finanzierung, der Bezahlung, der gerechten Bezahlung landwirtschaftlicher Produkte in den Mittelpunkt zu stellen. Aber jetzt im zweiten Podium auch darauf hinzuweisen oder zu hinterfragen, wie ist eigentlich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Landwirtinnen und Landwirten in diesem Land, übrigens unter der Überschrift zwischen billig und bio, Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit, das ist, bildet es, glaube ich, gut ab. Herr Daun sitzt links an meiner Seite. Herr Daun könnte der Sohn des letzten Interviewpartners sein, denn er steht stellvertretend für die deutsche Landjugend. Er ist nämlich seit 2011 Vorsitzender im Bund der deutschen Landjugend. Er kommt selbst aus Hörscheid. Er ist, das ist in Nordrhein-Westfalen, ja, in Rheinland-Pfalz, Entschuldigung. Eifel ist besser, sagt Norbert Schindler. Gut, dann nehme ich halt Eifel. Er hat seine entsprechende Prüfung abgelegt. Er hat die Ausbildereignungsprüfung abgelegt. Er hat ein Studium absolviert der Agrarwissenschaften und engagiert sich eben bei den jungen Landwirtinnen und Landwirten bei der Landjugend. Herr Daun, Sie scheinen vor einigen Jahren zu einem anderen Urteil gekommen zu sein als die Aussage von Herrn Borde, des letzten Landwirts. Denn Sie arbeiten schon einige Jahre auf dem Milchviehbetrieb Ihrer Familie mit. Was hat Sie persönlich zu dieser Entscheidung bewegt? Vielen Dank. Dazu muss ich etwas weiter ausholen, beziehungsweise beginnen. Ich habe mich 2006, beziehungsweise während meines Abiturs dazu entschieden, Agrarwissenschaften in Bonn zu studieren. Es war eine Zeit, da fing Landwirtschaft und das Diplomstudium gerade wieder an, hip zu werden. Also wir hatten steigende Studienzahlen. Ich hatte zwar immer vor, auf den Betrieb zurückzukehren, aber da hatte Landwirtschaft eine Hochphase und die Ausbildung und das Studium auch. Ich habe also eigentlich alles richtig gemacht in der damaligen Phase und bin dann während des Studiums, wir haben Milchviehbetrieb in die erste Milchkrise reingerutscht, als mit dem Betrieb und meinen Eltern zusammen, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Es war aber eigentlich immer klar von zu Hause aus, da muss ich auch meinen Eltern danken, dass sie den Betrieb so aufgestellt haben, dass die nächste Generation mit diesem Betrieb weiterwirtschaften kann. Also der Betrieb ist so ausgelegt, dass ich in Zukunft zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder wirtschaften kann und später mit meinem Bruder alleine den Betrieb weiter
ausführen kann. Also Sie haben immer darauf Wert gelegt, landwirtschaftliche Betriebe in Generationen, generationsübergreifend zu gestalten. Das hat mein Großvater auch schon getan, wie viele andere. Aber es war halt auch so mir in die Hände gelegt worden, dass ich einen sehr guten Betrieb habe, in dem ich weiterarbeiten kann. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, zu sagen, dass mein Betrieb übernehmen kann und diesen Schritt gehen kann, dass das, was einem als Grundlage geboten wird, auf einer vernünftigen Basis steht. Und das ist das Entscheidende, was es natürlich gerade für Landwirte in der jetzigen Zeit schwer macht, es ihnen, ihren Kindern zu empfehlen, es zu machen oder nicht. Wenn die Preise nicht sonderlich gut sind, wir noch eine gesellschaftliche Diskussion haben, die komplett neu ist, gerade für die Generation der älteren Landwirte. Also als Landjugend, als Junglandwirte sind wir es gewohnt. Wir kennen es schon fast gar nicht mehr anders. Es hinterfragt, was Landwirtschaft tut. Aber gerade die Generation unserer Eltern, sogar noch mehr die unserer Großeltern, die nach dem Krieg angefangen haben, ich kenne es nur aus Erzählung, aber da war man als Landwirt wer. Man war der zentrale Punkt des ländlichen Raumes und des Dorfes. Und auf einmal stellt die Bevölkerung, selbst die Nachbarn, das Handeln der Personen in Frage. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was Landwirten passieren kann. Und das ist auch das, was wir im Video gemerkt haben bei den Eltern, diese Resignation, dass auf einmal das, was sie seit Jahren machen, ihre Tätigkeit in Frage stellt, ihr Beruf wird in Frage gestellt. Und ich glaube, dass für Ältere, für die Situation neu ist, viel komplizierter als für uns Jüngere. Diese Situation ist auch kompliziert, aber wir kennen es inzwischen und können darauf anders reagieren. Nichtsdestotrotz macht es auch keinen Spaß, dass das Handeln in Frage gestellt wird. Aber wir gehen damit anders um. Und ich glaube, deshalb kann ich sagen, dass für mich persönlich der Schritt in die Landwirtschaft der richtige war, aber auch, weil die Rahmenbedingungen gepasst haben. Und ich glaube, ich würde auch jedem empfehlen zu sagen, geh in die Landwirtschaft, seh dir die Vielfalt und Möglichkeiten an, sei es als Landwirt, als Mitarbeiter. Die Vielfalt ist groß, aber die Überlegung, in den Betrieb der Eltern einzusteigen oder in einen eigenen Betrieb, ist nochmal eine andere, die jeder für sich genau betrachten muss und auch analysieren muss. Und gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, kann man am ehrlichsten feststellen, ob sich die Entscheidung auch in Zukunft tragen kann. Weil es wird von mir erwartet, dass ich den Betrieb so weiterführe, bis ich in Rente gehe, aber es wird gleichzeitig auch erwartet, dass ich ihn dann so aufgestellt habe, dass die Generation, die nach mir kommt, auch mit diesem Betrieb weiterwirtschaften kann. Und diese Last ist schon sehr hoch und der muss sich auch jeder Junglandwirt bewusst sein. Das gehört dazu. Vielen Dank. Lieber Herr Daun, das ist ja gleich schwer verdauliche Kost am Anfang. Sie weisen ja auch darauf hin, den Generationenunterschied, was Ihre Eltern und Großeltern noch erfahren durften an Akzeptanz, dass Jüngere sich schon damit eigentlich abgefunden haben, dieses in der Form nicht mehr zu erleben. Sie setzen sich aktiv dafür ein, dass junge Landwirte eine Zukunft haben, eine Perspektive haben. Wir sehen neben den finanziellen Problemen eben die von Ihnen auch beschriebenen gesellschaftlich vermehrten kritischen Anwürfe, auch gerade gegen die jungen Landwirte. Da geht es ja bis hin zu pauschalen Diffamierungen, zum Teil ja auch gewalttätigen Eingriffen. Meine Fragen, erleben Sie diese auch und wie wehrt sich Landjugend dagegen? Da muss man unterscheiden. Bei uns im Dorf, wir haben noch 3 Haupterwerbslandwirte im Dorf mit 150 Einwohnern, also eine sehr gute Landwirtschaftsdichte und eine sehr gute Verbindung in die Region hinein. Von daher ist es bei uns in der Region vertretbar. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder vor, dass Auflagen, die uns die Politik machen, sei es wie zum Beispiel gerade in meinem Beispiel der Halt von Dauergrünland beziehungsweise die Umwandlung von Ackerfutter in Dauergrünland, dazu führt, dass ich Wiesen reißen muss. Und ich reiße Wiesen und kriege direkt die Diskussion, warum ich das tue. Für Sachen, für die ich nichts kann als Landwirt. Und das sind Probleme, die mir vor Ort sehr schnell begegnen. Ich setze Rahmenrichtlinien um, ich baue einen Zaun um meinen Stall und kriege direkt Diskussionen, warum ich das tue, was ich verbergen müsste oder sonst was. Das sind Sachen, die kann man regeln. Da muss der Gesetzgeber sich auch überlegen, was er mit verschiedenen Handlungsempfehlungen bei uns und als Landwirte auslöst. Und dann muss man natürlich unterscheiden, dass das Amt des Bundesvorsitzenden der Deutschen Landjugend nochmal eine ganz andere Art der Diffamierung mit sich bringt. Das ist ein politisches Amt. Ich glaube, davor ist die Angst der Teilnehmer nicht immer ganz so hoch, jemanden in solch hohen Ämtern oder höheren Ämtern anzugreifen. Und da kriegt man schon Diffamierungen mit, sei es von Außenstehenden, die sagen, dass die Landwirtschaft, die wir vertreten, nicht in Ordnung ist, aber auch von Berufskollegen, die leider der Meinung sind, dass das, was wir politisch wollen, nicht immer ganz passt. Und das finde ich am schlimmsten, wenn sich der Berufsstand dann auch untereinander in der Situation anfängt zu bekriegen und zu diffamieren. Und davon müssen wir halt auch Abstand nehmen, egal in welche Richtung.
auch dafür vielen Dank. Mich hat gerade schon zusammenzucken lassen das Thema, das sind die einen Diffamierungen und die Diffamierung als Bundesvorsitzender sind da nochmal ganz andere. Also das hat es schon in sich. Wer vermitteln sollte zwischen den Konflikten, die Herr Daun ja auch beschrieben hat, die zum Teil wirklich inzwischen vor der Haustür stattfindet, auch im ländlichen Raum stattfindet, ist oder könnte sein, ich sage könnte sein, auch die Kirchen in Deutschland. Wir haben hier einen Gast, den ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen darf, und das ist Herr Dr. Clemens Dirschel. Er ist viel studiert, Soziologie, Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und vieles. Er ist aber für uns ein spannender Gesprächspartner, denn er ist Beauftragter für agrarsoziale Fragen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dort wirkt er mit, zum Beispiel im Rahmen der EKD. Er ist auch der entsprechende Beauftragte. Er ist in der Agrarsozialen Gesellschaft Deutschlands Göttingen. Er ist auch Mitglied der Deutschen Tierschutzkommission des BME Hell. Heißen Sie mit mir gemeinsam herzlich willkommen, Herrn Dr. Dirschel. Ich hatte gerade gesagt, die Kirchen könnten vermitteln. Die Betonung lag auf könnten, denn ich gebe auch zu, dass ich inzwischen selbst bei mir zu Hause, ich bin Ostfriesin, ich habe das Glück, dass ich auch noch das Emsland mitbetreuen darf, und dass egal, wo ich bin, ob im evangelischen Ostfriesland oder im katholischen Emsland, ich zunehmend auch durchaus aufheizende Beiträge seitens der Kirchen oder ihrer Hilfsorganisationen erhalten. Ich will das jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Sie wissen um die Argumentation, die dort zum Teil auch geführt wird. Und deshalb meine Frage an Sie, lieber Herr Dr. Dirschel, sehen Sie sich in der klassischen Rolle eines Brückenbauers? Und wie könnten, wie können, wie sollten Kirchen zu einer besseren Verständigung zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft beitragen? Also zunächst einmal, die evangelische Kirche und wie auch die katholische Kirche ist ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Wenn ich das innerhalb der evangelischen Kirche darstellen kann, wir haben einen Dienst auf dem Lande, in den ich eingebunden bin. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten. Wir haben entwicklungspolitische Arbeit. Wir haben Arbeitsgemeinschaft evangelischer Unternehmer. Von daher haben wir die ganze Bandbreite, in denen es einen Abwägungsprozess gibt im Hinblick auf ethische Fragestellungen. Und das Klientel der landwirtschaftlichen Familien ist ein klassisches Klientel, sowohl für die evangelische als auch die katholische Seite. Es war historisch schon immer sehr treu gewesen, und nun verfolgt man auch innerhalb der Kirche, dass hier eine Irritation stattfindet. Die Landwirtschaft ist gar nicht am Rande der Gesellschaft, sondern sie ist zentral mittendrin. Und die Landwirtschaft erlebt, dass sie ihre Deutungshoheit über die Agrarpolitik und landwirtschaftliche Fragestellungen in dem Maße verloren hat, wie eben Landwirtschaft Gesellschaftspolitik geworden ist. Das heißt, jetzt kann man das abtun als ein Thema einer Luxusgesellschaft. Ist klar, wenn einer satt ist, dann kommt er auf dumme Ideen und macht einen auf Tierschutz oder sonst irgendwas. Können wir natürlich so salopp formulieren. Wir können natürlich gerade auch als kirchliches Recht sagen, nein, es sind zutiefst christliche Themen, die damit betroffen sind. Erstens, Bebauen und Bewahren der Schöpfung. Und das ist nicht Jux und Dollerei, sondern da stellt sich die Frage, inwiefern es Entwicklungen durch die moderne Gesellschaft gegeben hat, auch durch die moderne Agrarpolitik, auch durch die moderne Agrarindustrie, die zu Veränderungen führte und wo Schöpfung Schaden nahm. Nicht alles, was Technik bringt, ist immer automatisch gut. Und deswegen muss man auch Agrarmodernisierung, werte Herr Bartmer, auch immer wieder kritisch reflektieren, in welche Richtung es geht. Auf diesem Wege nun, die landwirtschaftlichen Familien zu begleiten, ist Aufgabe der Kirche. Und da sehe ich einen wichtigen Auftrag darin, dass man
Brücken findet zwischen der übrigen Gesellschaft und den Landwirten. Es sind ja noch 2% der Bevölkerung. Und diese 2% versorgen uns mit Lebensmitteln, mit dem, was wir auch als Christen täglich Brot nennen. Also ist es eine Höchstspezialisierung und der eine weiß vom anderen herzlich wenig. Der Landwirt weiß wenig über die Ängste und Sorgen und über die Lebensbedingungen einer Familie, die im Stress, in Hektik ist und vielleicht gar nicht mehr so aufs Essen gucken kann, aber trotzdem hohe Ansprüche hat. Umgekehrt weiß diese Familie herzlich wenig über die Existenzbedrängnisse, die unsere Landwirte hat und inwiefern die Arbeitsbedingungen immer schärfer und der Konkurrenzdruck immer schärfer wird. Da erfordert es für die Kirche Dialogprogramme aufzubauen. Ein Beispiel. Auf dem letzten evangelischen Kirchentag in Stuttgart haben wir einen Stand gehabt, grüner Daumen für die heimische Landwirtschaft. Wir hatten grüne Stempelfarbe, natürlich ökologisch korrekt, damit dann auch die Kirchentagsbesucher ihren Daumen in die Stempelfarbe hineinsetzen konnten und eine Plakatwand damit bestücken konnten. Nach außen hin Signal, grüner Daumen, jawohl, ihr habt Zukunft, Landwirtschaft, vor allen Dingen auch der Nachwuchs. Wir haben da auch junge Landwirte hingestellt und die haben das Gespräch gesucht. Das Kirchentagspublikum ist ein kritisches Publikum, mit Sicherheit. Und es gab gute Gespräche. Natürlich gab es da auch Gespräche, dass einer gesagt hat, ich gebe nur dann den Daumen, wenn die Landwirtschaft ökologisch wirtschaftet. Das ist etwas, was uns als Kirche nicht so gut gefällt. Nicht ökologisch wirtschaften, sondern eine Spaltung. Wir gehen davon aus, dass schöpfungsbewahrende Landwirtschaft sowohl konventionell als auch ökologisch gestaltet werden kann, wobei der ökologische Landbau sicherlich auch ein Leitbild darstellt, an dem man sich orientieren kann. Also dieser Stand, an dem wir viele Diskussionen gehabt haben, an diesem Stand ist so etwas wie Dialog vonstatten gegangen. Parallel in der Halle, auch das will ich gleich ansprechen, war Peter. Jetzt können einige sagen, was sucht Peter auf einem Kirchentag? Ja, wir laden alle ein und wir haben hier keine Gesichtskontrolle und keine Meinungskontrolle. Und ich glaube, wir brauchen dieses Dialogforum auf breiter Ebene. Und da gab es dann auch entsprechende Diskussionen in dem Rahmen. Also ein Beispiel, wie Kirche versucht, diesen Dialog mit voranzutreiben. Ja, lieber Herr Dr. Dirschel, ich werde jetzt keine Nachfrage stellen. Wobei die Frage zum Beispiel einer ökologischen Landwirtschaft als Leitbild ja schon ein Stückchen auch eine Vorgabe ist und sich da ja auch die Frage stellt der Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der erhöhten Landnahme. Ja. Aber das wäre ein weitergehendes Thema. Nur eine kurze Nachfrage an dieser Stelle. Ich habe ein Leitbild gesagt, nicht das Leitbild. Über welche Punkte müssten wir uns in der Gesellschaft verständigen? Sie haben den grünen Daumen erwähnt, damit gegenseitiges Vertrauen, die Betonung liegt auf Vertrauen, zwischen Verbrauchern, Landwirten, am Ende auch Handel und Politik entstehen kann. Ja, ich glaube, es sind verschiedene Themen vonstatten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo Grenzziehungen erforderlich sind. Wo ist Maßhalten innerhalb der gesamten Gesellschaft aus dem Ruder gelaufen? Wo ständiges Wachstumsdenken vor einer ethischen Reflexion darüber, was sinnvoll ist und was Leben dient und Leben nicht dient, vonstatten gegangen. Darüber nachzudenken, jetzt könnten wir sagen, es ist ein alter lutherischer Begriff, nämlich Berufung. Wo ist tatsächlich die Berufung innerhalb der Landwirtschaft und dies auch in die Gesellschaft hineinzutragen und in der Gesellschaft zu sagen, da gibt es Leute, die 365 Tage im Jahr arbeiten, in den Stall gehen, rund um die Uhr bei Wind und Wetter auch an Heiligabend in den Stall gehen. Das ist etwas, eine Form von Berufung und berufsethischer Orientierung, von der die Gesellschaft gar nicht so weiß. Vielen Dank, Herr Dr. Dirschel. Zu den Berufenen gehört die Dame, die neben mir sitzt, eine ausgewiesene Landfrau.
Es handelt sich dabei um Anneliese Göller. Anneliese Göller ist Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Sie weiß, von was sie spricht, denn sie ist nicht nur staatlich geprüfte Hauswirtschafterin, sondern sie lebt, arbeitet auf einem Vollerwerbsbetrieb, einem Ackerbaubetrieb. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Anneliese Göller. Ich merkte während des Films, dass Sie insbesondere bei den Ausführungen von Agnes Rösing, die sagte, wir lernen damit zu leben, dass Kinder bei uns in der Schule auch diffamiert und gemobbt werden, dass Sie nickten, ja, sagten. Und ich sah Sie auch als Frau Muhle in der ersten Hälfte der Veranstaltung das Thema Transparenz ansprach und sagte, wenn wir es dann erklären können, wenn wir die Chance haben, erklären zu dürfen, dann merken wir durchaus, dass Verständnis entsprechend auch wachsen kann. Deswegen meine Frage an Sie, was können Landwirte, was können aber auch gerade Landfrauen tun, um besser über die tatsächlichen Bedingungen für Mensch, Tier und Natur in der Landwirtschaft aufzuklären? Ja, in erster Linie denke ich, wir sollten wirklich in den gesellschaftlichen Dialog treten. Denn der Dialog von Bäuerinnen und Bauern mit den Mitmenschen ist wichtig. Und ich denke auch, es ist richtig. Wie zum Beispiel, wenn Stallneubauten sind und natürlich auch hier, weil wir wissen, dass wir hier oft eben wenig Akzeptanz finden, dass wir vielleicht auch die Nachbarn, dass wir das Dorf schon bei der Planung mitnehmen, das ist nur mal ein Beispiel, dass wir vielleicht hier auch einmal, ja, dass wir nicht sie vor vollendete Tatsachen stellen und hier vielleicht auch punkten können. Aber ich denke, gerade die Kommunikationsbereitschaft muss zu einer Kernkompetenz von uns Landwirten werden. Wir Landwirtinnen und Landwirte sind selbst die besten Botschafter für Landwirtschaft, da wir ja das entsprechende Wissen haben. Wir Landfrauen sind seit jeher stark im Erzeuger- und Verbraucherdialog unterwegs und wir suchen den Dialog mit den Verbrauchern. Wir stellen dabei aber leider auch immer wieder fest, dass natürlich viele Verbraucher nur wenig von der Landwirtschaft wissen. Und ich denke, hier ist oft auch einmal eine Entfremdung festzustellen. Wir setzen bei den Jüngsten an und ich denke, wir laden Kinder auf unsere Bauernhöfe ein. Jedes Schulkind sollte einmal einen Bauernhof besucht haben. Das sollten wir uns vornehmen. Und ich denke, bei uns in Bayern, ich darf das vielleicht sagen, hat unser Landwirtschaftsminister sich das auf die Fahnen geschrieben und ich finde das unheimlich gut. Im Deutschen Landfrauenverband gibt es das Projekt Schmeckt's Bärten zum Beispiel, das ja auch vom Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerium mit gefördert wird. Da werden 5- und 6-Klässern im Bereich der Lebensmittelzubereitung und Nahrungszubereitung werden die hier geschult. Auch der AID-Ernährungsführerschein ist, denke ich, deutschlandweit läuft der sehr, sehr gut. Hier wird in den 4. Klassen zum Beispiel mit vielen, vielen, der läuft in vielen, vielen Regionen und ich denke gerade hier sind die 4. Klassen. Alltagskompetenzen und Lebensökonomie, das haben wir gefordert, dass das wieder im Unterricht aufgenommen wird. In einigen Bundesländern ist es uns gelungen, aber ich denke, es müsste bundesweit hier als Schulfach oder als Unterrichtsgegenstand verankert werden. Landfrauen machen Schule. Das ist auch ein Projekt, wo Ernährungsfachfrauen bei uns in Schulen gehen und auch zum Beispiel zum Thema Getreide, zum Thema Fleisch, zum Thema Kartoffel und Gemüse, zum Thema Milch und dieses dann aber auch wieder bei uns auf den Betrieben dann pädagogisch, didaktisch aufgearbeitet wird. Ich denke, das sind wichtige Projekte und die sollten wirklich auch bundesweiten Anklang finden. Wir bieten den Verbrauchern an, mit uns in der Landwirtschaft zu reden. Und ich denke, Sie sollten davon Gebrauch machen. Sehr gut.
Vielen Dank, liebe Frau Göller. Sie haben gesagt, Kommunikationsbereitschaft muss eine Kernkompetenz von Landwirten, Landwirtinnen, Landfrauen, Landjugend etc. werden. Können Sie bei aller Kommunikationsbereitschaft denn wirklich der großen Öffentlichkeit Herr werden? Und ich denke an Medien, viele Berichte auf der einen oder anderen Seite. Und wie ist Ihre Einschätzung? Werden sich auch bei größerer Informiertheit Verbraucher angesichts der Preise im Einzelhandel dann wirklich für teurer oder am Ende nicht doch für billig entscheiden? Professor Grete sprach gerade, wir können 20-30% an der Lagentheke abfangen für bewussten Einkauf. Was ist mit dem Rest, die 70%? Frau Göller. Wir haben es heute, denke ich, auch hier schon gehört. Es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass der Verbraucher mehr für Nahrungsmittel ausgeben möchte. Aber ich glaube, es wird wirklich an der Ladentheke dann entschieden. Ich denke, die Preise für Lebensmittel müssen so gestaltet sein, dass auch Bäuerinnen und Bauern davon gut leben können. Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Verbraucher auch künftig preisbewusst, denke ich, einkaufen wird. Gleichzeitig wächst aber der Anteil derer, die ein starkes Bewusstsein, und wir haben das heute auch schon gehört, ja, für Nachhaltigkeit und Qualität haben. Grundsätzlich gibt es daher eine Chance, ich denke, für bestimmte Betriebe mit Einkommenskombinationen, aber auch die Direktvermarktung. Grundsätzlich halten wir es aber auch für schwierig, dass den Verbrauchern oft suggeriert wird, dass konventionelle landwirtschaftliche erzeugte Produkte per se nicht nachhaltig sind. Das wird der Produktionsweise konventioneller Betriebe nicht gerecht. Wir Landfrauen stehen auf dem Standpunkt, nur wer mit Lebensmitteln umzugehen weiß, kann sie auch wertschätzen und ist bereit, mehr Geld für sie auszugeben. Vielen Dank, liebe Frau Göller. Sie haben etliche Hinweise auf Ihren Nachbarn gegeben. Denn wenn jemand für Verbraucherinnen und Verbraucher steht, die Sie mehrfach angesprochen haben, dann ist das Klaus Müller. Klaus Müller hat auch mehrere Karrieren in seinem Leben gehabt und hat wahrscheinlich noch viele vor sich. Er war auch schon einmal Minister für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holsteins. Er war schon mal MDL, er war mal MDB, das hat er alles hinter sich. Er ist seit 2006 im Vorstand von Verbraucherzentralen, und zwar zunächst Nordrhein-Westfalen. Im Mai 2014 wurde er in den Vorstand der Verbraucherzentralen Bundesverband gewählt und ist seitdem die Stimme der Verbraucherinnen und der Verbraucher in Deutschland. Begrüßen Sie mit mir Klaus Müller. Ich habe gesehen, wie Sie mitgeschrieben haben. Unter anderem den Satz, nur wenige Verbraucher wissen wirklich etwas über Landwirtschaft. Sie haben auch genickt an dieser Stelle. Und die Frage an, oder eine Grundfrage, auch zurückgehend auf die erste Hälfte, auf das Thema der Preise. Nach wie vor gilt meinem Eindruck nach beim Einkauf von Lebensmitteln die traurige Devise, Geiz ist geil. Stimmen Sie dem zu oder sehen Sie da einen gegenläufigen Trend? Ich würde gerne vorweg etwas aus dem Film aufgreifen, weil ja eine ganze Reihe von den Protagonisten gefragt haben, wo ist eigentlich die Wertschätzung der NGOs? Jetzt mag es Zufall sein, dass ich der einzige NGO-Vertreter hier oben bin, aber darum will ich das vorweg gerne ausdrücken. Ich glaube, dass viele, viele, viele Verbraucherinnen und Verbraucher und eigentlich auch sehr, sehr viele NGOs sehr dankbar darauf sein dürfen, was viele Landwirtinnen und Landwirte leisten. Und die Frage, in welchem Zustand sind eigentlich heutzutage in Deutschland produzierte Lebensmittel?
Natürlich kann man noch nach immer mehr rufen, keine Frage. Aber wenn man das vergleicht, von wo wir die letzten Jahre, Jahrzehnte her kommen, dann ist es, glaube ich, auch richtig, einmal diesen Fortschritt zu würdigen. Jetzt gibt es viele Punkte, wo Herr Ruckwied und ich nicht einer Meinung sind. Aber er hat vorhin einen zentralen Satz gesagt und der knüpft auch an der Frage von Frau Konnemann an. Nämlich, wenn es um ein Mehr an Nachhaltigkeit, an Tierschutz geht, dann muss sich das in den Verbraucherpreisen abbilden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das der einzige Schlüssel ist, wie wir aus einer ganzen Reihe von Problemen und Herausforderungen rauskommen können. Und darum ist für den Verbraucherzentrale Bundesverband eigentlich die Kernfrage, um die wir ringen, an der wir arbeiten, wie können Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich diese Qualität erkennen? Und wenn ich den Sinn dieses Kongresses heute richtig verstanden habe, dann heißt es ja auch mal, über neue Wege nachzudenken oder sich ihnen mal zu nähern. Und ähnlich wie das Professor Grete vorhin beschrieben hat, glaube ich, mit dem, was wir die letzten Wochen, Monate, Jahre hatten an Kennzeichnung am Point of Sale, im Handel, da, wo die Entscheidung fällt, wo und wie ich zugreife. Dort gibt es keine gute Verbraucherinformation. Zumindest nicht so gut, dass ich klar erkennen kann, und ich betone, ich rede über die konventionelle Produktionsschiene, ich rede nicht über die Bioschiene, sondern über die konventionelle Schiene, dort Qualitätsausdifferenzierungen, die ja alle möglich sind in der Produktion, die zu erkennen. Und jetzt kann man lange lamentieren, warum war das in der Vergangenheit so? Ich glaube, dass der Blick nach vorne notwendig ist. Und für uns ist die Quintessenz, dass hier tatsächlich im Sinne von des Informationsdefizits beheben, der Staat gefragt ist, ein entsprechendes Label zu kreieren und zu garantieren. Weil ohne eine Vereinfachung in der Labelwelt, auf die wir Verbraucher stoßen, damit auch ganz klar verbunden die Konsequenz für bestimmte Werbeversprechungen, die dann nämlich nicht mehr möglich sein dürfen, wenn bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind, dass dieses wahrscheinlich die erste von 5 Maßnahmen sind, die man angehen kann, die man angehen müsste und die, glaube ich, auch ein Schritt wären, auch in die Richtung von Frau Göller. Wie erzeuge ich Zahlungsbereitschaft? Weil es gibt hier ein Trade-off zwischen Zahlungsbereitschaft und Glaubwürdigkeit. Zweitens, wir müssen aufpassen, dass die Initiative Tierwohl, die im Kern richtig ist, nicht in ein Glaubwürdigkeitsproblem hineinläuft, weil wir wissen aus ganz vielen Umfragen, Menschen erwarten von dem Stück Fleisch, was sie kaufen und wofür sie mehr bezahlen würden, wollen und tun, dass dieses Tier besser gehalten wurde als das Stück Fleisch, was daneben liegt. Und wir alle wissen, die Initiative Tierwohl ist so bisher nicht konstruiert. Und ich habe große Sorge, nochmal, dass diese richtige Idee, die dahinter liegt, in ein Problem reinläuft. Drittens, absolut verheerend und falsch sind Entscheidungen, das wurde in der ersten Runde schon gesagt, im Sinne des Kartellrechts, Fusionen wie bei Tengelmann und Edeka zu erlauben. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat mit vielen anderen Institutionen, und ich kann ja nur die Monopolkommission und andere loben, dagegen argumentiert, es ist in jeglicher Hinsicht eine Fehlentscheidung und in der Tat, wir werden im Kartellrecht darüber zu diskutieren haben. Viertens, beim Thema TTIP werden wir aufpassen müssen, dass die Kennzeichnung, die wichtige Kennzeichnung dort nicht als nicht tarifäre Handelshemmnisse verloren geht. Und fünftens, dann bin ich auch durch, Stichwort Verbraucherbildung, Wertschätzung von Lebensmitteln. Ja, die Landfrauen tun viel, viele andere Initiativen tun ja viel. Das wäre die wirklich politische Herausforderung für die nächste Legislaturperiode. Vielen Dank, Klaus Müller. Er hat uns ja sozusagen schon versucht, das eine oder andere für Koalitionsverhandlungen mit auf den Weg zu geben. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich wünscht, dass wir dabei sind als Mitglied der Grünen. Also seit Baden-Württemberg und Hessen ist so viel in Bewegung geraten, dass irgendwie alle alten Gräben nicht mehr funktionieren. Na denn. Das ist in vielen Punkten gibt es sicherlich eine Übereinstimmung auch zwischen Frau Göller und Herrn Müller. Wir hatten das Thema Verbraucherbildung angesprochen. Sie hatten auch ganz deutlich gesagt, wir müssen Qualität erkennen können, ganz im Sinne übrigens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
die für Wahrheit und Klarheit eintritt. Übrigens auch da, wo es weh tut, wirklich weh tut. Und dafür wir auch kämpfen. Aber kurze Nachfrage. Wann werden Verbraucher, die einerseits vehement die Erhöhung von Standards fordern, immer mehr, und zwar nicht nur im Bereich des Tierwohls, sondern Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. Pp. Mit der Maßgabe, dass sie diese Qualität erkennen können, tatsächlich auch an der Ladentheke bereit sein, höhere Preise zu zahlen? Ich bin bei allen meinen Vorrednerinnen, 100% der Verbraucherinnen und Verbraucher werden das nicht tun. Es werden auch nicht mal 90, nicht mal 80, vielleicht nicht mal 70% tun. Es wäre also eine Illusion, das als Messlatte zu wählen, weil die werden wir niemals erreichen. Das ist sozusagen die produzierte Niederlage. Aber in dem Moment, wo wir aus oder wo wir jetzt schon eine ganze Reihe von Studien, die nicht wir in Auftrag gegeben haben, die von der GfK und vielen anderen kommen, sehen wir, dass wir mindestens zurzeit in Deutschland eine Situation haben, wo Menschen bereit sind, sich Dinge zu leisten. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie Dinge wirklich wahrhaftig erkennen. Davon profitieren eine Reihe von Handyherstellern. Gucken Sie alle mal in Ihre Handtasche, in Ihre Sakkotasche, wie viel Sie dafür Ihr Smartphone ausgegeben haben. Das ist nicht ganz ohne. Die Gewinnspannen sind da übrigens grandios. Die Frage ist, wie ich diese Kennzeichnung glaubwürdig, einfach, da werden auch Verbraucherschützer und andere ein Stück weit auf Einfachheit setzen müssen, auch Komplexität reduzieren, die wir manchmal auch selber eingefordert haben. Wenn wir eine einfache, klare Kennzeichnung hinkriegen, und ja, dahinter wird ein Bundesminister Schmidt, eine Bundesregierung mit ihrer Autorität und ihrer Glaubwürdigkeit stehen müssen, weil ansonsten ist die Gefahr, dass es als Werbung wahrgenommen, abgetan, diffamiert werden kann, schlicht zu groß. Vielen Dank, Klaus Müller. Neben ihm sitzt Josef St. Johanser, dem an der einen oder anderen Stelle schon die Ohren geklungen haben müssten. Denn der Handel, er sagt, er hätte schon gezittert, aber so sieht er nicht aus. Nein, das tut er auch nicht. Denn das Thema Handel ist hier mehrfach schon angesprochen worden. Und Herr St. Johanser steht für den Handel in Deutschland, denn er ist der Präsident des Handelsverbandes Deutschland. Er selbst ist Mitinhaber und Unternehmer in der PETZ Rewe GmbH. Das heißt, er weiß durchaus, von was er spricht, wenn es um das Thema Lebensmittelhandel geht, denn er hat den elterlichen Lebensmittelhandelbetrieb übernommen und ist dann entsprechend zur Rewe gewechselt. Er kennt also auch beide Seiten des Geschäfts. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Herrn St. Johanser. Lieber St. Johanser, Herr Müller sagte gerade, Gewinnspannen beim Handy, die sind durchaus gigantisch. Das können jetzt viele der hier sitzenden Landwirtinnen und Landwirte nicht von sich sagen. Ich bin vorgestern richtig aufgerüttelt worden von dem Foto eines Bildes eines Liter Milchs, und zwar von Weihenstephan, der in Schleswig-Holstein, also 800 Kilometer weit entfernt, für 20 Cent verkauft wurde. Das hat mit Gewinnspann gar nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, das hat fast verdient fast den Begriff der Unanständigkeit. Und doch, es ist wahr, ich kann Ihnen das Foto entsprechend zeigen. Das sind sicherlich besonders extreme Ausrutscher, aber wir sehen, dass Erzeugerpreise massiv nach unten gehen. Das hat eben auch mit Verkaufspreisen, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, zu tun. Und da meine erste Frage. Einerseits fordert der Handel immer größere Standards, beziehungsweise gerade auch im Bereich des Tierwohls. Andererseits werden dann eben Milch, Eier oder Schweinefleisch zu Schleuderpreisen auf den Markt geworfen. Qualität ganz oben, Preise ganz unten. Finden Sie das fair? Und wie soll die Landwirtschaft in diesem ruinösen Wettbewerb bestehen? Ja, schönen Dank für die Einladung, Frau Konnemann. Ich bin natürlich hier als Letzter in der Reihe, man könnte sagen, den Letzten beißen die Hunde oder der Handel ist der Belzebub. Und Ihr Beispiel sagt natürlich das, was Wahrnehmung ist, auch hier im Kreis, auch in den einzelnen Redebeiträgen, dass der Einzelhandel
die Ursache oder eine Ursache für die Misere der Landwirtschaft ist. Wenn das so einfach wäre, könnten wir auf den Knopf drücken. Wir heißt wir Handel, könnten die Preise entsprechend erhöhen und das so regulieren. Das wäre nämlich die Maßgabe im Gegensatz zu einer marktwirtschaftlichen Lösung, dass auskömmliche Preise bis zum Landwirt kommen. Also das vorweggeschickt, wir Handel und ich als sozusagen lebenslanger Händler bin immer interessiert daran, das ist jetzt keine besondere Offerte, dass ich sage, vor allen Dingen die Landwirtschaft mit ihrer Leistung muss auskömmliche Preise haben. Je mehr Sie Zufriedenheit haben mit Ihrem Beruf und mit der Erzeugung von Agrarprodukten oder Lebensmitteln, umso besser ist es auch für den Handel. Nur ich folge der Marktlogik und muss auch gerade in den letzten Jahren für die Volatilität der gerade Milchpreise, aber auch Schweinefleischpreise, das sind ja die beiden herausragenden Preise, die den Markt so ruinös gestalten, da muss ich einfach feststellen, dass wie im Handel üblich die Angebotsseite die Preise treibt. Und zwar so massiv, dass wir das ja nicht nur bei den Agrarprodukten haben, sondern allerorten, dass wir volle Regale haben, wir haben ein Überangebot der Industrie und sind als Händler nur Mittler. Und das einfache Beispiel dazu ist, wenn der Milchpreis bei 1 Euro liegt oder der Schweinefleischpreis als Grundstoff bei 1 Kilo 3 Euro oder 5 Euro, egal welcher Preis da genannt wird, dann ist das wettbewerbsneutral und die Händler kalkulieren darauf. Der Händler macht also nicht den Gewinn, indem er die Preise abpresst und heute war ein Beispiel aus Ihren Reihen, dass es nur noch 3 Nachfrager gibt für Kartoffeln in Niedersachsen. Das mag sein. Es werden wahrscheinlich etwas mehr sein, aber nur auf der Einzelhandelsseite. Ich möchte das ganz klar auch betonen in der Relation. Wir Einzelhändler stehen nachweislich bei Milchprodukten, aber auch bei Schweinen, bei Schweinefleischprodukten oder Schweinefleisch, nur für 1/3 des Marktes. Der Rest geht in die weiterverarbeitende Industrie, geht in den Export. Also nicht nur der Einzelhandel bestimmt die Preise. Und wir sind auf der Angebotsseite natürlich immer diejenigen, auch das Beispiel Weihenstephan-Milch, dann 800 Kilometer vom Produktionsort entfernt. Das Einzelbeispiel kann ich nicht wegdiskutieren, das ist auch Wahrnehmung. Aber ich kann natürlich schnell dazu kommen und sagen, wir haben gerade auf dem Milchsektor so viel Angebot, dass, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass wir geneigt sind, immer mal mehr Listungen und auch mehr Mengen abzunehmen, sodass es auch zu Überhang kommt und wir natürlich auch die Produkte wieder loswerden müssen. Also ich will das auf den Nenner bringen. Wir Einzelhändler sind an dem Punkt neutral und möchten eher den Dialog wieder fördern. Und wir hatten gerade einige Herren, Herr Röhring oder auch Herr Holzenkamp, wir hatten das Thema ja wie oft schon, dass wir im Dialog, in der Wertschöpfungskette wesentlich mehr näher und näher zusammenrücken wollen. Das heißt, der Dialog in der Kette, an vielen Beispielen festgemacht wie QS, führt letztlich zu besseren Bedingungen, die nicht nur Wertschätzung bringen, sondern auch bessere Vermarktungschancen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ein anderer Punkt ist der, dass die sogenannte Marktasymmetrie, die Sie beklagen, ich will das gar nicht bewerten, außer dass ich sage, wir haben in Deutschland eine Oligopolsituation im Einzelhandel, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, haben aber auch, was die Verbraucherwohlfahrt angeht und die niedrigsten Lebensmittelpreise in Europa mit bester Qualität, wirklich herausragend gute Qualitäten oder Situationen. Aus Ihrer Sicht sagen Sie, naja, das geht auf unsere Kosten. Wir haben praktisch die Wohlfahrt der Verbraucher subventioniert. Aber wie gesagt, in dem marktwirtschaftlichen Prozess können wir sagen, diese deutsche Handelslandschaft, aber auch im Schulterschluss mit der deutschen Agrarindustrie oder Lebensmittelindustrie, das ist ja die Kette, haben wir auch was Exportorientierung angeht eine sehr gute Situation. Und vielleicht nur das kurz, alles andere kann ja noch bei Fragen nachher wieder erörtert werden. Ich selbst komme aus dem Rewe-Reich, wie eben auch gesagt, und habe selbst in meiner langjährigen Managerzeit sehr viel Strukturarbeit auf der Rewe-Seite gemacht. Im Übrigen bei der Edeka genauso.
Das sind Genossenschaften, die heute deutlich mehr als 50% des Supermarktgeschäftes machen, mit Anzahl 6.000, 7.000 einzelnen Kaufleuten, also Genossen. Und dieser Strukturprozess ist von ehemals rund 500 Genossenschaften quasi auf, naja, zwei Genossenschaften verschmolzen worden. Ihre Seite hat dazu eine wesentlich zersplittertere Situation und ich kann nur empfehlen oder auch mithelfen in Diskussionen, dass diese Asymmetrie, nämlich auf der Angebotsseite, dass sie sich sehr, sehr viel stärker formieren, um dann auch bessere Preise zu erzielen. Sie können auch regulatorischer wirken in Ihren Verbünden. Lieber Herr St. Johansa, vielen Dank für den Beitrag. Ich weiß, Sie haben es hier nicht ganz leicht. Ich kenne Sie persönlich und ich schätze Sie. Aber Sie haben gesagt, dass die deutsche Handelslandschaft stellt sich exzellent dar. Sie wünschen sich ein Zusammenrücken mit der Branche. Und da sagte Herr Dirschel zu mir, ich würde ihm gerne eine Frage stellen, die ich ihm aber nicht erlaube, weil ich jetzt gleich die Fragen an Sie geben will. Aber ich übersetze die Frage. Und er sagte, wie rechtfertigen Sie dann als Verbandsvertreter jetzt die Aggressivität der Bewerbung, insbesondere im Bereich der Lebensmittel? Ich muss sagen, ich kann inzwischen gar nicht mehr lachen, sondern auch nicht mehr weinen, wenn ich höre, wir lieben Lebensmittel. Jemand, der liebt, sollte bereit sein, fair zu zahlen. Denn eines ist auch doch der Fall. Was würden Sie ohne die deutsche Landwirtschaft machen, wenn es keine Betriebe mehr gibt? Woher bekommen Sie dann diese billigen Lebensmittel? Gut, die Frage... In der Qualität. Die Frage des Bewerbens von Lebensmitteln resultiert aus dem Angebotspreis. Also wenn ich zum Beispiel Schweinefleisch nehme, heute mit einem Kilopreis von etwa 1,30 und daraus bildet sich ein Angebot, dann wird das je nachdem, was Sie anbieten, einen Verkaufspreis möglich machen von 1,99 bis Filetpreis 9,99. Das heißt, die Preise bilden sich nicht aus einer aggressiven Haltung, dass ich dem Bauern nicht den Grundstoff bezahlen will, sondern der bildet sich aus der Angebotsseite der Lebensmittel, wie sie auf Weltmärkten existieren. Sie wissen, dass wir im europäischen Agrarraum beispielsweise, Information kam heute sehr treffend, aus Spanien gibt es ein Überangebot an Schweinefleisch. Das hat zusätzlich diese Situation im deutschen Markt noch mal gedrückt. Das heißt, Ihre Frage, die ist zwar berechtigt emotional, nur in der Marktlogik kann ich sie nicht beantworten. Ja. Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch kurze Kommentare, aber bitte dann in eine Frage eingemündet. Ich sehe da die erste Wortmeldung, bitte eins. Okay. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dirschel. Ich habe jetzt gerade mal eben die Möglichkeit genutzt, Mögen Sie sich vorstellen. Achso, Entschuldigung, ich bin Bernd Degener, komme aus dem Kreis Warndorf und ich habe gerade mal eben die Zeit genutzt, um eine Frage an Herrn Dirschel zu stellen. Es geht um evangelischen Kirchentag. Da steht dann irgendwas von öko-fairer Verpflegung. Sie haben gerade gesagt, Sie sind eine Kirche, Sie machen offen für alle. Und ich interpretiere mal öko-fairer Verpflegung auf jeden Fall bio. Und das Zweite ist, also da ist mir eben wirklich das Messer in der Tasche aufgegangen. Wie können Sie denn so eine Organisation wie die PETA auf Ihren Kirchentag holen? Solche Leute brechen in Ställe ein, die diffamieren die Landwirtschaft. Und verbreiten wissentlich und nachweislich falsche Bilder und hauen den ganzen Berufsstand in die Pfanne. So geht's nicht. Danke. Vielen Dank. Wir sammeln. Bitte. Herr Achim Hübner aus Göttingen ist im Grunde die gleiche Richtung. Die beiden leitenden Fragen wollte ich auch stellen und insbesondere Ihr Engagement im Bereich der Demonstration Wir haben Agrarindustrie satt geht den Bauern bei uns im Landkreis ganz erheblich gegen den Strich. Wenn ich das mal so grob weg einschätzen darf, waren aus Göttingen an echten Landwirten 5 oder 6, soweit mir das bekannt ist, bei Berlin, weil wir haben Agrarindustrie satt, wo Sie mit Ihrem kirchlichen Hilfswerk ganz vorne an vorderster Front mitkämpfen. Wir waren in Göttingen mit Grobweg 180 tatsächlich echten Bauern, die tatsächlich Landwirtschaft machen, auf der Straße, haben versucht, unter dem Motto, wir machen euch satt, ein Stück weit da was gegenzuhalten. Ich würde Sie dringend darum bitten, als Kirche darauf zu achten, wer Ihre strategisch Verbündeten sind. Die Bauern sind
grundsätzlich kirchentreu an ganz vielen Stellen in Kirchenvorständen engagiert und sie hauen denen an dieser Stelle so derartig was um die Ohren, dass es irgendwann da massiv Ärger geben wird. Und was der Kollege hier gerade über den Kirchendach gesagt hat, ist genau das Gleiche. Wenn Sie das auf komplett Bio umstellen, sagen Sie 99% der Landwirtschaft, Sie machen das falsch. Und das finde ich sehr schade. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Vielen Dank. Darf ich Ihnen das Mikrofon geben? Holger Henjes, Landwirt aus der Region Hannover. Herr St. Johann, eine Frage, wie kommen Sie dazu, dann mit Ihren Verantwortung des Handels das so blumig darzustellen, wenn gleichzeitig die Verarbeitungsspanne beim Schweinefleisch, also die Handelsspanne von um 70 Cent, also auf 4,70 Euro gestiegen ist in derselben Zeit, wo die Schweinepreise in den Keller gegangen sind und die 4 Cent mehr für Tierwohl angeblich nicht darstellbar waren. Wo ist da die Verantwortung des Handels? Vielen Dank, Herr Enjes. Bitte schön. Mein Name ist Markus Engbert. Ich komme aus dem Kreis Coesfeld und ich habe zwei, drei kleine Wortanmerkungen. Und zwar als erstes an Herrn Dierschel. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie Vertreter der Landwirtschaft eingeladen haben. Und da meine Frage, steht denn die Kirche hinter der Landwirtschaft? Da habe ich eben die ganz klare Aussage vermisst. Das zweite Kommentar an Frau Kuhnemann, sie hat eben Frau Göller gefragt, ob es denn umsetzbar ist, dass die Landfrauen es schaffen würden, zum Beispiel Schulpolitik zu machen, also an dem Beispiel, sie gehen in die Schulen. Wir waren heute Morgen genau wegen dem Punkt hier, weil das Ganze natürlich, wenn es einigermaßen professionell gemacht werden muss, nicht umsonst ist. Da ist es mehr als schwer, an Fördergelder ranzukommen. Ich vermisse aber auch dann von Seiten der Politik, egal ob auf Länder- oder auf Bundesebene, ein klares Bekenntnis dazu, dass Landwirtschaft und Sachen, die rund um die Landwirtschaft gehen, auch in die Schule reingehören. Das vermisse ich einfach. Und als dritten Punkt an Herrn St. Johann. Preisabsprachen sind nicht erlaubt, die will ich hier auch nicht vorschlagen, nicht, dass das einen falschen Eindruck gibt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Absprache unter den Lebensmitteleinzelhändlern dahin hinausgehen könnte, dass man sagt, wir bewerben gemeinsam die Landwirtschaft, weil wir ein gemeinsames Gutes, weil wir ein gemeinsames qualitativ hochwertiges Produkt aus Deutschland haben. Und ich bin mir dann schon sicher, ohne Tierwohl oder irgendwelche Labels einzuführen, dass sie alleine dafür, dass sie für die Deutschen werben, schon locker 10 oder 20 Cent mehr für ein Kilo Schweinefleisch kriegen können. Danke. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Speyerer, komme aus Berlin, bin kein Landwirt, bin aber ein Fan, Sympathisant, wie auch immer, von der Landwirtschaft, weil meine Großeltern, Urgroßeltern waren alle Landwirte. Also ich bin auf dem Bauernhof groß geboren. Es gibt nichts Schöneres. Leider vermisse ich das ein bisschen, weil in der Großstadt kommt Landwirtschaft gar nicht an. Ich komme nun mal aus dem Brennentiegel Berlin und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mit meinen Kollegen, Freunden, Bekannten mich unterhalte, denen ist es vollkommen schnurz, woher das Fleisch kommt. Hauptsache es ist billig. Und das ist der Trend. Es ist der Trend und wenn man sich mal so umhört, wenn ich höre, dass mein einer Kollege zweimal im Jahr auf die Malediven für 10.000 Euro umgerechnet fährt und jeden Tag zum Mittagessen seine Butterstulle isst, da frage ich mich, wo ist da die Wertschätzung? Und jetzt ist die nächste Frage an die Politik allgemein. Wie wollen Sie dieses Umdenken hinbekommen? Der Deutsche ist bereit für Reisen, der will rund um den Globus, der will alles an einem Tag sehen. Er gibt Geld aus für Elektronik. Das ist, wenn Sie heutzutage einen, ich sage jetzt mal aus unserem Problemkiez, aus irgendeinem, ist jetzt egal, jemanden fragen, was er jetzt mit seinen 50 Euro macht. Ich sage ihm, was er macht. Er geht in den Mediamarkt, kauft sich ein neues Videospiel oder irgendein Handy, aber er kauft sich dafür kein hochwertiges Stück Fleisch beim Biometzger oder bei einem anderen Metzger, ist jetzt mal egal. Dem ist das vollkommen Schnuppe. Und da ist meine Frage, wie wollen Sie das hinbekommen, dieses Umdenken? Es ist auch eine Gehaltsfrage. Ja? Es ist eine Gehaltsfrage. Ich selber bin überzeugt, ich esse weniger Fleisch und wenn, dann sehr hochwertig. Ich bin bereit dafür. Aber das machen in meiner Familie kaum einer, in meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft sehr, sehr wenige. Und das ist das Problem. Wie wollen Sie die Massen erreichen? Vielen Dank an alle Fragenden, auch insbesondere eine Frau aus der Großstadt mit einem so großen Herz für die Landwirtschaft. Das war wirklich beeindruckend. Wir haben hier etliche Fragen. Jetzt fange ich mal bei dem letzten jetzt als ersten an. Lieber Herr St. Johansa, an Sie richteten sich einige Fragen. Da ging es um sehr grundsätzliche, wie zum Beispiel die Verantwortung des Handels, aber auch um die Frage, könnten wir nicht mit einer
Bewerbung von deutschen Produkten mehr erreichen? Ja, ich denke, bestimmt geht das vor allen Dingen auch in der großen Initiative QS, die Ihnen ja hinreichend bekannt ist. Das ist eine Plattform, die früher auch noch staatlich begleitet wurde. Das ist durch die EU-Bestimmung dann leider nicht mehr fortgesetzt worden, sicher aus den EU-Marktrichtlinien richtig. Aber das ist genau der Ansatz, dass wir die besseren Qualitäten ausloben und der Handel, Sie beklagen, dass das vielleicht zu wenig passiert, aber wenn Sie sich umschauen, ist das eine große Bewegung, immer mehr Produkte mit höheren Wertigkeiten und auch Regionalitäten, Herkunftsbezeichnungen etc. Das ist aber dann eine Frage der Vermarktung, ein generelles Thema, was wieder dazu führt, dass wir im Dialog in der Wertschöpfungskette enger zusammenrücken müssen. Und die nächste Frage, Tierwohlinitiative, die 4 Cent, objektiv viel zu wenig, aber es ist der Anfang. Und Sie können mir das wirklich auch mit dem Erfahrungshintergrund glauben. Das ist ein Riesenthema, die Händler überhaupt an den Tisch zu bringen. Das ist in jedem Wirtschaftszweig so. Dass wir den Einstieg darin haben, dass die Händler sagen, jawohl, wir bringen schon mal die 4 Cent auf, ist ein Anfang. Die Kritik geht immer wieder dahin, dass sehr viele Produkte, also vor allen Dingen Fleischprodukte, nämlich 2/3 in andere Kanäle gehen als in den Einzelhandel. Und dieses Missverhältnis können wir nur auf der Appellebene lösen. Aber persönlich gesagt bin ich da immer im Einsatz auf Verbandsebene, damit wir dieses zarte Pflänzlein Tierwohlinitiative fortsetzen. Aber es ist nur ein Instrument, wie wir auch heute Morgen von Herrn Professor Grede gehört haben. Aber es ist ein Anfang, der in die Marktordnung eingreift, allerdings auch wieder Kartellrecht. Das ist ein heikles Thema. Ich hatte schon mehrfach Besuch vom Kartellamt oder Anrufe, auch damals in der Milchpreisregulierung, wo ich dann natürlich gesagt habe, wir treffen keine Preisabsprachen, aber wir Handel versuchen, eine Beruhigung der Preisaggressivität herbeizuführen. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Aber es ist zumindest eine Initiative. Mit deutschen Produkten, Deutschland als... Ja, das Thema Bewerbung deutscher Produkte, das hatte ich eben schon beantwortet. Das hat natürlich die individuellen Grenzen, weil jeder Händler für sich entscheidet, was er macht. Wenn er eine Italienwoche macht oder argentinisches Fleisch bewirbt, kann er schlecht mit Deutschland werben. Also Sie sehen, das ist ein bunter Strauß und demzufolge auch ein Abbild unserer globalen Marktsituation. Vielen Dank, Herr St. Johansa. Herr Müller, zu der Verbraucherin aus der Großstadt, Frau Speyer. Weil die Kernfrage ist vollkommen richtig, wie erreiche ich nicht die 5 oder 10%, die heute das schon tun, oder vielleicht die 15%? Und ich glaube, es gibt darauf, neben wie gesagt der Labelfrage, zwei weitere Antworten. Das eine ist, wir sehen, und im Handel höre ich auch, dass sich das als Preis abbildet, vielleicht nicht für deutsche Produkte, aber für regionale Produkte, ein hohes Interesse, eine gewisse Emotionalität und auch Zahlungsbereitschaften. Und ich glaube, es ist Aufgabe von allen Akteuren, von Politik, Handel, Verbraucherschützern, Landwirtschaft, dieses den Verbrauchern und Verbrauchern so einfach wie möglich in der Erkennbarkeit Regionalität zu machen. Frau Aigner hat damals mit dem Thema angefangen, Herr Schmidt hat es fortgeführt und ich würde mir wünschen, dass wir das mit langem Atem weitermachen. Und das zweite Stichwort ist, ja, bestimmte Menschen mit ihren Maledivenurlauben und Ähnlichem werden wir wohl nicht mehr erreichen. Das ist womöglich leider wahr. Und umso wichtiger ist es, dass wir mit dem Bündnis für Verbraucherbildung, wo die Landfrauen, aber auch der Handel und viele andere Akteure dabei sind, sagen, wir wollen das Thema verbindlich in Schullehrpläne, in Schulfächer hineintragen. Das ist auch leicht auf Bundestagsfraktionsveranstaltungen zu sagen, weil die Bundestagsfraktion dazu tolle Beschlüsse fassen kann, nichts ändert sich. Darum ist unser Adressat die Kultusministerkonferenz, 16 Bundesländer, dickes Schwarzbrot. Aber ich glaube, das wäre wirklich das große Thema für die nächste Legislaturperiode. Wir brauchen tatsächlich einen Konsens, einen Pakt, möglichst aller 16 Kultusminister verbindlich prüfungsrelevant in die Lehrpläne der Schulen, aller Schulformen. Vielen Dank.
Da rennen sie bei uns offene Türen ein, aber wir sind halt nicht zuständig. Da ist es tatsächlich leicht zu sagen. Das ist anders bei den Landfrauen, die gibt es überall und die kämpfen oder sind die Vorkämpferin eigentlich, die Pionierin für dieses Schulfach. Frau Göller. Ja, ich denke, wir haben wirklich bundesweit sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt und ich muss sagen, wir haben in Bayern auch 98.000 Unterschriften gesammelt und haben einen Landtagsbeschluss bewirkt damals und wir haben dieses fächerübergreifend Alltagskompetenzen und Lebensökonomie verankert bei uns im Unterricht und wir haben neue Matrix erstellt, also es ist jetzt auch im Laufen, ich denke, wir haben hier viel erreicht und es ist wichtig, dass wir, denke ich, bundesweit auch dieses durchsetzen. Das andere natürlich, dass wir Landfrauen machen Schule zum Beispiel. Wir haben hier natürlich didaktisch bearbeitete Stundenbilder, also wir treten da schon so auf. Das sind alles aber nur Projekte, das muss man auch dazu sagen, die natürlich dann, wenn wir sie starten, bewilligt sind, die wir tragen können, wie zum Beispiel jetzt dann auch die Schmecksperten oder der AIT-Ernährungsführerschein, die schon länger dabei sind, die müssen dann natürlich Sponsoren suchen, damit dieses auch weitergeführt werden kann. Das wollte ich dazu nochmal sagen, weil bei Ihnen auch die Frage war. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Frau Göller. Wer sich eines großen Zuspruchs hier erfreuen durfte, in Anführungsstrichen, war Herr Dr. Dirschel. Denn er hat tatsächlich die meisten Fragen erhalten und da ging es von der Bewirtung oder Beköstigung auf dem Kirchentag bis hin zur Frage der strategischen Partner etc. Lieber Herr Dr. Dirschel, ja. Was sagen Sie uns? Also erstens, die Kirche steht hinter der Landwirtschaft, hinter den Menschen ausdrücklich. Von Seiten der Kirchenspitzen, von allen Bischöfen, kirchenleitenden Organisationen wird es in allen Verlautbarungen immer wieder gesagt. Nicht nur historisch, sondern weil die Kirche erkennt, dass die Landwirtschaft nicht nur über Schöpfungsbewahrung redet, sondern tatsächlich eine der wenigen Berufsgruppen in der Gesellschaft noch ist, die Tag für Tag in dieser Schöpfungsbewahrung lebt und mit und von der Schöpfung lebt. Zweitens, der Evangelische Kirchentag ist kein Zentralorgan der Evangelischen Kirche in Deutschland, sondern ist ein eingetragener Verein. Jeder kann sich zum Evangelischen Kirchentag anmelden. Ich selbst habe auch den Bauernverband ausdrücklich zum Kirchentag in Stuttgart eingeladen und mir gewünscht, dass er an einer Veranstaltung mitwirkt, an einem Gottesdienst. Leider war das nicht von Erfolg gekrönt, aber die Landfrauen, auf die war Verlass, die haben mit uns einen wunderschönen großen Gottesdienst dort gefeiert. Und auch der Bauernverband kann auf jeden Kirchentag auf dem Markt der Möglichkeit einen Stand aufbauen. Wie ich jetzt gehört habe, auf dem nächsten Kirchentag Berlin-Wittenberg wird der Bauernverband Sachsen-Anhalt dies realisieren in Wittenberg, um dort eine Thematisierung voranzunehmen. Damit verbunden ist, dass wir alle Gruppierungen, die den demokratischen Gepflogenheiten entsprechen, auf den Kirchentag kommen können. Es gab harte Auseinandersetzungen, auch von meiner Person mit Peter. Und da bin ich beim dritten Thema der Demonstration. Ich als Agrarbeauftragter bin nicht glücklich über die Beteiligung von kirchlichen Organisationen an dieser Demonstration. Sage ich ausdrücklich. Ich glaube, auch die Beteiligten selbst wissen in dieser Vielfalt, wo Fleischessen zum Teil sehr hart angegangen wird, in dieser Vielfalt der einzelnen partikularen Interessen, dann eine Gesamtmeinung zu haben, irgendwie wir sind dagegen, ist mir zu undifferenziert und finde ich, ist nicht die Maßgabe rauszugehen. Aber das hat sich jetzt als ein Event entwickelt und das ist, wie gesagt, auch nicht die evangelische Kirche, die sich daran beteiligt, sondern sind kirchliche Gruppierungen. Viertens die Frage der Maßstäbe im Hinblick auf Wertschätzung. Und da will ich jetzt doch nochmal, auch wenn Sie es nicht unbedingt wollten, werte Frau Gönnenmann, an Herrn St. Johannser mich wenden. Wie soll in einer Gesellschaft, die 30 Jahre gewohnt war, billig, billig, billig. Jeder Briefkasten ist vollgestopft mit superbillig und Discounter und höchst günstig. Dieses im Bewusstsein hat von heute auf nachher ein Umdenken stattfinden. Das ist ein Prozess, wo der Handel auch gefordert ist von seiner, nämlich er macht sich langfristig auch keinen Freunde davon und auch
im Hinblick auf die langfristige strategische Ausrichtung ist es nicht gut. Wo soll also eine Gesellschaft, die nur auf die Preismaßstäbe ausgerichtet wäre und gar nicht auf die Qualität, plötzlich so schnell umdenken? Und dann kommt das Zweite, auch die Transparenz. Ich bin Mitglied auch im Beirat des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbundes. Ein ganz kleines Pflänzchen. Jetzt habe ich im Handel geguckt, wo es diese Produkte gibt. Ganz unten, 3 Produkte waren verkarrt. Dann frage ich den Filialleiter, können Sie mir bitte sagen, Sie haben auch vom Deutschen Tierschutzbund ausgelobt, so was haben wir gar nicht, das gibt es gar nicht. Also die Frage, ob der Handel nur Trittbrettfahrer ist im Hinblick auf eine gesellschaftliche Werteorientierung oder auch seine unternehmensethische Verantwortung ernst nimmt, um auch hier das täglich Brot nicht nur sündhaft billig zu verscheuern, das ist mir ein ernsthaftes Anliegen. Vielen Dank, Herr Dr. Dirschel. Und jetzt komme ich zu einer weiteren NGO auf diesem Podium, lieber Herr Müller, denn natürlich sind die Verbraucherzentralen, der Bundesverband eine NGO, ein Verein. Aber eigentlich ist es jeder Verein, sofern er denn nicht politisch ist. Dazu gehört die Landjugend, da gehören auch die Landfrauen übrigens dazu. Das heißt, wir haben eine Menge NGOs, aber trotzdem ist es bezeichnend, dass die Verwendung NGOs immer nur für einen bestimmten Bereich offensichtlich erlaubt ist. Aber deswegen war es mir richtig, das hier doch mal gerade zu rücken. Lieber Matthias Daun, an Sie war keine Frage unmittelbar gerichtet, aber alle Fragen gingen Sie am Ende an. Was ist Ihr Fazit? Also zum einen, das ist der Vorteil der Landjugend, vertreten wir halt auch einen Großteil Verbraucher und Mitglieder des ländlichen Raumes. So wird vertreten. Und Landwirte sind auch Verbraucher, das darf man natürlich nicht vergessen. Und ich glaube, wir haben viel über Produktqualität und Qualitäten gesprochen. Die Frage ist, welche Qualität der Verbraucher abfragt. Und hier müssen wir klar unterscheiden zwischen Produktqualität, das, was ich schmecke, fühle, rieche, und Prozessqualitäten und ideellen Qualitäten, die daneben hängen. Und genau diese Produktqualität ist aus Sicht von Junglandwirten oder auch von Sicht des Berufsstandes unser größter Fluch und unser größter Segen. Denn es gibt in Deutschland kein Produkt, was in Deutschland produziert ist, was nicht eine hervorragende Produktqualität hat. Das heißt, der Hauptqualitätsfaktor des Kunden, und das ist das, was wir produzieren, ist immer eine Top-Qualität. Sei es die günstige Milch im Angebot für 51 Cent oder die Markenmilch, ich weiß nicht, was sie im Moment kostet, 1,20 €. Die Qualität, die der Kunde kriegt, ist fast dieselbe. Also es ist für ihn schwer, in der Produktqualität zu differenzieren. Wir kriegen ihn nur über die Soft Skills und weichen Faktoren darüber, dass er höherwertig einkauft und höherwertig handelt. Und bei Landwirtschaft stellt er das in Frage. Das stellen wir immer fest. Tierhaltung, mehr Platz bedeutet nicht besseres Schnitzel unbedingt. Bei anderen Produkten stellt er es nicht in Frage. Die Smartphones wurden heute schon angesprochen, dass da seltene Erden drin sind, irgendwelche Kinderarbeit, vielleicht die Displays zusammenschraubt, interessiert keinen Verbraucher bei seinem Nobelprodukt. Bei Landwirtschaft interessiert es. Und da müssen wir dran arbeiten, dafür zu sorgen, dass es bei allen Produkten dem Verbraucher auch darum geht, wie werden Sachen produziert. Denn das unterscheidet europäische Landwirtschaft, dass wir Produktionsprozesse betrachten, von Landwirtschaft in anderen Ländern, in denen nur die Produktqualität wiedergespiegelt wird. Und wenn wir den Verbraucher dazu kriegen, Prozesse auch zu bezahlen, dann glaube ich, schaffen wir es auch, Preise anzuheben. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass sich der Saal im Aufbruch befindet, aus gutem Grund. Wir haben uns ein wenig verzögert, verschleppt in der Zeit und alle hatten sich darauf eingestellt, um 6:30 gehen zu können. Jetzt ist es 6:55 und deswegen kommen wir an dieser Stelle zum Schluss. Ich spreche sicherlich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir könnten weiterreden. Es gibt so viele Fragen, die wir heute gar nicht angesprochen haben. Und es gibt noch mehr Antworten, die wir wahrscheinlich noch nicht gefunden haben. Und das ist die eine große Anfrage an uns als Politik, die von Frau Speyer gestellt worden war. Frau Speyer, als Verbraucherin, die Verbraucherin, wir sind alle Verbraucher, Herr Daun hatte darauf hingewiesen, aber Frau Speyer hatte die Frage an die Politik gestellt, was können Sie eigentlich tun? Eine sehr gute Frage, denn dazu gehört auch ein Stück
manchmal Ohnmacht von Politik einräumen zu müssen. Wir können nicht alles tun. Wir können Rahmenbedingungen schaffen und das tun wir nicht immer unbedingt gut. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass diejenigen, die von den kleinen Familienbetrieben leben, aber eine Auflage nach der anderen hinzufügen, am Ende Politik für die Großen machen. So ehrlich muss es sein. Jede Auflage beschleunigt den Strukturwandel. Das heißt, führt zu den Betrieben, die hier erkennbar in diesem Saal niemand will, übrigens auch nicht in unserer Fraktion will. Das sage ich im Namen von Franz Josef Holzenkamp, Marlene Mortler, aber auch der Kolleginnen und Kollegen aus unserer Arbeitsgruppe, aber auch aus der gesamten Fraktion, die hier immer noch sind. Und ich sage Ihnen, das ist außerordentlich ungewöhnlich, dass Kollegen aus so vielen Bereichen so lange an einer solchen Sitzung teilnehmen, zeigt aber auch, dass die Dringlichkeit des Themas erkannt ist. Übrigens auch aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe. Wir wissen sehr wohl, und das sage ich auch im Namen der Bundesregierung, wenn mir das gestattet ist, liebe Maria Flachsbart, aber auch von Christian Schmidt, der kurz weg war, aber wieder da ist. Wir wissen darum, wie dramatisch die Lage ist. Wir wissen, in welchem Würgegriff sich die Familien zum Teil befinden, infolge einer anhaltenden Talfahrt der Erzeugerpreise. Wir wissen darum, dass es manchmal auch selbstgemachte Probleme gibt. Wir wissen aber auch darum, dass manchmal, nicht manchmal, sondern dass häufig Landwirtschaft ein Spielball ist. Ein Spielball von Politik, ich hatte Sie angesprochen, ein Spielball wirtschaftlicher Interessen, das ist sehr deutlich geworden auf dem ersten Podium, beziehungsweise zusammengefasst worden, wenn es dann um den Spielball der Gesellschaft geht, die sich auch zu Wort meldet durch den Beitrag in dem Film des Landwirten Klaus Borde, der sagte, es gibt 80 Millionen Trainer für einige wenige Spieler, die sich auf dem Spielfeld bewegen. Und das zeigt ein Stück den Druck sehr anschaulich, in dem sich unsere Familien bewegen. Und ich sage sehr bewusst unsere Familien. Sie hatten gesagt, wo ist das Bekenntnis? Im Namen meiner Fraktion darf ich sagen, wir bekennen uns, und zwar nicht nur aus rationalen Gründen, sondern wir bekennen uns mit ganzem Herzen zur Landwirtschaft. Und mit Tat, das sagt ein Kollege aus dem Deutschen Bundestag und er hat Recht daran, es entsprechend zu sagen, denn wir reden nicht nur über Landwirtschaft, sondern wir tun etwas für sie. Das ist nicht immer ganz leicht in dem Gemengelage, in dem wir uns befinden. Und wir reden übrigens nicht über die Landwirtschaft, sondern mit ihr. Und das war auch Inhalt, Zielsetzung dieses Kongresses. Und wir reden sachlich und nicht ideologisch. Das ist der Anspruch, den wir an uns stellen. Denn wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es bei der Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft in Deutschland nicht nur um die Zukunft einer Branche geht, sondern es geht am Ende um die Zukunft von uns allen. Es geht um bezahlbare Ernährung, auch ein Stück um die soziale Frage. Es ist angesprochen worden, der Wohlstand, die Freizeit, die Reisen werden finanziert über billige Lebensmittel, erbracht von deutschen Landwirtinnen und Landwirten. Es geht um die Frage auch der Qualität, denn selbst das Billigste wird hervorragend auch produziert. Das könnte uns bestätigen Herr Professor Dr. Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, der heute auch war. Es geht um die Wirtschaftskraft im ländlichen Raum. Denn wir wissen auch, dass ohne die Landwirtschaft mit allen vor- und nachgelagerten Bereichen der Antreiber für den ländlichen Raum fehlen würde. Und es geht am Ende auch um das Gesicht der Kulturlandschaft und damit geht es um uns alle. Für uns war dies Anspruch und Ansporn zu sagen, wir wollen diesen Kongress auch in diesem Umfang, auch mit der Breite der Themen und am Ende
hat die Resonanz uns gezeigt, dass es richtig war, diesen Kongress an dieser Stelle in dieser Form auch durchzuführen. Dass das möglich war, ging nur dank unserer Referentinnen und Referenten, dank unserer Podiumsgäste. Ich möchte dort zunächst einmal nennen Christian Schmidt, der gerade draußen ist, mit Herrn Ruckwied, also Politik und Landwirtschaft im Gespräch, so ist es gut. Aber eben auch unserer anderen Referentinnen und Referenten, die wir heute hier begrüßen durften. Das war Herr Professor Dr. Grete, das war Herr Präsident Bartmer, es war Jan Plagge, es war eben Herr Ruckwied und es ist das Podium, das wir jetzt sehen, Herr St. Johanser, es ist Klaus Müller, Frau Göller, Herr Dr. Derschall und Matthias Daun. Ich finde, alle haben einen Riesenapplaus verdient. Vielen Dank. Ein Dank an dieser Stelle auch nicht nur unseren tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Fraktion, die das hier alles vorbereitet haben. Und das war eine Menge Arbeit, das darf ich an dieser Stelle auch verraten, sondern meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da nehme ich stellvertretend Franz Josef Holzenkamp. Sie haben gemerkt, so wird Agrarpolitik, Familienpolitik in auch familiäre Bauernpolitik in der Union gemacht, mit sehr viel Kompetenz, mit sehr viel Wissen, aber eben auch mit Leidenschaft, mit Herz. Und das steht stellvertretend für unsere Kolleginnen und Kollegen. Diese Werbung sei mir an dieser Stelle erlaubt. Dieser Kongress soll nicht das Ende der Kommunikation sein, auch des Dialogs. Denn wir werden jetzt entscheiden müssen, was machen wir daraus für unsere politischen Forderungen? Wie können wir dem Markt schnell helfen, sich zu stabilisieren? Was können wir machen im Bereich des Kartellrechts? Was können wir gegebenenfalls auch steuerlich machen? Wie können wir verhindern, dass sowas wie die Ministererlaubnis sich nicht wiederholt? Wie können wir am Ende für mehr Wertschätzung sorgen? Und wie können wir gemeinsam das Ansehen der Landwirtschaft, aber auch die Preise für ihre Produkte nach oben bringen? Noch einmal, wir machen die Rahmenbedingungen. Was wir dazu tun können, wollen wir auch aus diesem Kongress entsprechend mitnehmen. Uns ging es um den Austausch auf Augenhöhe mit Ihnen, nicht gegen Sie. Und dass Sie sich diesem gestellt haben, dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.